Fünf Raumschiffe fliegen über der Erde und heute wird wieder ausbaldowert. Wer sich denn als nächstes Herrscher von euch da draußen nennen darf bei Risiko. Wir befinden uns im Jahr 2231. Es herrschen Kriege auf der Welt. Aber schon lange werden sie nicht mehr mit Waffen, sondern stellvertretend am Konferenztisch geführt. Die siegreichen Mächte der benachbarten Planeten verhandeln um die Erde. Fünf Kommandeurinnen und Kommandeure haben sich heute Abend versammelt, um diesen Konflikt nicht mit Waffen, sondern mit Würfeln zu lösen. Ja, entschuldigt bitte dieses sinnlose Gelaber, was wir hier wieder von uns geben. Direkt am Anfang unserer Ehrenrunde, die wir hier haben, denn es gibt Wichtiges auszuwürfeln, würde ich sagen, heute. Nichts anderes als die Herrschaft über diesen lustigen kleinen blauen Planeten. Da gibt es so Sachen wie Pokémon und so. Ist also wertvoll für uns alle. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es nicht der beliebteste Planet ist, wenn ich mir euch anschaue. Die fünf Leute, die da rumkämpfen. Ich habe das Gefühl, hier wurden nicht die besten Leute geschickt. Also von mir kann ich sagen, sorry. Ja, ich bin Verwaltungsassistent. Ich bin eigentlich ein lockerer Typ. Aber die Erde kriege ich noch. Ey, das sind meine Glückshandschuhe. Also wir sagen immer wenigstens die Erde. Wenn wir schon keinen anderen coolen Planeten haben, dann kriegen wir jetzt wenigstens die Erde. Und wir haben auch jemanden von der Erde heute hier hochgenommen, damit er für die Erdlinge kämpfen kann, nämlich den Vertreter des Sportclubs Hamburger SV. Etienne Gade, hallo, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, nur der HSV. Ja, und wie sind so Ihre Erfahrungen mit diesem Brettspiel, was wir hier jetzt aufnehmen? Ich bin sehr gut informiert. Also ich bin sehr gut informiert über das Spiel, über die Regeln. Am Ende des Tages kommt es ja immer darauf an, wie gut sind die Gegner. Da sehe ich jetzt hier am Tisch wenig Grund zur Sorge. Schwere Worte. Aber ich würde sagen, lassen wir doch mal andere über sie urteilen und über sie sprechen. Denn wir haben ein bisschen was vorbereitet von jemandem, der sie auch kennt, Herr Gade. Sarah, bereits mit dem Wechsel von Game 2 zu RBTV ging sie voll ins Risiko. Zurzeit arbeitet sie an einem Format für Kinder. Beste Voraussetzungen also für den Umgang mit ihren Mitspielern. Für ein erneutes Sushi-Bündnis ist sie heute viel zu machthungrig. Leben wir bald alle auf Planet Sarah? Mara. Ortsansässige Grinsekatze mit Faible für Strategie und schlechte Filmparodien. Nimmt die extrem strenge Hundemutter heute die ganze Welt an die Leine? Solltet ihr diese Sendung im Best of Juni finden, lautet die Antwort vermutlich ja. Etienne, dieser Mann lebt Risiko. Er hat sich erst kürzlich ein Haus gekauft, trotz seiner Einkünfte und Witze, denn auf Twitter riskiert er oft alles für einen Gag. Heute braucht er genau dieses Mindset für die Weltherrschaft. Wird dieses Mal alles anders und er feiert seinen großen Triumph. Florentin spielt mit. Steffen. Mit seinem ABC der Rollenspiele beweist er, dass wirklich jeder Mensch ein Buch schreiben kann. Dennoch schlüpft er heute in seine wohl beste Rolle. Halb Schwiegersohn, halb diabolischer Weltherrscher. Beim letzten Risiko zog er alle anderen über den abgespaceden Tisch. Gelingt ihm heute das Double? Ich möchte ihm gleich widersprechen und möchte direkt sagen, dass ich heute hier bin, um meine Nachfolge zu bestimmen, liebe Leute. Ich möchte demjenigen oder derjenigen von euch heute hier helfen, meine Position zu erobern. Denn ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich möchte deswegen gleich zu Beginn euch einen Snack anbieten, aus meiner Heimat, extra trocken. Und möchte direkt das Brot mit euch teilen. Wow. Und ich habe heute hier gar keine Ambitionen, kann ich direkt sagen. Was hast du denn erreicht von euch in deiner Regentschaftszeit auf der Erde? Ungefähr ein Jahr her, was ist passiert? Naja, wir wissen ja, die Erde ist recht langweilig. Ja. Und ich muss sagen, ich bin danach in Urlaub gegangen, erstmal. Und war auf Zeta Beta 14. Ja, ist ganz nett. Mit der Bar, genau. Ne? Und bin gestern erst wiedergekommen und dann dachte ich mir so, oh, die Erde.
Hab dann kurz drauf geguckt, dachte mir, oh Gott! Und deswegen habe ich das hier wieder einberufen, damit ich schnell die ganze Scheiße wieder loswerde. Ja. Ja, das ist mein Plan für heute. Darf ich noch? Natürlich, natürlich. Gerne doch. Danke. Wir wollen natürlich auch nochmal die Regeln für alle Leute durchgehen, denn dieses alte Spiel, was wir heute spielen werden, ist vielleicht nicht jedem von euch da draußen oder hier am Spieltisch bekannt. Es nennt sich Risiko und es wird gleich darum gehen, auf diesem wunderbaren Tisch, den wir hier haben, verschiedene Gebiete dieses Planeten namens Erde für uns zu beanspruchen, indem wir unsere Truppen, die wir hier schon einmal parat gelegt haben, auf dem Spielfeld platzieren werden. Wir können ja einmal nochmal kurz erklären, wer welche Farbe hat. Die gute Mara wird heute Abend die pinken Truppen in die Schlacht führen. Ja. Florentin hat sich grün an die Seite geholt und wird grün in die Schlacht führen. Sarah hat gelb und ist entsprechend mit gelb unterwegs auf den Schlachtfeldern. Etienne Gade mit blau unterwegs und ich darf die roten Truppen wieder zu einem vielleicht Sieg führen. Und ja, es geht darum, verschiedene Missionen zu erfüllen, die wir gleich einmal ziehen werden. Das sind die Missionskarten. Die befinden sich hier drin in diesen geheimen Umschlägen. Diese Missionskarten dürfen niemand anderem gezeigt werden. Klar, also wenn ihr die einmal nehmt, haltet ihr einmal kurz die Kamera, damit wir wissen, wer welche Missionskarte hat. Und dann behaltet ihr die bitte für euch. Ihr dürft natürlich anderen Leuten von eurer Missionskarte erzählen. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir natürlich in dem Fall nicht. Und ihr dürft die aber niemandem zeigen. Das ist dann eure eigene, dürft ihr niemandem zeigen. Und wer die Mission als erstes erfüllt, wird der neue Herrscher über die Erde oder die neue Herrscherin über die Erde. Mhm. Ja? Okay. Und wenn die Mission erfüllt ist, ist auch sofort Schluss. Wir spielen nicht noch die Runde vorbei. Es ist eine einzige Mission. Wenn die Mission erfüllt ist, spielen wir nicht noch mal eine Runde zu Ende oder so, sondern es ist sofort Cut. Man kann sofort sagen, hier, fertig und zu Ende. Es gibt insgesamt drei Phasen in diesem wundervollen Spiel. Die erste Phase ist die Versorgungsphase, da bekommt ihr neue Einheiten. Denn wir natürlich als Alien-Generäle, wir haben natürlich eine große Bandbreite an Truppen in der Hinterhand, die wir zur Versorgung noch rufen können. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr bekommt immer mindestens drei neue Einheiten, die ihr frei platzieren dürft in euren bestehenden Gebieten. Wenn ihr allerdings mehr Gebiete habt, dann wird die Anzahl der Gebiete durch drei geteilt und so viele neue Einheiten bekommt ihr. Es sind aber immer mindestens drei. Ja? Verstanden? Ja. Das heißt, wenn ihr 12, Mathe, oh Gott. Das heißt, wenn ihr 12 Gebiete habt, kriegt ihr 4 Einheiten. Mhm. Wenn ihr nur 6 Gebiete habt, kriegt ihr 3 Einheiten. Aber wir sind auch unten, oder? Nein, hier wird nicht. Bei 7? Wenn man 14 hat, komm. Nein. Bei 7 auch 3. Bei 11 auch 4. Und bei 8? Oh Gott. Aber das wird immer abgerundet. Das wird immer abgerundet. Oh Gott, Mathe. Kann man schon mal machen. Zur Not haben wir natürlich den unseren Notar im Hintergrund, der das nochmal kontrollieren wird mit dem Taschenrechner, falls ich hier irgendwie Quatsch erzähle. Genau, das ist die Versorgungsphase. Am Anfang haben wir 25 Einheiten. In jedem Gebiet muss immer eine eurer Einheit stehen. Ne? Mhm. Also ihr dürft quasi nicht so viel ziehen oder irgendwo dürft nicht ein Gebiet haben, wo keine von euren Einheiten drin ist. Muss also immer eine Einheit in euren Gebieten stehen. Das heißt, wir starten auch gleich mit einer Einheit jeweils in einem unserer Gebiete. Und dann werden wir nach und nach die Einheiten verteilen, frei wie wir wollen. Und dann kommt es reihum zu den jeweiligen Spielrunden. Nach der Versorgungsphase haben wir dann die Angriffsphase. Das ist ganz einfach. Wenn ich jemanden angreifen möchte, sage ich, ich greife zum Beispiel von Südamerika Gebiet 1 nach Südamerika Gebiet 2 an. Dann sagt der angreifende Spieler oder die angreifende Spielerin, mit wie vielen Einheiten sie oder er angreifen möchte. Und je nachdem, wie viele Einheiten man hat, hat man unterschiedliche Angriffswürfel. Und zwar darf man mit so vielen Einheiten angreifen, wie man möchte. Man muss aber mindestens eine Einheit angreifen. Und es muss immer eine Einheit im eigenen Gebiet verbleiben. Vollkommen klar. Und wenn man mit einer Einheit angreift, hat man einen Angriffswürfel. Wenn man mit zwei Einheiten angreift, hat man zwei Angriffswürfel. Wenn man mit drei Einheiten angreift, hat man drei Angriffswürfel. Wenn man mit vier Einheiten angreift, hat man trotzdem nur noch drei Angriffswürfel. Also drei Angriffswürfel sind quasi das Maximum. Mhm. Und bei der Verteidigung ist es so, es gibt maximal zwei Verteidigungswürfel. Oder was andersrum? Nee, zwei Verteidigungswürfel. Doch. Und die bekommt man halt sofort, sobald man zwei Verteidiger hat, bekommt man diese zwei Verteidigungswürfel. Bei dem Gleichstand, man würfelt also immer gegeneinander. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Angreifer eine 5 habe und der Verteidiger hat eine 4, dann gewinnt der Angreifer und die Verteidigung verliert eine Einheit. Bei einem Gleichstand gewinnt immer die Verteidigung. Ja? Und werden immer die höchsten miteinander verrechnet. Genau, es werden immer die höchsten miteinander verrechnet, also immer der höchste vom Wurf des Angreifers mit dem höchsten des Wurfs des Verteidigers. Und dann immer abwärts. Ihr dürft immer pro Grenze nur einmal angreifen. Das bedeutet, ich darf jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich greife jetzt von Südamerika 1 nach Südamerika 2 an und breche den Angriff irgendwann ab, darf ich nicht nochmal versuchen, in der gleichen Runde den gleichen Angriff zu machen. Das geht nicht. Ihr dürft aber als Angreifer entscheiden, wann ihr den Angriff abbrechen wollt und wann ihr euch mit euren Truppen wieder zurückziehen wollt. Moment, also wenn mehrere Länder an einen
Landgrenzen. Ja. Und ich habe. Hier sehen wir es zum Beispiel. Och, hätte ich das gewusst, hätte ich mir auf die andere Seite gesetzt. Das war ja jetzt richtig schlecht gepokert von mir. Na gut, ja. Aber angenommen, mir gehören jetzt, okay, hier, mir gehören die beiden Gelben, ja, und ich will Ural angreifen. Ja. Und ich greife mit was? Osteuropa? Oh je. Das ist für Fantasie. Ural an. Ja. Und wird abgewehrt, dann darf ich aber trotzdem mit Sibirien auch noch, ja, mal Ural. Du darfst nur nicht nochmal von Osteuropa nach Ural angreifen. Okay. Aber du darfst von anderen Gebieten, darfst du jederzeit dann. Wenn wir die Regie mal fragen, ob die das drehen können. Das immer diese Sonderwünsche hier direkt am Anfang. Das ist aber jetzt wirklich unangenehm, das so wirklich auf dem Kopf steht. Das ist die gleichen Farben wie die Verteilung. Ja, genau. Das ist quasi jetzt unsere Startaufstellung. Hier sehen wir also schon mal unsere Startländer. Das ist schon die Startaufstellung. Wir wissen ja noch gar nicht, was wir hier für Missionskarten haben. Deswegen ist es noch vollkommen irrelevant, was ihr für Startländer habt. Was noch wichtig ist, bei den bei der Versorgungsphase, wenn ihr einen kompletten Kontinent besitzt, bekommt ihr zusätzlich immer den Bonus, der hier angezeigt wird. Wenn ihr also komplett Australien besitzt, bekommt ihr 2 zusätzliche Einheiten. Das heißt, es lohnt sich, ganze Kontinente zu besetzen, wenn man dadurch eben diese Boni bekommt. So. Wenn ihr es schafft, tatsächlich ein Gebiet erfolgreich zu erobern, bekommt ihr eine solche formschöne Karte. Das sind eure Versorgungskarten. Diese Versorgungskarten sehen folgendermaßen aus. Ihr habt oben immer den Umriss eines Landes und auch den Namen eines Landes. Und gleichzeitig habt ihr unten eine Nummer. Ja? Diese Karten könnt ihr später eintauschen gegen Truppen. Und das funktioniert folgendermaßen. Was hier draufsteht, heißt nicht, wie viele Einheiten ihr bekommt. Eine 10er-Karte heißt nicht, du bekommst 10 Einheiten. Wichtig. Aber wenn ihr 3 Einer-Karten habt, bekommt ihr 4 Einheiten, die ihr aufs Spielfeld steigen könnt. Das sind quasi die niedrigsten Karten. Es müssen aber immer 3 davon sein. Wenn ihr 3 Fünfer-Karten habt, bekommt ihr 6 Einheiten. Und wenn ihr 3 Zehner-Karten habt, bekommt ihr 8 Karten. Habt ihr eine Straße aus einer Fünfer-, einer Zehner- und einer Einer-Karte, bekommt ihr sogar 10 Einheiten. Das ist quasi das Beste, was ihr einlösen könnt. Ihr müsst immer 3 Karten einlösen. Und ihr dürft maximal 5 Karten auf der Hand haben. Wenn ihr mehr als 5 habt, müssen die quasi ausgetauscht worden werden. Mhm. Und es gibt noch eine kleine Regeländerung zum letzten Mal. Wenn ihr eine Karte eintauscht, dessen Land ihr auch besitzt, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier Nordwestterritorium eintauschen wollen und ich habe das Nordwestterritorium, bekomme ich 2 Einheiten extra. Wir werden das am Anfang auch ein bisschen durchgehen. Ah, ich werde auch ein bisschen darauf achten, was ihr so einlöst und was nicht. Aber es lohnt sich quasi auch Karten zu haben, die, die dazu führen, dass ihr Bonuseinheiten. Aber das muss nicht auf allen 3 Karten drauf sein, nein, nur auf einer. Korrekt. Und wenn ich jetzt 3 Karten einlöse und auf allen 3 sind Gebiete, verschiedene Gebiete, die alle mir gehören, kriege ich dann 6? Kriegst du nach meinen Informationen 6 zusätzliche Einheiten. Das ist also sehr viel wert. Das ist aber auch, glaube ich, nicht so einfach. Okay. Eine Kleinigkeit dazu noch zu diesen Karten, die dürfen nicht getauscht werden. Die gehören euch, sobald sie in eurer Hand sind, bleiben sie in eurer Hand, bis ihr sie abgebt. Klar? Um eine zu kriegen, muss man einen erfolgreichen Angriff. Ihr müsst einen erfolgreichen Angriff nehmen, bekommt ihr eine Karte. Ihr bekommt auch nicht mehr Karten, sobald ihr mehr Angriffe habt. Mhm. Ja, ihr müsst einen erfolgreichen Angriff haben, dann kommt ihr diese Karte. Ich habe eine Frage. Ja. Was ist mit Japan los? Was für ist eine Farbe vollkommen normal. Genau. Und dann gibt es am Ende noch die Verstärkungsphase. Das ist noch wichtig, liebe Leute. In der Verstärkungsphase dürft ihr Truppen verschieben. Aber immer nur von einem Land, was euch gehört, in ein anderes Land, was euch gehört. Und was miteinander verbunden ist. Letztes Mal haben wir es leider falsch gemacht. Da haben wir wild hin und her geschoben, wie wir wollten. Aber man darf quasi immer nur von einem Ort zum anderen Einheiten verschieben. Und die Territorien müssen miteinander verbunden sein. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Eddie. Wenn du jetzt zum Beispiel hier Ägypten hättest, könntest du einmal am Ende deiner Runde Truppen vom Mittleren Osten nach Nordafrika schieben. In dem Moment, wo du das nicht mehr hast, darfst du nicht mehr verschieben. Ja? Moment, die Farben hier sind das schon meine Länder? Ja, das sind deine Startländer. Ach, das steht schon fest? Ja. Hm. Das wurde durch unseren Notar gerecht. Ich weiß, was ich das anmerken. Das aber ich hab's gerade Japan erobert. Es ist so ein Toni recht ausgelost. Wer es findet, darf es behalten. Nein, es muss gelb sein, weil ich glaube, alle haben 8. Nee, außer Steffen. Nee, ich glaube, ich hab schon weil mehr. Meine zweite Anmerkung, die gekommen wäre, wenn Japan nicht jetzt 9? Mir gehören wie würde, wäre Steffen nämlich der Einzige gewesen, der 9 hat. Aber dann habe ich meine Gruppe gehalten. Seltsam, oder? Verstehe ich nicht. Also ihr beiden habt 9 und wir haben 8. Ja, durch Japan jetzt ja. Das ist die Sushi-Allianz. Davor war ich noch. Gut, das ist die Sushi-Allianz. Da würde ich sagen, da müssen wir schon was dagegen machen, oder? Ich schlage einen Dreierbund vor. Also, wo wir gerade bei den Verbündnissen sind, ihr dürft euch natürlich jederzeit, wenn ihr wollt, in die Toilette, unseren Verabredungsraum zurückziehen, wo ihr geheime Absprachen treffen dürft miteinander, wenn ihr möchtet. Denkt aber daran, dass da natürlich auch das Wort manchmal genauso lange hält wie die Klospülung und entsprechend Gesprächspartner damit Vorsicht zu genießen ist. Mhm. Möchte ich nur einmal kurz anmerken. Okay. So. Gut. Habt ihr gerade sonst noch Fragen? Nee.
Hey, let's go. Gut, let's go. Dann würde ich starten. Wir starten erstmal damit, dass jeder eine Einheit auf eines seiner Länder packt. Das ist ja unsere Grundvoraussetzung von den 25, die ihr bereits. Bevor wir die Ziele haben. Ja, das ist ja, die müsst ihr ja sowieso grundsätzlich haben. Ihr müsst ja erstmal auf einem eurer Länder müsst ihr erstmal einer eurer Leute stehen. Und dann ziehen wir gleich die Ziele. Stellst du mir die zwei noch auf Sibirien und Japan? Krass, Island. Island ist sehr stark beim letzten Mal gewesen, glaube ich. Oder war es Grönland? Was wolltest du noch? Sibirien. Genau, und stellt die bitte so hin, die Einheiten, damit unsere Regie es auch alles sehen kann, die Leute zu Hause. Entschuldigt bitte. Ah, schön. Na klar. Steffen? Ja. Kannst du den nach Australien schicken? Aber natürlich. Hier ist noch einmal pink. Hier müsst du noch einmal nach oben. Ja. Dann gucken wir gleich mal, ob alles hier versorgt ist. Da hinten ist einmal blau. Oh, da fehlt noch ein blauer. Ich glaube, ansonsten haben wir überall jetzt schon mal eine Einheit stehen. Und dann würde ich sagen, wir beginnen damit, die Ziele auszulosen. Und ich würde sagen, liebe Sarah. Ja. Welche Nummer soll es denn sein? 1 bis 5. Ach so, nach Nummern. Mhm. Weil ich die ganze Zeit drüber nachdenke, ob ich den gelben nehmen sollte oder ob der Bait ist. Gelb wäre die 3. Das würden die machen, ne? Ich nehme gelb, komm. Dann bekommt 50 Euro, Sarah, wenn du rot nimmst. Das Ziel mit der Nummer 3. Bitte einmal die Kamera halten, damit wir Bescheid wissen. Etienne. Aber es gibt 2 blaue. Ja, 1 und 4. Warum? Wahrscheinlich. Angeblich haben die Farben nichts zu sagen, aber ich glaube daran nicht. Ich nehme orange. Das ist die Nummer 2. Die Nummer 2 für Etienne Gade. Nimm die Mara. 1. Okay. Ich nehme das Pinke. Die Nummer 5 für Mara. Dürfen wir schon gucken. Die Nummer 1 für Florentin. Ist da noch was drin? Und dann bleibt noch die Nummer 4 für mich übrig. Ihr dürft euch euer geheimes Ziel jetzt ansehen. Denkt daran, das ist für euch, für niemand anders. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Eigentlich, wenn man Gott. Sich das im Laufe des Spiels immer wieder ja, das heißt, das sollte man aber sich jetzt Moment, nicht merken. Sind die denn alle also, das ist jetzt blöd, dass man nicht weiß, was es noch so gibt für Aufträge. Ich fühle mich schon, ohne zu wissen, was ihr habt, fühle ich mich ungerecht behandelt. Hey, das ist normal. Du bist in einem Dreierbund. Du musst dir immer gar nichts Sorgen machen. Wir sind zu dritt, wir sind eine Überzahl. Eddie, egal welches Ziel du hast, wir schaffen das. Interessant. Mach dir da mal keine Sorgen. Interessant, liebe Leute, interessant. Gut. Habt ihr alle eure Missionsziele? Ja. Habt ihr jetzt gerade noch Fragen, bevor wir beginnen? Dann würde ich sagen, gehen noch eine ganz kurze Pause und dann sind wir hier live mit Risiko. So Leute, Brainstorming. Wir sollten mal wieder ein Sportevent machen. Ja, genau, mit Laufen und Ballern. So wie Biathlon. Boah, das klingt cool. Wow, ja! Ist genehmigt. Aber es schneit ja nicht, also scheiß Idee von mir. Ja, dann rennen die Leute halt unter Zeitdruck in einem nerdigen Sci-Fi-Ninja-Parcours. Und statt zu schießen, müssen sie zocken. Boah, das klingt cool. Wow, ja! Ist genehmigt. Wie wär's, wenn wir Team Rocket Beans gegen Team Game 2 antreten lassen? Die sind beide gleich langsam. Nein, nein, da muss noch ein halbwegs fittes Profi-Promi-Team mit rein. Boah, das klingt cool. Wow, ja! Und jetzt gebt mal Hackengas hier. Boah, das klingt cool. Wow, ja! So, und während hier Etienne noch seine Truppen makellos aufstellt, kann man sagen, nicht schlecht, nicht schlecht, würde ich sagen, wir beginnen damit, unsere Truppen auf diesem Spielfeld zu verteilen. Wir haben insgesamt 25 Starttruppen, inklusive der Truppen, die jetzt schon auf dem Spielfeld stehen. Und liebe Sarah, ich würde sagen, du darfst anfangen, jemanden als erstes zu platzieren. Warum Sarah? Weil Sarah da sitzt. Das ist ein guter Grund. Das akzeptiere ich. Ganz gesund, einfach. Immer eine, ne? Immer nur eine, genau, dann darf Etienne als nächstes. Nur eine? Erstmal nur eine, wir wollen ja nicht gleich unser ganzes Pulver am Anfang verschießen, ne? Und vielleicht wird ja gleich hier noch was passieren, weswegen du dich vielleicht umentscheiden möchtest in der zweiten Runde. Ah, Australien. Ah, so eine. Hat niemandem nachher letztes Mal Glück gebracht, das kann ich direkt sagen. Warum? Ja, es war wirklich schön. Ja, das war alles gut. Es hat sehr lange gedauert, bis du es geschafft hast, glaube ich, es einzunehmen. Mhm. Aha. Oh, bilden sich schon die ersten Fronten. Kriegserklärung. Ja. Ich das ist schon die erste Kriegserklärung. Oh mein Gott. Hey, Australien. Ja, Steffen, komm rein. Heißt doch, lass mal mit dir dran. Ich habe mein Ziel vergessen. Keine Reaktion. Aha. Interessant.
Ah, Will, hallo. Was ist das? Hallo. Afghanistan. Die haben natürlich eine gute Pflanzenkultur. Im Pokern würde man sagen, Mara ist jetzt quasi. Weiß nicht, wie der Begriff im Pokern heißt. Aber sie hat auf jeden Fall natürlich, sie weiß ja, wenn vier Leute vor ihr Einheiten setzen, hat sie mehr Informationen als ich, weil nach mir noch drei Einheiten setzen. Das ist korrekt. Dafür darfst du aber als zweites jetzt ziehen gleich. Ja, aber wo ist da der Vorteil? Weiß ich nicht. Kannst du deine Figur setzen? Ja, du solltest auf jeden Fall jetzt noch eine setzen. Ich sag nur, wenn wir jetzt bei jedem Mal es müsste so gehen Figur, und dann so in einem, wisst ihr, ich sehe schon auf jeden Fall, wir werden diesen Umschlag nachher auf jeden Fall nutzen müssen. Hey, wenn ihr keinen Bock auf Fairness habt, ist mir das, dann weiß Krieg ich das Krieg ist jetzt. Nicht fair, Etienne. Na. Beim HSV ist es natürlich alles anders. Ja, deswegen. Das ist eine andere Kultur da unten. Aha. Oh, okay. Ja, komm, dann komme ich doch gleich noch mit rein. Dann macht Spaß. So. Let's go. Mhm. Ja, let's go. Okay, ich sehe schon. Blutbad Australien. Blutbad in Australien. Das Outback wird rot gefärbt. Abgeschmackter Krimi-Roman. Danke. Bitteschön. Sibirien. Ich habe auch gehört, Ontario soll. Nee, Ostkanada soll sehr schön sein. Zu dieser Jahreszeit. Ist eine schöne Gegend. Kann man nicht falsch machen. Aha. Was willst du denn mit Europa? Das ist doch langweilig, Florentin. Ich mag die Mode. Australien. Ui. Der Millionär, aber jetzt kommen denn meine Truppen hier. Etienne? Oh! Interessant. Brasilien. Mhm. Copacabana, hä? Mhm. Aha. Die große Insel, was? Ja, da setzt sich aber jemand ganz schnell. Das ist aber also Sarah. Wird hier schon versucht zu schummeln. Sarah, mit diesen Erdesüßigkeiten. Ich dachte, einer von uns muss es machen, damit wir die Nummer auch durchkriegen. Als genau, ob wir keine Form kennen. Das haben wir schon in der Grundschule gelernt, sogar vorher schon. Asien. Und Großbritannien in die Welt, sag ich mal, ne? Mhm. Ich glaube, irgendwas ist. Florentin hat irgendwas in USA. Mhm. Ich glaube, Steffen hat irgendwas in Europa. Offensichtlich, ne? Also mal an die anderen. Nee, erstmal. Freiheitsliebenden Menschen, ne? Nicht den Steffen vergessen, liebe Freunde. Und Mr. Grün. Mr. Grün. Ja, wenn ich hier der Einzige bin, der dem Europagreifer hier was entgegenzusetzen hat, dann muss ich natürlich meiner Pflicht nachkommen, ist klar. So, guck mal. Für ein freies, geteiltes Europa. Entschuldigung. Madagaskar. Ja. Darf man nicht unterschätzen, nicht vergessen. Und da sind schon so manche Feldzüge auf den Kontinent von Afrika geführt worden. Wirklich? Welchen? Welcher zum Beispiel? Der das hat dritte. Erstaunlich gut funktioniert. Der dritte stimmt, ja. Bitte? Madagaskar-Feldzug. Genau, Afrika-Feldzug, Madagaskar-Feldzug. Aber ich muss sagen, Kanada. Ostkanada. Was ist das? Was ist das? Das ist grün. Da, Japan, bitte. Japan, die haben gutes Essen, habe ich gehört. Mhm. Aha. Oh! Nice. Australien wird spannend. Sehr anstrengend, dass auf uns zukam. Oh. Okay. Meine Güte, das ist aber ganz schön. Bilden sich schon harte Frontlinien aus, möchte ich sagen. Aha. Da ist jemand, das ist aber wirklich Rekord. Auf Australien aus, du. Ach, Etienne.
Der klassische Anfängerfehler bei Etienne natürlich, nach dem kleinen, süßen Australien, nach die Kirsche der Erde. Oh, gefährliche Tiere, Eddie. Nur gefährliche Tiere. Jetzt braucht es, aber komm mal, und Steffen. Steffen, da du kannst es nicht Australien Steffen, überlassen. Nur zwei. Was, Alter. Steffen, das sind ja erst zwei. Hey, Neuguinea ist wunderschön. Und dir auch sehr egal. Okay. Wo ist Alt-Guinea? Ja, das war hier. Oh, und es ist untergegangen? Ja, das war bei der ersten Invasion. Stellst du mir den auch nochmal da, das bei Etienne da unten, das sieht komisch aus. Wieso? Kannst du ein bisschen mehr Respekt für die Ländereien haben, die du verwalten musst? Ich kann das von hier nicht lesen. Hier dieses Ding da hier, kann ich lesen. Ich hoffe, da steht Ostaustralien. Wird auch da. Ja, ja, die iberische. Das sind dieselben Ziele wie letztes Mal. Du willst doch nur wieder dem Weine frönen, Florentin. Ja, oder dem Wein. Klar, Westeuropa ist ein herrliches Land, sonnengereift, sonnenverwöhnt. Ach, Etienne, jetzt nicht. Ach, auch Etienne. Noch da so ein. Das ist jetzt, also das muss ja nicht. Das ist wirklich unnötig. Du musst dich ja nicht überall einmischen. Ich nur noch eine, ne? Ägypten? Ja. Ich hab noch zwei. Zwei. Ich hab noch einen. Interessant. Hä? Habt ihr richtig gezählt? Ja. Ach, weil ihr mehr Länder hattet. Nee. Wir hatten alle 25. Alle 25. Nee, aber mehr Länder. Deswegen hat sie am Anfang mehr gesetzt. Ach so, das ergibt Sinn. Ihr habt am Anfang mehr verteilt. Wir haben ja ach ja, stimmt, wir haben mehr verteilt. Ja, vollkommen richtig, ja. Dann bitte einmal nach Alaska. Ach so. Dankeschön. Florentin. Mara. Sarah hat nichts mehr. Etienne. Ist das die gleiche Farbe wie das? Das sind zwei unterschiedliche Farben. Das eine ist rot, das andere ist pink. Okay. Aber andererseits, Steffen, kommen jetzt auch zu einer Farbe. Gibt es da wirklich einen großen Unterschied? Frag ich mich. Du, mal so. Ich bin offen für, dafür, Farben auch mal zu mischen. So. Und mal was komplett Neues zu kreieren. Was wird aus rosa und rot? Rosa-Rot? Blut. Das Blut unserer Feinde, Mann. Sehr gut. Das Blut unserer Feinde. Ey, funk jetzt hier mal nicht in unseren Dreierbund rein. Die Achter halten zusammen, ja? Naja, ich muss euch ja ein bisschen testen hier, wenn ihr meine Herrschaft übernehmen wollt. Wir wollen mit euch Neunern nichts zu tun haben. Landstrich. Du hast nichts mehr? Gut, Steffen. Ja, wir haben noch. Ja, du hast doch, das, die dürft noch. Ja, stimmt, die dürft noch. Macht gerne noch. Ich hab jetzt noch einen. Und damit ist Mara beim letzten dran. Ja. Gut. Und damit haben wir platziert. Ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen. Wir haben natürlich gehört, was Ratsherr Etienne Gade gehört hat. Wir werden jetzt einfach darum würfeln, wer gleich beginnen darf. Ist das nicht was? Leute? Das wäre doch was. Ist das nicht was? Fände ich ist ganz das nicht gut. Was? Ich meine, ich finde das auch, den Sitzplatz von Sarah auch eine gute Auswahlmöglichkeit. Nein, wir würfeln jetzt rum. Jeder darf einmal würfeln. Ich saß auch letztes Mal schon. Und dann schauen wir mal, wer die höchste Zahl hat, darf anfangen. Da muss ich wohl meinen besonderen Würfel haben. Ah, das ist der, den die Mara sonst immer anhatte. Haben wir das vorher auf Elektronik gecheckt? Ist das unser Notar hier zufällig? Magnete. Ich würfel einfach schon mal. Ich habe eine 3. Eine neutrale, entspannte 3. Nicht aggressiv, mal andere Leute vorkommen lassen. 9 lässt sich aber durch 3 teilen. Ne? Das passt euch 9ern ganz gut. Warte. 1. Schon wieder gut los. 5. Eine 5, Amare. Dann können wir aber jetzt wohl nur noch mit der Reise. Oh je. Yeah. Oh! Das bedeutet, Mara und Sarah dürfen nochmal auswürfeln, wer von den beiden anfängt. Dann geht es im Uhrzeigersinn. 5. Oh Gott. 4. Das bedeutet, wir beginnen jetzt mit Runde 1 von Mara. Und wir beginnen natürlich mit der Versorgungsphase, liebe Mara. Du hast, so, wenn ich richtig erinnere, 8 Ländereien. Ja, 8 durch 3 ist weniger als 3. Etienne. Wir sind in einem Dreierbund. Sie wird dir nichts wegnehmen. Moment. Wir sind der Achterbund. Jetzt hör doch mal zu. In dem Moment, wo Mara jetzt schon mir ein Land wegnimmt, habe ich dann beim Ausrechnen ja schon weniger, bevor ich überhaupt was machen konnte. Aber sie verschleudert jetzt schon ihre Armeen in so unnötigen Schlägereien an Landesgrenzen. Es kann nicht sein, dass in der ersten Runde schon eine Versorgung ist. Aber 3 ist das doch das Minimum. Das ist niemals richtig. Etienne, du kannst nicht unter 3 fallen. Es ist egal, ob selbst wenn sie dir alle bis auf 1 wegnimmt, kriegst du noch 3. Ja. Ja, Mara, aber weil ich jetzt nur 8 Länder habe, kriege ich weniger. Nein, alle 3 ist das Minimum. 3 ist das Minimum. Wie viel ist denn das Minimum? 3.
ist das Minimum 3. Ja, wie viel der Weltkrieg ist das? Wenn ihr wissen wollt, wie es beginnt, schaltet jetzt auf die YouTube-Marke bei einer Stunde. Dann geht's los. Nein, 3 Einheiten darfst du jetzt platzieren, Mara. Wir dürfen alle 3 Einheiten platzieren. Keine Sorge. So, wieder neues. Das meine ich doch. Und dann darfst du gleich die ersten Angriffe starten, wenn du möchtest, Mara. Nur wenn du möchtest. Du musst auch nicht angreifen. Ne? Du kannst einfach sagen, hey, Leute. Ja, doch schon. Das ist mir alles gar nicht so wichtig, was hier eigentlich passiert. Ich muss gerade nochmal mischen. Oh. Aha. Es werden hier schon Truppen einfach abgeworfen über. Falsche Jäger hier. Ja, dem Meer. Warum guckst du da so nach Melbourne? Ach, das ist eine schöne Stadt. Aber langer Flug. Also ich darf jetzt platzieren, egal wo. Ja, in deinen eigenen 4 Wänden bitte. Was hast du da? Oh, das ist auch. Also, dem Mittleren Osten gefällt es nicht, sag ich nur mal schon mal, gell? So, und jetzt? Gut, das war deine Versorgungsphase, deswegen kommen wir jetzt zu deiner Angriffsphase. Möchtest du einen Angriff deklarieren? Ja. Wo? Und mit wie vielen Einheiten? Da oben mit allen 3 auf Ontario. Komm her. Wo ist denn Ontario? Welche 3 meinst du? Dann mit denen daneben. Dann schieb doch mal bitte die 3. Moment, du darfst nur mit 2 angreifen, oder? Achso, mit 2. Genau, weil du musst dir einen zurückhalten. Darfst nur mit 2 angreifen. Und das bedeutet, Etienne mit 1 Verteidigungswürfel, Mara mit 2 Angriffswürfeln. Ich bitte darum. Schwarz sind die Angriffswürfel und weiß die Verteidigungswürfel. Bei Mara eine 2 und eine 5. Und bei Etienne eine 3. Das bedeutet, die 5 steckt die 3. Das heißt, Ontario geht an. Pink. Und das erste Blut wurde vergossen. Dafür bekommt Mara eine Karte. Und wie viele Einheiten möchtest du rüberschieben? Ich lasse es so. Ja, kannst du das? Ich sehe von hier alles ein bisschen schief, deswegen sieht es ein bisschen aus, als würde es irgendwie falsch stehen. Aber nee, steht gut. Ne? Okay. Ich vertraue dir, Sarah. Gibt es weitere Angriffe zu deklarieren von der Pinken Union? Nee, das war's. Damit ist deine Angriffsphase vorbei. Wir kommen zur Verstärkungsphase. Möchtest du Einheiten von einem Ort zum anderen schieben? Und das geht jetzt nur, wenn die so nebeneinander sind, ne? Wenn die miteinander verbunden sind, ja. Und nur von einem Ort zum anderen. Du darfst nicht mehrfach verschieben. Nee. Auch das wurde verneint. Nicht mehr. Du kannst jetzt nicht von da nach da nach da. Genau. Also nur eine Grenze. Nein, nein, das geht. Aber du darfst jetzt nicht zum Beispiel von hier nach hier und dann aber von da nach da. Das geht nicht. Du darfst auch ein Land überspringen, aber du darfst nicht das Nachbarland und dann wieder das Nachbarland. Genau. Aber wichtig ist, von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt. Ja, wir werden es gleich nochmal erklären. Aktuell ist es vollkommen irrelevant, weil ihr könnt das aktuell nicht tun. Beziehungsweise würde es aktuell keinen Sinn machen. Amara dürfte jetzt zum Beispiel von hier nach hier verschieben, darf dann aber nicht nochmal da oben verschieben zum Beispiel. Okay, ja? Eine Verschiebung pro genau. Zug. Okay, ja. Und damit ist Maras Runde beendet. Wir kommen zu Sarah. Wir kommen zu deiner Verstärkungsphase. Du bekommst 3 Einheiten. 2 auf Grönland und 1 auf Japan. Möchtest du Angriffe ansagen? Ja. Wo möchtest du Angriffe ansagen? Mara hat eine Karte bekommen. Ich würde mir Florentin und seinen Ural vorknopfen. Der Ural. Mit wem möchtest du denn da hin? Mit Sibirien oder mit Osteuropa? Osteuropa. Oh, der Federhandschuh. Von Osteuropa 2 Einheiten in den Ural. Das bedeutet von Gelb. Eine. Eine nur. Ein Würfel gegen eine. Jetzt wird man hier schon großmütig. Oh, jetzt ist aber no risk. Champion gegen Champion. Dann bitte einmal den Angriffswürfel zuerst. No risk, no fun. Sorry, Linkshänder. Eine 4 und der Verteidigungswürfel. Entschuldigung, zählt nicht. Es muss den offiziellen Würfel behalten. Das ist eine 5. Das bedeutet, der Ural verteidigt erfolgreich gegen den Angriff. Das hätte funktionieren können. Möchtest du weitere Angriffe deklarieren? Ja, muss ich doch. Würde ich mal behaupten. Sie darf jetzt nicht nochmal Ural angreifen. Nee. Richtig. Sie darf nicht nochmal Ural von Osteuropa angreifen. Das traut sie sich auch gar nicht. Ach so, aber von Sibirien, ne? Von Sibirien dürftest du ja. Pro Grenze nur einer. Ich überlege. Ich nehme Steffen. Zentralafrika greift stark. Ostafrika an. Zentralostafrika. Oh, diesmal mit 2. Mit 2. Du bist gelb, ne? Ja. Ganz, stark. Ganz bitter. Das nehme ich natürlich, diese Herausforderung nehme ich an. Schrecklich, schrecklich. Dann bitte einmal würfeln. Ja. 5. 4 und 5. Eine 4, das bedeutet, du gewinnst. Einmal Ostafrika geht an Gelb. Oh, Gelb. Ich habe das Gefühl, das war Steffen scheißegal. Was? Mir liegt Ostafrika wahnsinnig am Herzen, aber ein bisschen egal war es mir auch. Ja. Okay. Möchtest du weitere Angriffe ansagen? Nö. Dann möchtest du verstärken.
Verschieben. Also verschieben, ne? Das heißt verstärken, aber es ist verschieben, ja. Ja, ja. Nö, möchte nicht. Dann übergeben wir an Etengade, der 3 Einheiten platzieren darf. Blau wie der HSV. Geht der Blick schon wieder Richtung Australien, oder was? Naja, gut, da hast du genug. Großteil seiner Truppen ist, wäre jetzt nicht überraschend. Damit kommst du doch da durch, da brauchst du nichts mehr hinstellen. Oh! Aha. Ja. 2 Einheiten nach Afrika, eine weitere Einheit darf platziert werden. Mhm. Aha, der Mittlere Osten wird verstärkt. Mhm. Gibt es Angriffe zu deklarieren? Aber sicher. Wo? Wohin? Mit wie vielen? Zentralafrika mit... Aus Nordafrika. 4. Mit 4? Wohin? 4 geht nicht. 3, oder? Ja, ach so, stimmt. Ja, klar. Meine okay, alles klar. Dann 3 Würfel für Etienne, 1 Würfel für Sarah. Angriffswürfel bitte zuerst. Eine 5 ist das höchste Ergebnis. Mhm. Nein, damit ist Zentralafrika in blauer Hand. Gibt es weitere Angriffe zu deklarieren? Moment. Nein, ich krieg eine Karte. Du bekommst eine Karte, das ist vollkommen korrekt. Und du darfst noch einmal verstärken oder verschieben, wenn du möchtest. Gibt es Dinge zu verschieben? Nein. Das wurde verneint. Damit bin ich am Zug und ich verteile 3 Einheiten. Mhm. Oh, dieses Denken ist anstrengend, ne? Hä? Wie bitte? Ich weiß nicht, ob das an deinen Haaren liegt. Okay. Und ich deklariere einen Angriff von... Wo waren die anderen beiden? Hier oben. Oh. Von Kamtschatka auf Jakutien. Wo? Was? Jakutien. Gegen Marats. Ach so! Ich wusste nicht, mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Achtung. Das war ernsthafte Entrüstung bei den Jakutien. Fünf oder sechs. Ja. Eine 5 oder 6. Fünf oder 6. Tu es. Come on. Oi. Nein, das reicht nicht. Damit wird Jakutien rot eingefärbt. Ich bekomme eine Karte. Und dann darf ich noch einmal verschieben. Und ich würde ganz gerne einmal eine Einheit von da hinten verschieben nach Kamtschatka. Mhm. Und damit ist mein Zug beendet. Wir kommen zu Flo und Team. Darfst 3 Einheiten platzieren. 3 Einheiten. Hat er noch gar nichts geleistet, ehrlich gesagt. Platzieren. Verteidig. Es ist ein langes Spiel und ein langer Abend, Tien. Ja, merkt das schon. Sehr, sehr vorsichtig alle. Besonnen gar. Naja. Außer ich. Florentin, weil uns doch in deine Gedanken. Ich möchte Kämpfe, soweit es geht, verhindern. Das ist ja klar. Das lebe kennen wir. Für den Frieden, das ist logisch. Ich positioniere 2 in Madagaskar, natürlich. Ja, und da hinten Ural und so, da sind ja jeweils nur 1. Da könnt ihr ja auch noch was dazu, oder? Das stimmt. Also das, du meinst die lass dich doch nicht jetzt direkt von Mara wieder benutzen für ihre seltsamen Pläne, ja, die sie hier von den Kontinent in Petto. Das ist natürlich so ein Anfängerfehler, die Einserfelder immer herzuschenken. Ne? Das macht dann in der Endabrechnung. Okay. Nee, also Europa braucht man. Man könnte bei Grün fast meinen, dass hier so ein gewisses Interesse besteht. Nein, überall sonst nur wir alle wissen, dass Kevin, Sven, Marco. Ich dachte, ein sehr subtiler Mensch ist. Mit jedem Land, das ich erobere, wird mein Name um 1 Buchstaben länger. Marc Oswald, Marco. Wir wissen, dass du einfach ein sehr deeper Typ bist und deswegen deine Strategie nicht direkt. Jetzt greif doch mal an jetzt. Madagaskar greift mit 3 Südafrika in Richtung Südafrika. Also bitte 3 Verteidigungswürfel. Müssen wir ein bisschen hier Zug reinkriegen jetzt. Jetzt mit 3. Im wahrsten Sinne des Wortes. 5. Ja. Stark! Es muss in dem notariell beglaubigten Stark! Weg damit! Verliert eine Einheit. Okay. Noch 2 Würfel zum Angriff. Eine. Willst du weitermachen? Los geht's! Angriff! Eine 6! Komm schon!
Nein, damit fällt Südafrika an Grün, aber nicht durch. Da oben auch ein bisschen Blutzoll wurde hinterlassen. Ein bisschen Blutzoll musste aufgegeben werden. Da gibt es eine Karte natürlich. Dankeschön. Für Florentin, Entschuldigung, hat mir gesehen. Und das willst du verstärken, verschieben? Nein, sagt er. Tschüss. Dann machen wir weiter mit Mara. Und ich glaube, Mara hat noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Territorien. Das heißt, du bleibst bei 3. Du musst ja jetzt 9 haben, oder? Wurde nicht 1 wieder weggenommen? Nee, du hast wieder 1, ja. Ist also, ja egal, weil es durch 3 ist. Bei 9 ist auch 3. Genau. Du kommst so oder so. Ab 12 wird es interessant. Das Minimum ist ja einfach 3, ne? Genau. Ab 12 wird es interessant. Also 3. Nächste, Etienne hat schon alles hier durchdrungen, die ganze Mathematik. Also wir müssen uns vorsichtig sein. Das ist das ganze Rechnen um den Abstiegskampf, hatte ich gut gemacht. Es gibt verschiedene Strategien beim Resilien. Manche gehen lieber auf die möglichst viele Länder einnehmen Strategie. Manche wollen lieber wenige Länder mit viel Einheiten verteidigen. Aber Mara möchte offensichtlich Amerika. Ja, Mara mit jemandem Amerika immer, ne? Nichts leichter als das. Will man nur Pancakes essen und Ahornsirup schlürfen. Das stimmt. Und was ist da in Ägypten? Ja, was ist da für verborgene Schätze im Sand? Ja. Was hat man dir da gesteckt? Was weißt du über Ägypten, was wir nicht wissen, Mara? Suchst du Troja? Ist es deine Aufgabe, das Troja ist sehr Atlantis? Hier auch jetzt, ich schieb das mal hier so, das ist perspektivisch manchmal. Damit hat Pink ihre Horden platziert. Möchtest du angreifen? Ja, da oben die Nordwest-Territorien. Die Nordwest-Territorien langsam persönlich. Aus Ontario oder von jetzt wo? Jetzt langsam persönlich. Aus Ontario. Bitte einmal die Einheiten schieben, 2 Stück, dankeschön. Setz 2 Angriffswürfel und 1 Verteidigungswürfel. 2 Angriffswürfel bitte, das erste Würfel. The North. The North remembers. Oi, oh, hey, oh. 1 und 2. Eine 3, damit fällt eine Einheit. Bitte. Dem oh, die rutschen blauen überhaupt nicht. We will not yield. Moment, Moment, willst du noch weiter angreifen, bevor du würfelst? Ja. Ah, da wird sie gierig. Da wird sie gierig. We will smash our enemies. Karten riechen schon so gut. Nach and drink their vier. Blood. 4. Okay, we're gone. Ist der Norden besiegt und we lost. Wird Pink eingefärbt. Und Mara bekommt eine zweite, ich wiederhole, eine zweite Karte. Karte. Ja, da zweite Mal dran was ist. Du eh nicht brauchst. Ja, aber guck mal, sagen, jetzt hast du dich da ausgebreitet, aber du, das ist ja nicht zu halten. Gibt es noch weitere Angriffe zu Florentin kann ich jetzt wenn aufsammeln. Florentin aus dem Süden kommt. Mara. Einfach nicht clever. Weitere Angriffe zu deklarieren. Die Frage ist, ob weitere Angriffe. Weil der kann halt auch von da einfach nach. Er hat da ja nichts. Kann auch sein, dass er Südamerika braucht. Dann hätte er aber nicht so viel nach West. Möchtest du verstärken oder verschieben? Was steht da? Weststaaten gepackt. Ey. Das ist schon. Damit ist Mara durch. Wir kommen zu Sarah. 3 Einheiten dürfen platziert werden. Ja. Die 3 neuen Rekruten stehen bereit. Ja. Ich finde euch ganz schön nervig. Ach komm schon. Ach, das ist jetzt wirklich, das hat mir jetzt wirklich wehgetan. So kurze Zeit. Moment, aber diese ganze was ist los in Europa? Willst du Europa haben, oder? Wenn du möchtest, können wir darüber reden. So. Florentin. Ich bin bereit für Dialog. Ich bin immer bereit für einen Dialog. Ich möchte die Uralfehde noch mal aufrechterhalten. Ja klar, ey. Du, mit wie vielen? Mit Osteuropa und diesmal mit 2. Jetzt lehnst du dich aber ganz mal aus dem Fenster, Sarah. 2 Angriffswürfel, 1 Verteidigungswürfel. Wir sind bereit. Bitte um die Würfel. Verteidigung steht. 4. 5! Damit ein... Das kann doch ist es, Ural ist... Möchtest du weiter angreifen? Ja. Ural ist eine Wand. Ein Angriffswürfel nur noch, ein Verteidigungswürfel. Ja. Ural! Ural! Damit ist dieser Angriff gescheitert. Was ah, ist denn... Andere Angriffe, die... Ja, solche Handschuhe sind ja, schlecht. Ja, das muss schon nicht mal sein. Ja. Geht ich will den gleich mal leihen. Doch, vielleicht für 2 Truppen. Sibirien nach Ural. Mit wie vielen Einheiten? Du bist da halt auch. Ich stehe da nur. Ural? Nur ein, ja. Ernsthaft? Ein. Boah, einer! Die ist klar, dass... Okay. Ein ehrenhafter Zweikampf wird das Schicksal Ural. Da muss jemand eine Lektion ein viertes Mal lernen. Gut, dann machen wir das eben schlecht, so. Florentin. 6. Aha. Oh. Damit geht das Ural an Gelb. Endlich. Und eine Karte damit ebenfalls. Ah, nee, muss... Dankeschön. Nee, das muss so. Ja. Möchtest du noch Dinge umherschieben? Ich könnte theoretisch auch noch weitere Angriffe machen. Das könntest du auch, ja. Entschuldige bitte, natürlich. Alles gut. Weiter angreifen. Ich will nur kurz drüber nachdenken. Da oben, guck mal, die Nordamerika ist doch quasi reif zum Pflücken. Ich weiß, aber... Guck mal an, guck mal, da ist doch nichts. Was ist das denn hier, Steffen, da jetzt auch Steffen Schlangenzunge nee, da vorne das wieder, oder was? Ich möchte hier das nur mehr. Nordamerika meine ist andere Mitspieler möchte auch in Ordnung mehr. Beraten. Ich ja, möchte auch nichts mehr verteilen. Etienne ist dran. Gut, dann nicht. Etienne, 3 Einheiten, die es verteilen geht. Eine kurze Regelfrage. Ja.
darf man selber entscheiden, wann man diese Karten einlöst? Die werden in der Versorgungsphase eingelöst, also am Anfang, wenn mich nicht alles täuscht. Also bevor man kämpft? Ja. Du meintest ja, wenn die Länder drauf sind, kriegt man einen Bonus. Man kann die nicht erst übernehmen und dann einlösen. Bevor du kämpfst, in der Versorgungsphase. Du musst noch eine Runde sozusagen aus. In der Versorgungsphase nur dann. Ich darf jetzt wieder 3 Einheiten verteilen. Das ist korrekt. Genau. Das ist ja geil. Du hast ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Das. Wo soll es hin? Afrika weiter unterjochen? Den Griff um Australien langsam schließen oder vielleicht neue mal Länder in Europa auch mal ein wenig präsent. Es gibt schon sehr viele Leute, die gerade in Europa sind. Nö, habe ich ehrlich gesagt nicht es so. Ist, das ist nervig oh, viel. Eigentlich zwei. Das ist nervig. Ich sag mal so, die Weste hat eine klare Farbe. Ja, hat sie. Gut. Wir müssen, glaube ich, irgendwann mal reden, Florentin. Wir müssen uns um dieses Europa einmal einigen, glaube ich. Wir müssen mal reden. Oh! Was ist das? Der Griff geht Richtung Asien. Wo möchtest du angreifen? Ich reife. Mhm. Aber im Zuge dieser dieses Reifeprozesses greife ich an. Und zwar muss ich kurz überlegen, 2, 4, 6. Dann greife ich an mit 4 auf China. 4 gegen China, das bin ich. Das heißt 3 Würfel für dich und 2 für mich. Greif mal an. Komm schon jetzt. Komm schon. Einmal. Nicht zacken jetzt. Komm. Yeah. Wow, doppelt 6, okay, wow. Hart. Pam, pam. Das bedeutet 2 von mir. Das bedeutet, dass China wird blau eingefärbt und du bekommst eine Karte. Herzlichen Glückwunsch. Pam, 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 pam. Herzlichen Glückwunsch. Gibt es weitere Angriffe für dich? Moment, Klavier. Das ist ein Erdrutschsieg. Jetzt muss das im Kommandozentrum kurz neu beraten werden. Das hat damit nicht gerechnet, meinst du? Damit hat keiner gerechnet. Mit so viel Erfolg. Hat niemand gerechnet. Anscheinend hat Eddie heute Maras Würfel. Hm? Kann das sein? Das ist vielleicht der Hund, der unterm Tisch lauert. Und liegt über Eddie? Nee. Oh nein. Das wäre ein schlechtes Zeichen. Ja, das wäre ein schlechtes Zeichen. Er ist gelb. Hi. Hi. Na? Oh oh. Warum hast du da 4 in, was ist das? Westaustralien? Ich glaube, es ist Ost. Aber ich kann es nicht sehen. Aus der Sicht logischerweise Ost. Australien, was? Mhm. Ist das schon irgendwie, ist das nur Verteidigungs- oder also ist das schon auch ein Besitzanspruch mit drin? Es ist ja relativ natürlich, dass man da mit hochgeht, ne? Weil die anderen haben ja alle nur so ein bisschen, aber ist das schon bei Gelb? Mara hat 1 weniger, Steffen wäre eine logische Wahl. Also logisch ist hier gar nichts in diesem Spiel. Das ist ein Spiel, ich möchte kurz pausieren. Mit den Angriffen. Okay. Für eine Runde oder für 20 Minuten? Nee, oder? Unbestimmte 10 Minuten Zeit. Pause möchte ich. Ja. Und ich überlege, ob ich verschieben möchte, aber ich denke mal. Nein. Gut. Dann ist meine Runde angebrochen. Ich würde eigentlich ganz gerne, bevor ich hier mal 3 Leiten aufs Feld platziere, einmal mit Florentin sprechen. Bist du bereit für ein Dialog? Oh, jetzt geht's schon los hier mit dem. Aber sehen wir die Map in dem. In die dem sehen Raum? Wir nicht, die musst du jetzt noch einmal schnell einprägen. Okay. Würdet ihr uns so lange die Schokolinsen rübergeben? Dankeschön. Natürlich, immer, immer gerne. Könnt ihr von meinen Naschereien, mich laben, die ich aus den exotischsten Ländern der Erde herangekarrt habe. So, jetzt, wo die beiden weg sind. Ja, jetzt, also erstmal guten Tag. Hallo. Ja. Freut mich sehr, schön, dass ihr heute hier seid. Wie kann ich helfen? Guten Tag. Europa. Ja, Europa. Ich würde das überlassen. Mir überlassen? Ich brauche Europa nicht. Okay. Weil ich muss natürlich sicher sein, dass meine Truppen da recht unbeschadet abziehen können. Okay. Und lang sie auch durch Grönland ausziehen, könnte ich mir das vorstellen. Grönland ist natürlich eine, wissen wir, ein eisiges Schild, was dort im Norden steht. Richtig, ne? Ja, aber vielleicht muss ich dann Richtung Asien ausweichen. Aber ich kann ja den Weg bereiten. Was bietest du mir an? Ich ziehe mich aus Europa zurück. Bin eh vor dir dran. Ja. Würde dafür aber ganz gerne ein bisschen was von Asien haben, von den Sachen, die du da hast. Mhm. Okay. Dass es da keine Fehde gibt, wenn ich dann mal so. Ja, dann zieh doch deine Kräfte aus Europa über Grönland ab. Da ist kein Durchkommen, fürchte ich. Ja, da muss aber Durchkommen sein. Wir gucken uns die Karte nochmal an, aber ich glaube, das sind sehr, sehr viele Einheiten, die rumstehen. Dann gib mir mal einen Angriff mit 3 auf Grönland und dafür verstärke ich nicht mehr in Asien. Du willst mit 3, du kommst gleich hin. Nee, du greifst mit 3 Grönland an. Sarah.
Dafür verstärke ich nie wieder in Asien. Nie wieder in Asien? Naja. Also, ich meine, okay. Die Zeit tickt anders in diesem Raum, ja, nicht? Ich zähle gleich nochmal durch, aber es könnte ich mir vorstellen. Gut. Mein Angriff signalisiert ein Ja. Alles klar. Gut. Wunderbar. Dann Freude. Freut mich. Ah, meine Güte, immer diese aufregenden Gespräche hier. Nee. Mann. Hier wurden gerade Gebiete verschenkt. Ja. Na gut. Beide Staatsoberhäupter. Bündnisse getroffen. Also was soll ich machen, ihre Gesichter wahren. Was soll ich machen? Es ist so albern. Es ist so dumm. Es ist so dumm, Steffen. Na gut. Als jetzt hier Europa für mich nehme mit Gewalt. Das sind aber schon auch viele Einheiten, die du jetzt verschenkst, Florian. Habt ihr eine Ahnung, wie hart der verhandelt? Ich habe wirklich kein einziges Wort mehr. Das ist einfach aufgegeben. Gut. Traurig. Ich habe platziert, ich würde gerne angreifen. Und zwar beginnen wir einmal mit einem leichten britischen Rugby-Haken Richtung Island. Das war... Mit... Damit hat keiner... Sagen wir mal 5 Einheiten. Mhm. Boah. Sagen wir mal grob 5. Grob 5 Einheiten. Du weißt, wenn du dich da jetzt aufreibst, dann droht dir aus Grönland die Eroberung. Mit einer 6 und einer 4... Mhm. Du hast mit Florentin geredet, aber nicht mit Die 6 gegen die 4 und die 4 gegen die 2, das heißt... Nee, 2 blaue. Genau, 2 blaue gehen weg. Weil ich schlage mit meiner 6 deine 4 und du hast dann nur noch die 2 und dann schläge ich die 4. Das bedeutet, Island geht an Rot und eine Karte geht für an den militärischen Erfolg. Ja, politisch natürlich. Ist das eine Katastrophe. Es ist auch einfach, Respekt muss man ja auch ein bisschen zollen. Ja? Militärisch war das gegenseitig Respekt zollen. Und dann... Das war zu leicht. Oh, ich hasse Risiko. Ich merke schon. Das wird noch viel schlimmer. Ich merke schon wieder, wie es in mir langsam... Das wird langsam noch viel schlimmer. Ich da schon wieder so dieses Gefühl, das ich kenne, wo es meistens zu nichts Gutem führt. Nee. Es ist schwer, sich da auch nicht persönlich angegriffen zu fühlen. Komm, mach einen zweiten Angriff, komm. Immerhin bist du persönlich angegriffen. Es wurde ja auch ein zweiter Angriff? Ja, Osteuropa sieht so leer aus. Da renne ich doch mal rüber mit 5 Einheiten. Oh, oh. Ja, ich weiß, weil du grün macht dir halt gar kein Problem mehr, ne? Du kannst da mit einer stehen bleiben. Verteidige ich doch erst einmal, Sarah. Ach. Gegen eine 6 und eine 4. Das gibt's doch nicht. Damit geht Osteuropa an Rot. Das war einfach. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, gebe ich zu. Ich find's gut, dass sie alle hier so nett kooperieren und damit würde ich meine, ja, 1, 2, 3. Unfassbar. Bringt nichts. Weitere Angriffe lohnen sich gerade nicht, deswegen gebe ich ab und Verstärkung werde ich auch nicht, ob es noch schieben. Ich gebe ab an meinen Erzfeind. Also bitte, es gibt solche Begriffe. Vielleicht ein bisschen zu hart. Das ist ein wenig altmodisch, finde ich. Jetzt ist interessant, was macht der Flo? Nichts in Europa. Wird er sich einfach ergeben und zurückziehen aus Europa? Oder der Übermacht, der aggressiven Übermacht, die Stirn bieten? Europa zählt auf ihn. Ja, schwierig, ne? Ja. Es ist immer unschön... mit den Schicksalen anderer Menschen zu spielen. Aber das ist unser schweres Los, das wir tragen. Jeden Tag. Das ist wirklich unglaublich. Okay. Dann verteilt das mal. Also, da möchte ich jetzt mal entschieden protestieren. Also, das geht ja gar nicht. Ich möchte kurz anmerken, dass hier ein Terrorregime herrscht, ja? Ich greife Nordeuropa an. Ach so. Mit 4. Ach so, ja, ich muss halt würfeln. Genau, Mara mit einem Verteidigungswürfel und Florentin mit 3 Angriffswürfeln. Gibt's noch einen schwarzen? Ich glaube, Mara hat einen schwarzen. Aha. Entwendet. Zu schade. Da ist die 6. Ich habe noch keine einzige 6. Hast du nicht eben 2 Sechsen gewürfelt beim Angriff auf mich? Ach ja, stimmt. Und die 4? Aber bis auf die 4. Damit geht Nordeuropa und das wundervolle Deutschland an Norti. Grün. Ach, waren Sie schon mal in Deutschland? Ja. Da gibt es Grünkohl. Aber ich bin ein guter Fan von Grünkohl. Ja, guten Tag. So ein paar Sachen habe ich mir da
Habe ich mir zu Hause ins Regal gestellt. Möchten Sie weitere Angriffe? Nein, ich möchte die Karte. Die Karte bekommen Sie natürlich sehr gerne. Möchten Sie verstärken, verschieben? Dinge in andere Proportionen sich begeben lassen? Wie auch immer. Ja. Aha. Aha, jetzt wird hier verschoben. Skandinavien wird im Stich gelassen. Ich fühle mich ein bisschen bedroht. Überaggressive Isländer. Ich habe hier nur noch eins, so fast, als könnte Rot sich das nicht nehmen. Gut, dann kommen wir zum Ara. Ich bin fertig. 1, 2, 3, Südeuropa 4, wird 5, nicht angegriffen. 6, 7, 8. Südeuropa wird nicht angegriffen. Südeuropa, ich bitte. Südeuropa wird nicht. Ich möchte es nur einmal festhalten, dass du hier zwei Länder hast, die an Südeuropa grenzen. Südeuropa ist ein Verhandlungspfand. Hier gab es offensichtlich einen Nicht-Angriffspakt. Ich würde gerne einmal mit Sarah reden. Das ist schön, ich wollte genau dasselbe sagen. Gab es da einen Nicht-Angriffspakt zwischen Nordeuropa und Südeuropa? Es gibt das können wir nicht bestätigen. Und nicht allen freien Menschen einen Nicht-Angriffspakt. Ja, das ist die Grundlage allen menschlichen Verhandlungen. So, es ist sehr offen. Ich kann nur sagen. Komm hier, Ricky. Ricky, was hast du mir zu sagen? Also. so ein bisschen Interesse an den Ländern rechts von Indien, wo ich mich da so ein bisschen ausgebreitet habe, was Etienne gerade hat. Ja. Ich glaube, das sind China und noch irgendwas. Ja, ja, ja. Kannst du mir da helfen, da irgendwie? Ja, da sitze ich drüben. Also ich sitze relativ noch weit weg. Ich sitze noch in Nord, da im Ural und in den Ländern links und rechts daneben. Kann ich gerne versuchen, was... Also meine Frage wäre sowieso gewesen, wie ich dir helfen kann. Das ist wahrscheinlich das Etienne also, müsste ja, dann nur verdrängt werden. Ja, ich glaube, jeder kriegen wir da raus. Ja. Ich weiß nicht, wie es um deine Interessen über Nordamerika steht. Da stehst du mit drei Einern rum, die hast du nicht verstärkt. Ja. Da sind aber relativ viele Parteien gerade in Nordamerika unterwegs. Hast du da Interesse an? Ja, das Problem ist halt, wenn wir uns da jetzt aufreiben, Steffen kommt von rechts und von links, also er kommt von steht in Europa mit relativ vielen und in der Grenze Richtung Russland rüber. Mhm. Wenn ich die haben könnte, dann gucke ich, dass ich Ede da wegkriege. Ja, finde ich gut. Machen wir? Machen wir. Deutlich, dass hier der Mittlere Osten wird ja von allen Seiten angegriffen. Ja. Die Frage ist nur gerade, ob jetzt hier gerade Nordamerika unter sich aufgeteilt wurde. Das ist doch die Frage, die wir uns stellen sollten. So, bin ich dran oder ja, was? Du darfst drei Einheiten noch platzieren. Dann mach so, ich halte nur fest, du hast schon zweimal mich angegriffen, ne? Ja. Möchte das nur einmal kurz sagen? Ja, soll ich nochmal oder was? Wir beobachten nur. Wir beobachten nur. Die sind 10, ne? Mhm. Will nur einmal so ein Ding haben. Das war auch das letzte Mal dein Ziel. Ich will wirklich nur einmal so ein 10 haben. Mir völlig egal. Dann hast du ihn nicht benutzt im letzten Mal. Ja, dann wurde sofort wieder aufgebrochen. Das ist, ja, das ist nicht das wert, was man denkt. Ja. Hast du was passiert? Angriffe, Mara. Ja, nachdem da Nordeuropa stillschweigend inhaliert wurde, werde ich jetzt mal hier da unten Südostasien. Südostasien? Oh, mit wie vielen Truppen? Von Indien aus mit allen. Nee, 4. Allen, also 4. Okay. Das klingt weniger bedrohlich. 3 Angriffswürfe gegen einfach Verteidigung. Moment, sie hat ja gesagt, mit allen, also so. Nee, nein, 4 hat sie gesagt. Verbessert. Also, das ist 3. 4. Ich werde das nächste Mal so ein Schieber haben, so ein Roulette-Ding. Ja. Oh, 1, Gott, 1 und 2. Mein Würfelglück ist... Na, das reicht. Das reicht, um Südostasien zu erobern. Das ist, geht dir doch nicht mit recht dicken zu. Eine Karte für Mara, die jetzt 3. Da kam ein einzelner Reiter mit einem Pfeil und Bogen und hat gewonnen. So, warte mal, ich würde einlösen gerne. Nein, Verstärkungsphase nur. Erst am Anfang deines Zuges. Aber interessant, dass du schon so viele hochkarätige Karten hast. Gut. Dann mache ich noch. Sind wir plötzlich weniger als vorher? Was warum? Ach, nee, das ist. Lesen Sie gerade nicht die Zeitung? Das war doch groß in der Presse. Ja, der Nordafrika-Rückzug. In der Tat. Es war kein Rückzug. Es war ein Angriff nach vorne, nach hinten.
Eine Umverteilung. Genau. Nee, das war's erstmal. Das war's. Möchten Dinge neu verteilt werden? Die Frage ist ja, was passiert da unten noch so mit Australien? Das ist eine gute Frage, stimmt, die wir uns alle stellen. Das Pulverfass der Erde einfach. Alle. Wer Australien hat, hat die Erde, sage ich immer. Sitzen auch erstaunlich viele Leute einfach auf Australien dafür, wie groß das ist. Es wird langsam eng. Nee, möchte nichts machen. Gut, wir sind bei Sarah. Okay, dritte Runde. Ich möchte sagen, wir machen das heute bisher sehr. Hat Sarah angefangen? Das war schon. Also. Ich bin sehr angespannt. Also ich bin bisher sehr zufrieden mit uns allen. Einmal, ich glaube, wir können es. Ich finde, wir machen das super. Ja, toll. Gute Arbeit bis jetzt. Ne? Sehr, sehr. Machen wir das hier alle sehr fair. Die paar Leute, die jetzt da, naja. Ne? Ist halt einfach spannend. Ich würde. Entschuldige, Sarah. Alles gut. Ich versuche, diesen blutigen Konflikt hier ein bisschen zu verstehen. Ja, ich weiß, aber dafür sind wir heute nicht hier. Was willst du denn im Ural, Sarah? Der Ural ist geil. Das war eine geile Zeit. Japan, ja. Ey, da denke ich immer wieder gern. Ural 2005, ja, oh, ja. Das war geil. Gibt es Eingriffsmaterialien, liebe Sarah? Hast du Karten? Ich kann das nicht, aber hast du Angriffe? Karten habe ich nicht, aber ich würde Japan auf die Mongolei schicken. Ah, das typische Konflikt. Der typische Konflikt, what? Japan und die Mongolei. Drei Stück oder zwei? Einer? Wieso das denn? Wie viel soll es sein? Was bringt dir denn die Mongolei? Zwei. Ja, das zwei. Asien ist zwei gegen Geld. Zwei? Dann zwei Angriffswürfel, zwei Verteidigungswürfel. Etienne darf das gleich. Das ist nicht überall der Ural-Florentin. Trotzdem mutig. Eine 6 und eine 5, da legt sie aber vor. Aber nicht schlag. Also, das ist nicht unschlagbar. Der eine muss mit neu gewürfelt. Wer drin gewesen hätte, muss drin. Aber den einen muss drin. Komm mal, und jetzt nochmal die 6. 5. Ich hab eine 6 und eine 5. Da weißt du, jeder einer. Jeder einer. Jeder einer. Unentschieden bisher. Möchte Sarah ihren Angriff fortsetzen? Ja. 1 gegen 1. Mano a Mano wird jetzt hier. Der Kampf um die Mongolei ausgetragen. Eine 4. Und damit scheitert die japanische Invasion auf die Mongolei. Weitere ich Angriffe. Heute wirklich kein Glück. Nee. Kannst auch nicht mit 2. Es war einfach gar keinen Sinn, das die Mongolei anzugreifen. Nee, macht gar keinen Sinn. Nee, was, wozu? Was ist die Strategie dahinter? Außer, dass du mich vernichten willst. Aha, da haben wir es. Dann gehe ich mit den Oststaaten. Asien annehmen kann es nicht sein. Dafür hast du zu wenig Einheiten in dem Kontinent. Das ist jetzt schon verloren. Was könnte es denn dann noch sein? Da gibt es vielleicht bestimmte Länder einnehmen? Gibt's das? Wie, das gibt's auch? Vielleicht möchte ich auch einfach nur sich selbst schwächen, um Mara hier Asien zu überlassen. Ich gehe noch mit 2 aus Grönland aufs Nordwest-Territorium. Ich sag ja, man braucht erstmal. Muss man Nordwest-Territorium gegen Grönland mit 2. 2 Angriffswürfel, 1 Verteidigungswürfel für Mara. Achso. Eine 5 und eine 4 im Angriff und eine 5 in der Verteidigung. Es ist doch heute nicht wahr. Eine gelbe Einheit wird vernichtet. Willst du weiter angreifen? Ja, weil ich Angst vor Steffen habe. Du hast doch keine Angst vor Steffen. Ja, doch, weil du ja schützt. Du schützt ihn ja. Bitte greifst ihn ja nicht an. Unser GG. Steffen. 2. Schäbig was. Und 2. Damit scheitert der gelbe Angriff auf das Nordwest-Territorium. Möchtest du noch irgendwo anders angreifen, Sarah? Ja, ich muss doch. Dafür sind deine Armeen sehr schwach auf der Brust. Das ist korrekt. Dafür, dass du angreifen musst. Es ist korrekt. Ja, dann probiert Sibirien nochmal mit Irkutsk. Sibirien gegen Irkutsk, 1 gegen 1. Ist das hier? Eine 2 im Angriff. Ich gehe gleich, das ist unglaublich. Oh, guck mal, die Irkutsker. Ja, okay, 1. Damit ist Irkutsk in die gelbe Hand gewechselt und du bekommst eine Karte. Dankeschön. Das ist doch alles. Der kein WLAN oder irgendwie funktioniert. Hat keinen Empfang. Möchtest du weiter angreifen? Nee. Möchtest du Einheiten verschieben? Ich habe nicht so viele, nein, danke. Dann gehen wir weiter zu Etienne. Du bekommst 1, 2, 3, 4, 3 Einheiten. Ich habe eine Frage. Die angenommen, ich würde jetzt mit China Indien angreifen. Mhm. Kann ich danach noch mit China auch Südostasien? Ja. Okay. Also ich kann mit einem Land mehrere Länder angreifen. Ja, das nennt man auch den Steffen. Der das letzte Mal mit, glaube ich, 8 aufeinanderfolgenden Feldzügen das würde ich jetzt so die komplette sagen. Welt erobert hat. Ja, ja. Es gibt bestimmte Angriffszüge, die nach mir benannt sind, aber das nein. Nein. Ja, das sind nicht die unerfolgreichen, sag ich mal. Komm mir nicht bekannt vor. Ja, die Blauen, ne? Die HSVler. Wer hätte gedacht, dass die nochmal zur Weltmacht werden? Ja, dass die nochmal weltpolitisch eine Rolle spielen. Wo sind die besten, schönsten Stadien, Eddie?
würdest du sagen? Frankfurt. Dann bist du aber ganz schön weit weg von Frankfurt aktuell. Mhm. Ne? Die können auf sich selber auf. Ich überlasse dir Frankfurt. Du überlässt sowieso Frankfurt alles. Frankfurt wird ein Fürstentum und du darfst regieren. Du willst einfach nur dabei sein heute, habe ich schon gemerkt, nachdem du da aus dem Büro kamst. Ich freue mich, dass wir heute mal wieder ein bisschen Zeit verbringen. Welche Strategie verfolgst du denn eigentlich? Ich will, dass wir möglichst viel Zeit miteinander verbringen, weil ich euch so gerne mag. Ja, das haben wir im letzten Mal schon gemerkt. Man. Was ist das hier für eine Strategie? Key West? Was ist das? Was machst du? Darf ich? Hier. Oh ja, danke, natürlich. Ja, also, guck, jetzt gießt er immer rein. Natürlich durch die Vorpost. Oh, ist das ekelhaft. Durch. Doch. Okay. Aber das. Tien, noch? Ja, gerne. Den darf ich dir vielleicht eine leckere Knabberei anbieten. Na gut, jetzt hör doch mal auf. Im Gegensatz wollen wir natürlich reinplatzen. Och, Mittlerer Osten. Ja. Wer hätte gedacht, dass es da noch mal Ärger gibt? Natürlich. Ach. Das ist auch echt, also da ist auch einfach. Ne? Worauf? Ah, ja, überlege ich noch. Ja, schreib mich nicht an. Da werden die Würfel schon mal gewetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich greife Indien. Oh, Indien, nein. Oh. Let's go. Mit 5? Mhm. 5, okay, jetzt wird indisch gewürfelt. Klassischer 5 Dreier von Etienne. 3 Angriffswürfel, 2 Verteidigungswürfel. Ich bitte um die Würfel, meine Damen, meine Herren. Aber wenn ich gewinne, komme ich trotzdem ins Best-of. Ja, würfel 3 mal eine 6, dann kommst du ins Best-of. Das wäre so cool gewesen. Oh, ja! Zwei tote Einheiten von Mara. Eine steht noch. Drei weitere Angriffswürfel gegen einen Verteidigungswürfel. Du willst weiter angreifen, Eddie, oder? Jetzt die Inder drehen das. Die haben Kriegselefanten. Gott. Ja! Nein! Blau! Weg! Das gibt es nicht. Bitte mit Vorsicht hier die Truppen, ja? Komm. Man sieht schon die Nervosität in Eddies Händen. Oh, nochmal die indische 6. Und Indien geht in Blau über und damit bekommt die Tenga den einen dritten Kack. Okay. So, ganz Moment. Den habe ich dir auch darüber bekommen. Oh, das ist nett, danke. Nein, nicht, dass er irgendwie. Möchten weitere Angriffe ausgeführt werden, Etienne? Also müssen wir jetzt wirklich auf dem Niveau miteinander konversieren. Überhaupt nicht. Ach ja. Ich glaube, ihnen steht eine große Karriere als Privatier bevor, wenn sie endlich mal aus dem politischen Tagesgeschäft aussteigen. Ich kenne da jemand anders, der weitere Abmachungen macht. Möchtest du Einheiten verschieben? Möchtest du eine kleine Zeitschrift verlegen? Das wäre doch was Nettes. Man kann nur einmal. Ich kann jetzt nicht von da nach da und von da nach da. Kommt drauf an, auf welchen. Du kannst von dem nach da. Oh. Du kannst nicht von hier nach da. Das Gleiche, ja. Man nennt ihn ja auch den blauen Planeten, nicht wahr? Aha, da haben wir es doch wieder. Ergade. Ist das etwa alles schon vorgezeichnet? Hat sich das eingefärbt? Ja. Das fällt dir jetzt. Wow. Das ist modernste Hologrammtechnik, die wir haben. Das kommt ins Bett. Sehr verwirrend, das hab ich wenn das immer die Farben vom Anfang wären. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wann passiert das denn? Kann das die Regie machen? Achte mal beim nächsten Mal drauf. Immer wenn dieser Ton kommt. Irgendwas ist mit Indien passiert. Du musst immer einmal abgelenkt werden und dann passiert. Ja, macht Indien mal nochmal pink. Ja, nee, genau. Okay, ich bleibe dabei. Gut. Wie war das ganz kurz bei den Karten? In deiner Verstärkung. Wenn man dreimal die gleiche Nummer hat, was ist dann? Dann darfst du die eintauschen und je nachdem, wie hoch die Nummer ist, kriegst du unterschiedliche Anzahl von. Einheiten. Kannst du noch mal sagen, wie viel waren bei welcher Nummer? Bei drei Einern kriegst du 4 Einheiten, bei drei Fünfern kriegst du 6 Einheiten und bei drei Zehnern kriegst du 8 Einheiten. Plus wenn du 1, 5 und 10 hast, kriegst du 10 Einheiten. Mhm. Ja? Gut. Ich frage mich, ob Rikon sich bedroht fühlt von dieser. Nee, ich habe nur Angst, dass der die frisst. Der wird die ganze Zeit trist, der sowas. Nee, das geht jetzt nicht. Wenn es was zu essen wäre schon. So, was machen wir denn jetzt hier, liebe Leute? Ja, aber stell dir vor, da kommt einfach so ein blonder Rikon einfach von oben. Der erkennt mich als einer von seinen. Oder was? Sein Name ist Steffen G. Ah, G doch. Jetzt ist korrekt, ja. Wofür steht das G? Für Gewinner? Nee. Für Osteuropa. Großzügig. Weil ich sehr großzügige Angebote mache. Feldzügig eher. So, ich habe platziert, Mara. Nur nicht auch noch mal ein bisschen. Ach, hast du was zu erzählen? Ich bin jederzeit offen für Diplomatie. Also. Das G steht für Diplomatie. Und Gerechtigkeit. Haben wir drei endlich mal ein bisschen Zeit zu schnacken, oder? Also, ich weiß nicht, worüber Mara jetzt reden würde mit mir. Deswegen. Ich weiß es.
Fahrzeug. Mara, hallo. Also, was Ede da gerade mit Indien abgezogen hat. Ja, also ich habe das ja von vornherein verurteilt. Mhm. Ich habe alle meine Social-Media-Profile, habe ich so eine Indien-Flagge reingemacht. Deswegen, also meine Unterstützung hast du komplett. Können wir da irgendwas machen, dass ich das zurückbekomme? Oder irgendwie... Indien, hättest du... Ja, oder Ede da, der hat ja daneben auch noch die Länder China. Also Richtung Süden kann ich mich orientieren. Ja, du hast dich ja da oben so ein bisschen verstärkt. Oben rechts. Mein Problem ist halt so ein bisschen, dass wir irgendwann natürlich dann auch einfach aneinander geraten werden. Im Kampf um Asien. Nee, das können wir, glaube ich, regeln. Willst du nur Indien haben? Ja, oder, ja, also daneben die zwei. Das gehört ja auch zu Asien. Ich kann sie dir an einem gewissen Punkt wieder zurückgeben, wenn du die dann möchtest. Okay, also ich bin erstmal dafür, dass wir uns mal so blau mal verknüpfen. Ja. Asien. Ja. Dann sind wir uns so einig. Gut. Alles Weitere sprechen wir dann. Warte mal, wie sieht's denn bei dir aus in Südamerika? Hast du oben... Das hätte ich schon gerne. Brasilien hättest du gern? Ja, Südamerika ist... hat was, was ich gerne hätte. Könntest du da versuchen... Brasilien? Wollen wir da Brasilien irgendwie suchen? Ich war schon längst auf meiner To-Do-Liste. Okay. Also da hast du schon Interesse dran? Ja, natürlich. Okay. Dann ich will gar nicht wissen, was mit ihm geschieht. Soll ich dir das lassen dann einfach? Das wäre ganz nett, ja. Okay, also ich lasse dir Brasilien. Mhm. Und dafür gehst du... Mach ich ein bisschen Ärger. Okay, das klingt gut. Gut. Das klingt gut. Meine Freude. Das ist wirklich Quatsch. Kein Mensch bei Verstand versucht so früh... Tut mir leid. ...Asien zu nehmen. Tut mir leid, Florentin. Wirklich. Wie? Es tut mir alles sehr leid. Tja. Das wollte ich nur kurz sagen. Nur sagen, dass es mir leid tut. Okay? Das ist alles, was ich zu sagen habe. Gut, du wolltest doch nur mitspielen, hast du doch am Anfang gesagt. Ja. Ja. Wir greifen erstmal an, okay? Ich greife jetzt einfach erstmal an. Weil ich glaube, das ist im Interesse von allen. Ne? So funktioniert das im Hause G. Es war so klar. Fünf Einheiten. Der Ural ist das mit in den Ural? Angegriffen, schon vom Krieg gebeutelt. Ja, wirklich. Ja, da gibt es aber auch sehr wertvolle Bodenschätze. Habe ich gehört. Karotte. Deswegen eine 6 und eine 2. Das bedeutet, ich schlag die 2 mit der 6 und die 2 mit der 1. Das heißt, der Ural geht an Rot. Ey, Leute, wir müssen ein bisschen gucken, ne? Was müsst ihr gucken? Nein, hier muss nichts gucken. Ja, wir haben. Ja, gut, ne? Also, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich eigentlich auch. So, dann kann ich eigentlich auch. Er hat schon 10 Länder. Ich sag's nur. 1, 2, 3, 4. Ja, stimmt, der braucht noch 2, 4, ne? 19, 11 hat er sogar schon. Na, 11 Länder. 11, 1. Die muss ich hier auch erstmal eine Runde halten. 4, 4, ne? Also mit 6. Okay, 11 ist tatsächlich. Ich möchte nur kurz anmerken, 11 ist auch ein Wendepunkt. Halten, 11 ist ein Wendepunkt. Ja, das ist, weil ihr eure Hausaufgaben nicht macht. Ja, nee, das ist, weil ich nicht würfel. Nee, das ist, weil Florentin nicht angreift. Einen Nicht-Angriffspakt in Europa unterschrieben hat, der letztendlich die gesamte Welt in den Abgrund zieht. Man sollte sich nicht mit Despoten verbünden, sondern mit freiheitsliebenden Demokraten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin durch. Du bist wirklich durch. Hast du schon eine Karte genommen? Ja, habe ich. Verteile nichts mehr. Und damit möchte ich übergeben an meinen guten Freund Florentin Mill. Bitteschön. Vielleicht heißt in deiner Sprache Freund etwas anderes als in meiner. Das ist durchaus möglich. Hoffentlich ist Freund nicht der, dessen Dolch ich in meinen Rippen spüre am Ende dieser Runde. Das würde doch jetzt sehr interessant sein, ob dieser doch sehr passiv aufspielende Florentin Will hier nochmal teilnehmen möchte an diesem Spiel. Platzieren Sie doch erstmal Ihre 3. Das Ding ist, ich will spielen, aber ich will euch nicht wütend machen. Man will doch niemanden ärgern, ne? Ja. Das ist aber auch so eine Taktik, ne? Das ist auch eine Taktik. Ja, wenn er weiter so macht, gibt's nichts mehr. Nur noch ich weiß, dass du Angst vor dem Rückschlag, also vor dem, wie heißt das? Und ich weiß, was du tun sollst. Ja, von der Rache. Ja. Er hatte de facto hatte noch 4 Länder. Also das unterstütze ich überhaupt nicht. So, oh, wow. Jetzt, ich möchte hier wirklich, also... Wird er jetzt protestieren? Jetzt muss er ja. Jetzt muss er ja. Wo soll angegriffen werden? Jetzt ist auffällig, wenn er... Jetzt muss er ja. Wo soll angegriffen werden? Ich greife mit 5 Großbritannien. Das ist ja wieder typisch. Das ist ja wieder typisch. Endlich, die Welt atmet auf. Ja gut, dann schauen wir doch mal, wie gut das läuft hier. 6-1-1. Gut,
Tschüss. Für dich. Herzlichen Glückwunsch. Kommst du eine Karte? Die haben sich das schon aufgeteilt. Nein. Möchte protestieren. Förmlich. Vor dieser Versammlung. Und ich erwarte Unterstützung gegen diese Unmenschlichkeit hier statt. Steffen, komm. Absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit ist das hier. Du siehst, dass er hier nur noch eins jeweils hat, ne? Das ist, was die besprochen haben. Nee, das sieht nur so aus. Das ist eine optische Täuschung. Auf Island dann. Europa ist quasi schon okay. Ich möchte nicht weiter angreifen, ich verschiebe noch. Dankeschön. Einen. Ja, Mara, bin fertig. Das ist relativ groß und das ich? Dann würde ich sagen, gehen wir einmal ganz kurz eine kleine Pause. Ja, und aber auch gleich sagen. Mit Mara weiter. Hat er da den Schutz? Und schauen, den wer hier kommt, ihr beide. Mit Risiko weiter auftrumpfen kann. Wir haben ja noch was zu besprechen, Steffen. Sorry. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind noch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Da sind wir wieder zurück. Hier wurden gerade noch die letzten Sportübungen gemacht. Ein Page ist gerade noch hervorgelaufen und hat mit so einem Pusterich den ganzen Krümel, die wir hier auf der Karte verteilt haben, weggemacht. Vielen Dank an die Kollegen. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Erste Schlachtfelder wurden ausgelotet. Man sieht hier schon die ersten Tendenzen, die sich hier auf der Map bilden. Hier so eine blaue Achse, die sich quasi einmal fast quer durch die ganze Welt schneidet. Ja. Ich habe das mit diesem Zugspiel verwechselt. Das ist nicht Zug um Zug, genau. Ja. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Mara. Die war dran. Möchtest du Karten eintauschen? Was hast du denn da? 1,15. Oh! Nein. Und das ist der auch Royal Flush. Nichts, nee, was dir weiter helfen könnte. Ja. Boah. Aber das bedeutet, du bekommst nichts weniger als 8 Einheiten. Plus die 3. Plus die 3, die du. Sind 11. Dings hattest. Okay, jetzt können wir einfach. 4, 6, 8, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, an wen sich diese Wut richtet. Ja, ja, ja. Ich sag mal ja, so, eben hatte ich noch Indien, ne? Moment, nicht 10? Nee, hier steht 4 bei 1. Ich sag's nur. Ich hab ja auch 3 Karten. Nee, 10. Du kriegst 10, Mara. Du hast vollkommen recht. Mara, du bekommst 10 sogar, plus 3. Also 13 insgesamt. Was? Willst du nicht so einen großen mal nehmen? Warum denn 13? So. Weil sie 10 bekommt, plus 3. Ja, nee. Oh Gott. Weil sie hat 1, 5 und 10. Sie hatte quasi, das ist quasi wie ein Royal Flush. Das ist Poker-Äquivalent zu, ne? Also, hast du das gerade gesagt? Hm? Das ist fair. Das ist einfach fair. Dass die Regeln eingehalten werden, davon profitieren wir alle. Ja. Nicht wahr? Mara würde jetzt nichts Dummes tun. Jeder von uns knuspert heute nur noch. Ich weiß auch nicht. So, die Dämme dann. Ich muss aufstehen, ich ertrag das nicht im Sitzen. Die Welt unter uns. Diese Sendung ja, wird sie wurde ja Indien sich einverleibt. Ich sag's dir mal ganz ehrlich, nur bevor du dich entscheidest. Ich habe hier 3 Karten, die werde ich auch einlösen. Und was immer jetzt passiert, die anderen 3 wird's freuen, aber wenn du jetzt bereit bist, mich hier aus dem Spiel zu kegeln, dann nehme ich dich mit. Dann nehme ich dich wirklich mit, dann werden wir beide nicht Sieger. Aber ich lasse mir das nicht jetzt hier. Womit willst du mich denn dann noch mitnehmen? Naja, dann werde ich die letzten Einheiten, die ich habe, alle auf einen Stapel und nur noch auf Rosa gehen. Das ist einfach nur eine Ansage. Apropos. Wir könnten uns auch gemeinsam. Ja, ist er jetzt. Ist erstmal Ruhe auf, ey. Bevor du das machst, wollen wir nicht zusammen erstmal in den Beratungsraum gehen? Und das erstmal ganz kurz besprechen. Da nicht mehr raus. Komm, jetzt die Panzer rollen schon. Ja, das ist doch wirklich albern. Also, bevor hier Blut fließt, muss man alle diplomatischen. Ach, muss man doch die diplomatischen. Ich habe da eine gewisse Aggressivität gehört. Ich sag dir ganz ehrlich, was ich für ein Ziel habe. Ja. Und dann wirst du verstehen, warum es für mich alternativ ist. Okay? Mhm. Ich habe das kleine, aber schwierige Ziel: Asien. Okay. Ich kann also nicht. Und ich werde gleich. Du wirst es sehen, das stimmt. Ich werde gleich 9 Einheiten kriegen von meinen Karten. Plus 3 kriege 12 Einheiten. Mhm. Und die werde ich natürlich. Muss ich mich verteidigen. Ich kann dir Indien nicht. Ich kann dir nicht Asien einfach so übergeben. Okay, aber Afrika könnte ich haben. Afrika brauche ich auch. Oh. Idchen! Du kannst nicht Afrika haben. Warum nicht? Weil ich das schon habe. Es gibt auch Doppelte. Also, dass Leute dieselben Kontinente brauchen. Ernsthaft? Mhm. Wirklich? Mhm. Ja, was machen wir jetzt? Das ist schlecht. Weil das Problem ist, Asien werde ich ja nicht jetzt direkt halten können. Deshalb musste ich in Australien stationieren.
Und meine Angriffe müssen im Prinzip über Afrika kommen. Auf Asien. Aber wenn du auch Afrika hast, haben wir so oder so ein Problem. Aber wenn ich dir bei was anderem helfen kann, außer bei diesen beiden, lass es mich wissen, dann reiben wir uns jetzt nicht auf. Weil wenn du jetzt angreifst, ich muss zurückholen, dann haben wir beide unsere ganzen Einheiten, haben wir dann da verschwendet und am Ende profitieren nur die drei. Ich könnte sagen, ich lasse hier erstmal in Asien in Ruhe, da kannst du dich da aufbauen. Mhm. Aber ich muss in Afrika ein bisschen vorherschreiben. Dann können wir am Ende, wenn wir vielleicht andere rausgekegelt haben, nochmal reden. Ich kann, ja, das ist für mich ein schlechter Tausch, weil Afrika habe ich eine realistische Chance, einen Kontinent zu halten. Asien werde ich ja nicht halten können. Nicht, bevor ich nicht andere Länder besitze. Shit. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich nicht. Na gut, jetzt weiß ich, war ganz ehrlich und offen, du wirst sehen, ich habe hier keine Geheimnisse. Mhm. Ist leider in Afrika. Ja, okay. Dann du musst tun, was du tun musst. Okay. Okay. Wir können später nochmal reden. Ja, es war sehr nett. Gerne, wie hoch oh Leute, ey, dieses Spiel. Schon komm, jetzt, was ist das denn jetzt? Das war ich habe eine gerade eine wichtige Information bekommen, die mir nicht gesagt wurde vorher. Und zwar? Manche Leute können die gleichen Ziele haben. Ja, natürlich. Das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Das können wir hier alles am grünen Tisch einfach. Das können wir in Frieden nebeneinander leben. Was? Naja, es hätte ja sein können, dass ach so. Dass jemand das Ziel hat, zum Beispiel Florentin zu töten. Und andere haben Ländereien oder so, aber dass es zwei oder drei Leute gibt, die beide, bei beiden heißt, ihr müsst beide Australien einnehmen, das wusste ich nicht. Ja. Doch. Wir sind alle gespannt. Ist schwierig. Auf die Nachrichten. Hm? Was? Ja, hier gibt es nichts zu erzählen. Lothi will ja nicht mit mir reden. Von daher. Aha. Werde ich jetzt erstmal. So, mal gucken. Ägypten. Mhm. Der Nil fließt schnell heute, habe ich das Gefühl. Ja, und viele Boote sind da unterwegs auf dem Nil. Das ist eine Offensive. Ich muss erstmal. Es sind jetzt so viele Einheiten, guck dir das an. Wird das Pulverfass angezündet, Australien? Sehe ich da einen Funken? Sehe ich da jemanden mit einem Feuerzeug hantieren? Hamara versteckt erstmal ihre Einheiten, das ist natürlich hart, das ist ne? Also. Das Schachmatt noch weiter zu verfestigen. Ich sehe schon, wir werden hier sehr lange heute Abend sitzen. Ich hoffe, ihr habt alle zu Hause euch einen Schlafsack bereitgelegt. Auch sich mal einen Befreiungsschlag. Was hat Eddie ihr angeboten, dass sie ihn verschont? Selbst. Wie sieht das aus, als ob sie mich verschont? Ja, ja. Überall, wo sie Einheiten reinpumpt, bin ich angrenzend. Aber auch andere Leute. So. Vielleicht hätte ich nicht drohen sollen. Hättest du hättest das Klappmesser auch in die Tasche lassen können. Angriffe, Mara. Ich bin da rein in den Diplomatieraum und hab direkt gesagt, du Schwein! Das passiert immer. Das macht man immer. Das ist eine ganz normale Begrüßungsformel. Verdammt, ich muss das nochmal üben in der Diplomatie. Ich werde Nordafrika mit darf ich denn hier noch? Man muss ganz fest dran glauben. Wenn man ganz fest an die Zahl glaubt, die man würfelt, dann kommt sie auch. Wenn man sich ganz fest wünscht, dass man nicht gewinnt, dann wird es in Erfüllung gehen, ja. Zwei Verteidigungswürfel, drei Angriffswürfel. Oh, was ist denn heute? Das ist das Glück vom letzten Mal. 6 und 1. Das bedeutet, 1 und 1. Nee, zwei weg von Mara. Zwei weg von Mara. Ah, stimmt. Weitere Angriffe. 6 und 3. Das bedeutet, Nordafrika geht an Pink. Pferdchen? Hast du nicht schon genug Karten? Du hast da schon drei eingetauscht, bitte dich. So, und dann? Weitere Angriffe? Die will Afrika. Ach nein. What gave it away? Glaube ich. Ich habe nicht den besten Geheimdienst der Welt, aber ich habe ja nur die Zeitung zur Verfügung. Aber ich glaube, da brodelt was. Und wenn ich sage brodeln, dann meine ich brodeln. Ah. Du meinst frittieren. Oh ja, eigentlich, ne? Panieren. Da geht's Richtung, was ist das da? Zentralafrika. Diplomatie-Skills arbeiten. Nordafrika gegen Zentralafrika, ein Trauerspiel. 3-3. 4-2. Oh, jeder eins. Spannend. Ausgeglichen. Noch drei Verteidiger gegen vier Angreifer. Sammel die mal.
6-4. 6-4. 4-2, also 2 von Etienne. Ich gone. Noch ein Verteidigungswürfel. 4. Oh. Gültet nicht. Gildet heißt es. Eins. Damit geht Zentralafrika ebenfalls an Pink. Und da sehe ich doch eine Tendenz, sich abbilden muss. Mhm. Eine sehr pinke Tendenz. Okay. So, dann würde ich gerne noch ein bisschen verschieben wollen. Wenn du nicht mehr angreifen möchtest, darfst du natürlich noch verschieben. Klar, gerne doch, Mara. Das ist ein sehr langer Zug von dir. Ich finde, er ist relativ kurz für diese Truppenstärke. Ja, das ist auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Oder? Nicht einfach mal Australien einstecken? Also vorbeigehen? Ah ja, der Sicherheitsmann. Ja, und mal lieber noch die Nummer. Das war's. Dann nee, warte mal, warum liegen hier drei? Ach, die waren. Die sind tot. Damit sind wir bei Sarah, die drei Einheiten bekommt. Hast du Karten, die du eintauschen möchtest? Nee. Dann darfst du drei Einheiten platzieren. Ja. Wollen wir kurz vorher reden, Sarah, bevor du jetzt Dinge platzierst? Was passiert jetzt hier? Hey Sarah, du. Hätten Sie denn gerne? Ich sehe ja, dass du ein bisschen Unterstützung benötigst. Die kann ich natürlich anbieten. Das ist so schrecklich. Freigiebig, wie ich bin. Ja. Dieses Grönland da oben, ne? Ja, das würde ich gerne behalten. Muss das wirklich sein? Was würde dir denn am zweitliebsten sein? Nee, Grönland ist mir schon sehr wichtig. Reden wir erstmal über was anderes vielleicht. Wo möchtest du denn sonst noch hin? Wo kann ich dir sonst noch behilflich sein? Schwierig. In welche Richtung möchtest du dich denn grob orientieren? Naja, um mich mal wieder aufzubauen, hätte ich vielleicht gerne Australien. Ah, da kann ich dir nicht helfen. Da mache ich nein, auf gar keinen Fall. Nein. Ich habe einfach einen zum Spaß hingestellt, der kann da bleiben. Ich mache da gar nichts mit. Das kannst du komplett kriegen. Das ist mir zu heikel. Steffen, wir stehen nicht gut zueinander, glaube ich. Das sehe ich auch so, ja. Ich habe dich da schon gesehen. Ich könnte dir noch Südafrika anbieten. Ja, so, ich bin da. Ich weiß. Tut mir leid, Sarah. Dann. Ich stehe heute echt nicht. Es steht nicht unter einem guten Stern. Dann. Aber wir jetzt auf den Start machen. Wie dringend ist das denn mit dem Grönland? Ist schon recht dringend. Sagen wir es so, ich muss durch und dann kannst du es wieder haben. Wie soll ich das denn dann wieder haben? Naja, du holst dir erstmal nach oben was, gehst auf den Weg, ich gehe da mal kurz rüber mit meinen Einheiten, dann kannst du nächste Runde es wieder einnehmen. Wenn du da noch durch möchtest? Ich muss da nur vorbei. Es ist halt so ein Pfropfen, der da so im Weg ist. Ja, das wäre mir sogar ganz recht, weil ich dann ein bisschen was noch behalten könnte. Florentin, der. Ich glaube, der ist ganz zufrieden mit dem, was er hat. Mhm. Dann kannst du dich woanders besser konzentrieren. Ich weiß. Und da oben, ne, Mara hat da nicht viel. Da steht jeweils nur eine Einheit. Ich überleg nur gerade, was du mir dafür, also, was ich dafür dir noch brauche. Ich werde in Nordamerika sonst nichts machen. Du kannst es komplett haben. Wenn du einmal durch bist. Und dann lässt du es auch so stehen. Ich werde dann mich ein bisschen Richtung Süden orientieren. Aber ansonsten kannst du da von alles da machen. Aus? Ich habe Ideen, ja. Ich habe Pläne. Aber dann ist es komplett deins. Wenn du dann noch Florentin vorher angehst, gerne. Vorher ist schwierig. Florentin. Hinterher. Nee, natürlich. Ja, verstehe ich schon. Aber wo willst du denn dann sonst im Süden? Das funktioniert doch nicht. Nee, ich brauche erst die Teams erst an Gründern vorbei und dann kann ich mich Richtung Florentin orientieren. Ja, okay, aber dann lass mich erstmal weg. Ja. Und dann kümmerst du dich um Florentin. So, genau. Und dann lässt du mir in Nordamerika und zwar relativ truppenfrei. Das klingt doch gut. Das finde ich schön. Gut, bleiben wir so. Sushi. Noch habe ich Japan. Mein Gott. Wirklich mit Sarah? Ja, Sarah ist eine harte Fahnensympathin. Muss man auch schätzen. Das ist ein Skill. Bitte, darfst du deine drei Einheiten platzieren? Ja? Eddie, also. Ich wäre mit dir natürlich auch schon längst, aber wir haben einfach gerade irgendwie keine Gemeinsamkeit. Gib mir mal deine Hand.
Danke. Und stellen das mal bitte auf Ostaustralien. Okay. Ostaustralien. Ihr seid doch alle bekommen. Dieses Hochrüsten bringt euch doch nichts. Wie soll, was ist, ihr reibt euch auf. Es ist ja, all dieses Blut. Ich kann es nicht mehr ertragen. Es wird nicht funktionieren. Ja, Ostaustralien greift Steffen, was auch immer das... Neuguinea. Was? Neuguinea? Mit wie vielen Einheiten? Eins. Vier, komm. Ja, okay. Hast du drei angewürfelt? Ich habe zwei Verteidigungswürfel. Was soll's? Oh, der feine Herr hat seine eigene Würfelbox. Aber mal sehen, ob das was hilft. 6 und 5. Nein. 6 und 5. Und 6 und 3. 1, 1. Das heißt 1, 1, ja. Mhm. Ein Rot, ein Gelb. Schön. Danke. So, weiter angreifen? Ja. Noch einen Würfel. Du hast weiterhin 3. Ja. 4. 4. Das gibt's doch. Gelb bröckelt. Es ist, heute ist wirklich schlimm. 4. 3. Damit geht Neuguinea an Gelb. Und damit auch eine Karte. Dankeschön. Glückwunsch. Steffen, hast du unser Gespräch weiterhin im Kopf? Mhm. Dankeschön, dankeschön. Das im Kopf, hast du unser Gespräch auch im Kopf? Ich habe vieles im Kopf. Ja, habe ich ein bisschen also, das Gefühl zu viel. Ich muss sagen, ja, ich habe ein paar Sachen, die ich, noch, die ich noch ablegen muss. Weiß ich nicht, ja, da ist noch was abgelegt. Aber ich hoffe, dass Sarah auch unser Gespräch im Kopf hat. Mhm, das war's. Ede. Ich tausche diese Karten. Okay, wir haben hier eine 5, eine 5 und eine 5. Hast du irgendwelche dieser... Mm-mm. Nein, hast du nicht. Das heißt, das bedeutet, 6. Du bekommst... Nee, 8, glaube ich, oder? Nee, 5 und 5 sind 6 Einheiten, plus die 3, die du eh bekommst, also 9. Was macht er jetzt mit diesen 9 Einheiten? Das ist doch die Frage. Südamerika. Südamerika. Ich greife Nordafrika an. Etienne-Adi! Ich hab's dir gesagt, Mann. Das passiert genauso, wie es... Wie viele Einheiten? Mit allen. Mit allen, bis auf einem. Das sind eine Menge. Moment. Nee, Nordafrika. Ach so, einmal über den sehr kleinen Atlantik an dieser Stelle. Ich hab's dir gesagt, Mann. Dann 3 Angriffswürfe, 2 Verteidigungswürfe. Kannst mir nicht vorwerfen, dass ich dir nicht exakt gesagt habe, dass es so passiert. Du kämpfst jetzt erstmal. Das, also euer Gespräch hätte überhaupt nichts gebracht auf dem Klo, oder? Aber es ist gar nichts. Ja, man konnte da auch nicht so viel machen. Och Mann. 6 und 4. Und 1. 6 und 3. Ja, jeder 1. Ein Verteidigungswürfel nur für Mara. 6. Boah, da geht auch viele Sechsen bei den Mädchen heute. Damit geht Nordafrika zurück an eine Blau und eine Karte ebenfalls an Etienne Gade. Herzlichen Glückwunsch. Und ich greife weiter an. Und zwar Zentralafrika. Mit? Mit allen. Okay. 3-3. Bei. Oh, Jungs, was ist denn das? Alter, das ist bitter. Das ist dein Glück des Verbrauchs, Mann. Was ist denn das? Ein Würfel noch für Mara. Dafür, Tien. Oh, 3. 4. Ja, da geht ein blauer. Jetzt einfach dranbleiben, Mara. Jetzt dranbleiben. Das ist alles schon 6. Machbar. Haben wir alles schon gesehen? Nein. Okay. Und das? Zentralafrika geht an Blau. Weitere Angriffe, die es zu erklären gilt. Ich kann nur einmal verschieben, ne? Korrekt. Also ich höre auf anzugreifen. Gut. Verschieben bitte. Und schiebe. Jetzt ist hochtaktisch. Oi, okay. Eine Karte hast du bekommen. Verschoben hast du. Damit bist du durch. Ja. Mädchen? Gut. Dann beginnt mein Zug. Ich löse 3 Einserkarten ein. Leider nicht so viel. Und ich habe keins dieser Länder. Das bedeutet, es gibt 4 für mich und insgesamt 7. Hoppala. Ach, Leute. Oh, Venezuela. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet.
Oder? Oder? Ja. Aber nur ich das nicht kommen sehen. Gibt es auch so Ziele wie Osteuropa oder Westeuropa einnehmen oder nur ganz Europa? Nee, ne? Aber so, das sind schon Kontinente, das sind immer diese einzelnen. Gut! Ja. Als Ziel dann auch, ja? Immer. Ja. Attaque, quelque chose à quelqu'un. Oui, bien sûr. Ich bin dran. Ach. Ich greife mit 4 Einheiten die Mongolei an. Ah, okay, gut, dann lasse ich den Handschuh wieder fallen. Ach, das ist französisch. Ich habe dein Mongolisch nicht direkt zuordnen können. Tut mir leid. Eine 6 und eine 5. Gut, also. Haben wir das. Mongolei geht an Rot. Und eine Karte. Oh, das ebenso. Asien wird so langsam. Mhm. Dann greife ich natürlich weiter an, denn ich sehe da noch etwas Leckeres auf dem Tablett. Mit 3 Richtung Brasilien. Mhm. Aber das wird nicht. Stefan, dann sag doch einfach, wenn du ein Problem hast. Ich habe kein Problem. Ich sehe hier nur Möglichkeiten. Eine 5. Eine 5. schafft er. Damit geht Brasilien an Rot. Und weil es so schön ist. Also alle guten Dinge sind noch 3, ne? Hab ich gehört. Okay, können wir ihn einfach fertig wir machen? Haben die Ziele und weil das schon ist, Kopf, glaube ich, jetzt ne? einfach albern, oder? Schande. Ontario. Oh. Mara. Okay. 4. 4. Yes. Schade. Gehen wir einen von mir weg. Tschüss. Eine 6. 6. 4. Ja. Dann geht Ontario an Rot. Und ich brauche jetzt mal kurz die Brezeln, bitte. Sehr gerne. Wir gehen mal weiter nach Alberta. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Alberta! Mara. Wie wär's denn mit einer 4? 5. Schade. Nope. 2 habe ich da jetzt, ne? Das ist fahrlässig jetzt. Florentin, du kannst gerade einlösen. Nein. Weststaaten. Und kannst ihn komplett aus Amerika verscheuchen. Und dann. Und den schwachen Ostflügel in Asien angreifen. Bin ich fertig mit Angriffen und verschiebe einmal? Naja, ganze Kontinente sind halt kritisch. Egal. Oh, nee! Um die Welt rum. Geil. ich bin durch. Gut, dann wollen wir reden. Was? Nicht für dich tun. Mein Ziel ist, Etienne vernichten. Oh, und spannend. Ich bin gerade schon dabei. Ich glaube, er denkt, dass ich auch Afrika will. Ja. Er denkt nicht, dass ich ihn vernichten will, glaube ich. Ja. Du hast jetzt unten noch ein paar Leute in Afrika. In Afrika, das ja. Das ist wahrscheinlich jetzt zu wenig, aber du brauchst es eh nicht, oder? Nee, ich brauche Afrika nicht, nee. Du brauchst Europa und Nordamerika, oder was? Ja, mal gucken. Was kannst du mir denn anbieten? Ja, für mich ist das völlig klar. Ich will ja nur, dass Etienne stirbt. Ja. Mehr habe ich nicht vor. Also du willst, dass ich in Afrika kämpfe, oder was? Gegen? Ja, also wo Etienne weg kann, nehme ich. Und was kriege ich dafür? Ja, was willst du denn? Wo bist du denn? Was kannst du mir denn geben? Du kommst hier rein und kannst mir nichts anbieten? Ja, Nordamerika ist noch das eine Stück, aber das ist jetzt... Ja gut, das ist da kannst du eh nichts machen. Ja gut, dann also was weißt du jetzt? Weil ich greife jetzt nicht einfach Etienne an in Afrika, davon habe ich gar nichts. Ja, das macht keinen Sinn. Ich verbrenne nicht meine Truppen für Ziele, die ich nicht will. Wir können ja einfach sagen, wir greifen uns nicht mehr an. Ja, das machen wir eh nicht. Haben wir bisher ja nicht gemacht. Aber gut, ich will leider relativ wenig von dir. Ich habe... Also, ja, shit. Ja, was kann ich dir geben, dass du da unten vielleicht irgendwie 2 mehr Leute in Afrika reinpackst und da gegen Etienne? In Asien bist du auch nicht so. Nee, gar nicht. Ich glaube, du hast nichts. Okay, aber ich weiß nicht, wenn mir irgendwas einfällt. Mach einfach nur, wenn du in Verhandlungen mit anderen Leuten reingehst, dass die vielleicht irgendwie so ein bisschen Richtung Eddie Etienne. Geht. Okay. Okay. Achso. Okay. Gut. Und jetzt? Jetzt bin ich dran. Dann.
Ja. Was soll man auch machen, ne? Was willst du machen? Was willst du tun? Hat einer also von euch noch was? Wir hier nach Nordeuropa. Aber sicher. Und ich hab natürlich alles hier. Nordeuropa greift Südeuropa an. Ein Klassiker. Was? Ja. Und ich hab lange das Gefühl, dass du es auf mich abgesehen hast. Ich hab lange das Gefühl, dass du dich nicht an unsere Abmachung erinnern kannst. Nee. Kann mich ganz genau erinnern. Eine 6. Eine 4. Lass mich doch einmal ein bisschen arbeiten. Gut, Plan will Weile haben. Dann möchte ich eine Karte, bitte. Mhm. Schön. Ich dachte, du hast nur 5 Karten haben. Okay. Gut. Der wird praktisch kaputt. Ungute Geräusche. Dann geht's weiter. Mhm. Und zwar geht's mit 6 Stück nach Alberta. Okay. Gut. Sehr ich habe das Gefühl, Florentin, dass also ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine Abmachung haben, ehrlich gesagt. Aber das wird nicht höher. Ne? Bei dem alten Risiko war es ja, der Erste, der einlöst, kriegt 3, ja. Der Zweite 5 und so weiter. Nee. Das ist immer das... 6. Ja. Alberta steht. Ein weiteres Mal. Warte mal, er muss... 2. 1. Okay. Alberta geht an Grün. Und weiter geht's. Mit 4 nach Alaska. Alaska ist doch so schön da im Winter. Es ist so schön da. Kann man gut Eisfischen. Kann ich sehr empfehlen. 6. 2. Damit geht Alaska auch ebenfalls an Grün. Und das war's. Dankeschön. Moment, verschoben, ne? Sorry. Also, das war's für die Angriffsphase. Mhm. Natürlich. Natürlich. Im Sinne kann man das hier, ist ja hier, ne? So. Mhm. Ja. Ich verschiebe noch 2 hier und bin. Fertig. Dankeschön. Bitteschön. Mara. Ja? 3 Einheiten zu platzieren, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben alle noch nicht die magische Zahl von 12 erreicht. Es wird heute auch nichts mehr. Das glaube ich mittlerweile auch. Dann werden die Karten hinterher entscheiden, wer eine Übermacht ins Feld führen kann. Bisher hat Mara die beste... Ne? Verstärkung holt, aber Florentin sammelt ganz fleißig. Florentin hat auch 11 Länder gerade. Mhm. Tja, das wird jetzt natürlich wieder eine Nordafrika. Nord um Nordafrika. Da wird ja wieder gerungen mit 3 Würfeln im Ziel. Angriff und 2 in der Verteidigung. 3 durch Mara. 6-2 und Etienne. Beide weg. 2 tote blaue Einheiten. Ein Verteidigungswürfel nur noch. Oh. Da ist jemand in der Kutschen gelandet, aus Versehen. Ich glaube, der wird. 6. Oh, Alter, jetzt hör doch mal. Oh. Und die 6. Ja. Eine pinke Armee wird aufgerieben. 6. Oh, Mann! Zu viel Energie. Ja, was ist das? Etienne, das ist ja kein Fingerboard. Sanft, mit Gefühl. Nee, aber 6. Ich muss ja die Rotation in den Würfel kriegen. Ja, die Rotation ist wichtig, das stimmt. 6. Oh, Junge, die Einheit. Die Rotation hat sich gelohnt. Der gilt nicht. 5 schon mal. 6 nochmal. Mal. Ja, heute ist nicht die dritte 6, die du abwehrst. Wir werden die 6 aus dem Handgelenk geschüttelt. Und damit geht Nordafrika wieder zurück an. Du hast in jedem Wurf eine 6 gewürfelt. Aber vielleicht auch. Reicht's fürs Best-of. Guck mal, Etienne, ist doch auch was. Gibt es weitere Angriffe zu erklären durch Mara? Das war das Ende für Mara in Afrika. Achso, kriegst du eine Karte? Okay, wenn du eine möchtest, bekommst du eine. Okay, alles also. Klar, bisschen gierig, aber gut. Steffen wird nachlässig. Die feine Dame. Ja, ist alles egal mittlerweile. Ey, ist so verzweifelt, dass er betrügen muss, glaube ich eher. Das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen. Ach, naja. Beide, wie er sein kann, oder? Wir waren beide schon drin. Oh, Australien eskaliert. Nein. Nee. Nein, doch nicht. Gut, alles Eskalationen aufgeschrieben. Australien. Sarah. 4. Runde, meine Damen und Herren. Aber hat nicht Mara angefangen? Wir müssen eigentlich immer nach dir klatschen, Florentin. Ja, okay. Sarah, trotzdem 3 Einheiten. Hast du Karten? Ja, nee, nicht nur 3. Herz der Karten. Und zwar. Exodia?
Nee, Ural, China und Neuguinea. Das sind alles und Sachen, das, die du Neuguinea gehört ihr. Ja, die habe ich mir nämlich noch geholt. Nice. Aber den Ural nicht mehr. Das bedeutet, du bekommst jetzt insgesamt 6 plus 2 sind 8, plus 3 sind 11. Wow. Einheiten. Wow. Ah, okay. Mir wurde gerade gesagt, die zwei Einheiten müssen aber in Neuguinea platziert werden. Oh nein. Ach, was? Das ist aber schade. Warte mal, das waren 2, 11 hast du gesagt, ne? Ja, also dann sind es jetzt noch 9. Dass du da aufs Ohr immer die Regeln kriegst, die dir genau gerade helfen. Sag mal so, das ist schon unser Notar im Hintergrund ist. Dir ist schon klar, dass die Regie leer ist, ne? Die sind alle schon nach Hause gegangen. Niemand spricht mit dir auf diesem Ohr. Ja. Dafür höre ich aber ganz schön viele Stimmen. Komm mit so viel Truppenstärke nicht klar. Protein. Zu viele Berater? Mhm. Zu großer Stab? Mhm. Was ist das denn? Ja, Neuguinea ist zwar ein kleines Land, ne? Aber. Ach doch mal. Guinea. Noch mehr. Oh, Guinea. Was ist aus Papua geworden? Haben die verloren gegen Neuguinea? Wahrscheinlich. Ja, wollen wir nicht drüber reden. Nee, okay, Papua ist weg, oder? Mhm. Ist gleich wie mit Altguinea. Das ist da, wo Atlantis ist. Harte Zeit für Guinea. Was darf Satire? Ja, das ist eine gute Frage. Sehr gute Frage. Da werden wir die Sushi-Messer geschärft. Ja. Diskutieren wir im Anschluss. Machen wir ein großes Effekt. So. Soweit verteilt. Dann, Sarah. Dann. Gibt es Angriffe zu erklären? Steffen. Ostkanada ist schon echt schön. Ich hab's gesagt, Ostkanada ist wundervoll. So, vor allem zu der Jahreszeit. Die Oststaaten wollen sich ausbreiten an der Ostküste und Ostkanada muss fallen. Der Osten wieder, ne? Gut, ja, ich, werde mich verteidigen mit Ahornsirup und Bibern. Aber nicht gegen 5. Ich bräuchte mal. Danke. Mach sie fertig. Mach sie. Meine fertig. Biber stehen bereit. Ja, 5-5. Eine 3. Schade. Das war ein trauriger damit, Biber. Damit gerichst du eine Karte. Schön. Danke. Diese Blutspur, die du da durch Amerika gezogen hast, wird jetzt aufgewischt. Sag nicht klug, Steffen. Gesundheit. 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 Oh nein. Ich versuche ja nur euer Potenzial herauszukitzeln. Aber guck mal, jetzt Ontario angreifen und Steffen einfach mal rausschmeißen. Ja, ja. Er kommt aber von hier halt wieder. Ja, weiß ich nicht. Da, ja, da ganz oben ist natürlich auch was von Mara, da ist eine Enklave, ne? Steffen. Ich nur kurz anmerken. Ja, einfach. Steffen. Ontario. Ich hab doch gar kein Visum für gerne auch. Mit Gewalt. Weiß nicht, ob da Biber wohnen. 6. Ui. Ach. Ärgerlich. Da wohnen Biber, gefährliche Biber mit sehr scharfen Zähnen. Und Bären. Ja, 6. Können die auch gegen eine 6 standhalten? Nee, aber gegen eine 3. So. Ja, dann gib halt her, boah, meine Biber. Amerika ist Steffen frei. So. Und Kanada auch. Mach ich das jetzt oder mach ich das jetzt nicht? Solltest du. Solltest du die Gelegenheit nutzen und das jetzt machen? Australien. Nein. Wollen wir das jetzt mal angehen, Freunde? Wenn du mich nicht zuerst angreifst. Aber Florentin ist riesig. Was? Das ist dahin, Edisch, sorry, blau, Ede. Ich zieh mich da freiwillig zurück, wenn du ihn zuerst nimmst. Ja, okay. Sorry, das war das erste Angebot. Wenn du mir dann aber Australien lässt. Okay. Gut. Gut. Wie viel Einheiten? Naja, wenn sie mich lässt, dann halt mit allem außer einer, ne? Mhm. 7 Stück. Autsch, das wird jetzt der Kampf um Australien. Jetzt 7 gegen 6, ey, das ist nicht, das wird 3 Angriffe bitte für Sarah. 6-2. Ach so. 6 und 2 merken wir uns. Warum? 4-2-1-1. Jupp, 1-1, korrekt. Sehr gute Mathe. Tut mir leid, das ist da hinten. Ich hab da immer Florentin mit verbunden. 6 und 1. 4 und 3, 1-1. So sehen wir doch gerne. So sehen wir das doch gerne. 6-5. Geht doch. Läuft doch bisher. 4 und 2, ne? Das läuft nicht, ne? 6-5. 6-5. Ui. Was willst du denn da machen, ey? Das war's. Oh, 5-4, ganz bitter. Damit geht Westaustralien an. Gelb. Gelb. Danke. Sorry. Verziehst du dich freiwillig oder sollen wir das jetzt nicht klären? Ja, mach ich. Okay. Bitte nur nicht meine Truppen daneben. Dann verziehe ich mich. Willst du nicht weiter angreifen? Schieben? Ich
Ich überlege gerade noch, ob ich was angreife, aber ich glaube. Ja, hier so ein kleiner Schwenk nach Madagaskar hast du schnell gemacht. Kann doch schnell mal kurz. Nee. Mach euch wirklich. Das ist wirklich nicht meine Priorität. Zieh mal noch zwei Westaustralier nach Neuguinea. Und dann gehen wir. Ich kann nur in eine Richtung, ne? Ah, Mann. Ja, du hast das jetzt schon gemacht, du kannst jetzt nichts mehr anderes machen. Wenn du das Ach machst. So. Das nur einmal verschieben. Nur einmal verschieben, ja. Ich dachte nur einmal pro Truppenrunde. Nein. Nee, jetzt dann stell die wieder zurück, weil Mara ist ja... So? Nee. Nee, zwei von den Neuguinea. Also, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, ich dachte... Ja, alles gut, das ist eine neue Regel. Pro Kontinent oder so. Also pro... Nein, also Teil. Insgesamt nur einmal. Boah. Wo stehen die am geschicktesten? Mann, ey. So. Etienne, drei Einheiten zu verteilen. Greif Ägypten an. Oh, natürlich. Wie viele? Alle? Ja. Natürlich. Es ist spannend zwischen den beiden, ne? Also ich finde, so kann man es auch allen anderen leicht machen. Dann dasselbe wie mit Nils. Dragenswürfeln. 5 und 4. 4. 3. Das bedeutet 2. Ägypter müssen leider ihr Leben lassen, damit geht Ägypten an. Blau und ebenfalls eine Karte, die ich dir hier hinlege. Tja, Le Carte. La Carte de Guerre. Wie? Tragique, très tragique. Seitdem du da in Westeuropa bist, kannst du sehr gut Französisch sprechen. Ja, danke schön. Man lernt das schnell. Mhm. Das kommt mit dem Wein. Jeder Schluck ein Wort. Wenn es so einfach wäre. Müsste ich ja fließend sprechen. kurze Frage hierzu. Kann ich alle Truppen wegziehen oder muss immer eins zurückbleiben? Muss immer eins zurückbleiben. Okay. Aufgeben gilt hier nicht. Du hast es eine Stunde überlegt bitte dafür. Komm, Eddie, da muss jetzt noch was passieren. Da geht's noch weiter. Das ist noch nicht letzte gesprochen. Also, je nachdem. In welche, also ja, was glaubst du denn, was als nächstes passiert? Nee, ist ja viel möglich. Ne? Da ist viel möglich. Da gibt's ja noch offene Rechnung. Ne? Also ganz kurz. Australien ist ein kleines Land, aber ab nächsten Zug hat Sarah immer mehr Truppen als wir. Ich habe aber auch mit Abstand die wenigsten. Ja. Aber nur, dass wir das alles so ein da bisschen... Da könnt ihr euch bei Mara bedanken. Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Aber dass wir das nicht vergessen... Mara hat Sarah freiwillig ein Kontinent geschenkt. Vor den Augen Noch aller nicht. Nationen. Doch, hat sie ja gesagt. Ich ziehe mich zurück. Ja, aber wer macht das dagegen? Ja, gut. Ich habe da keine Aktien drin, Leute. Also ich kann da nichts machen. Die sind die Hände gebunden. Das ist nicht mehr wirklich? Ja. Du sagst das immer, die sind die Hände gebunden, aber faktisch hast du riesige Truppen. 10-mal hast du schon gesagt. Ich habe gar nicht so viele Truppen, muss ich nur mal kurz sagen. Ich sehe deutlich mehr grüne und pinke Truppen hier als rote auf der Welt. Habe ich das Gefühl. Ich hätte gerne mehr Einheiten. Das hätten wir alle gerne, ja. Das ist natürlich eine sehr bedrohliche Lage da im asiatischen Raum. Steffen, bevor du dran bist, wäre es vielleicht möglich, dass ich hier... Ich bin immer bereit, mit dir zu reden, Mara. Und das da unten, wenn wir ganz ehrlich sind, du hast, glaube ich, andere Probleme, da musst du dich um mich nicht sorgen. Okay, also du könntest hier zwei... Bin fertig. Damit ich da mal... Hast du mir schon eine Karte gegeben? Ja, habe ich dir schon. Du willst, dass ich dir da Platz mache? Der Mann, der geht mich hier als nächstes an. Ich habe ja hier lauter Leute stehen. Also du kannst dann steht hier nur noch eins, dann kannst du dann wiederum, wenn ich drüben bin... Das ist ganz schön praktisch, ja. Also Mara verschenkt hier Kontinente wirklich Hand... Also, ja. Hast du verschoben? Ich habe schon, ja. Gut, dann darf ich. Eine Karte kann ich nicht für anfangen. So, die Frage ist doch jetzt, was machen wir hier? Ja, also eine Orientierungshilfe könnten ja ehemalige Absprachen sein, ne? Ja. Also immer nur so, als wenn man so gar nicht weiß, was man machen soll, kann man sich ja an Verträge erinnern. Wenn die schon halt relativ lang her sind, Florentin. Das stimmt, ja, das stimmt. Also er hat gesagt, er hat ein schlechtes Gedächtnis, das wusste ich bei Vertragsabschluss. Aber Tinte vergisst ja nicht. Ja, dahin, das wäre ja dann noch was. Aber man darf ja auch keine Tinte damit reinnehmen. Wie wir ja geredet hatten, Steffen, da hinten. Ne? Ja, ich weiß. Wir haben ganz viel geredet, Mara. Aber irgendwann ist auch mein, also ich...
Also das wäre ja schon ein Angebot, was... Ach ja, meine Güte. Sind früher relativ viele Pakte daran gescheitert, dass man so einen Tintenfüllfederhalter im Hals stecken hat. Ja, das stimmt. Gut. Das ist ein Problem. Ich bin ja jemand, der jetzt heute anscheinend hier auf Krieg gepolt ist, während ihr euch hier alle in euren Klein-Klein verliert, hier um Afrika und so. Ich rödel erstmal hier rüber. Reinhalten. Nach Argentina! Wird gerödelt? Da wird gerödelt. Gegen zwei, das sind aber keine... Wie wäre das denn mal mit... Sechs. Ernsthaft? Ja. Moin, jetzt aber da geht was. Ach, sorry. Komm. Yes! Oh, 1-1. Oh, nicht schlecht. Noch ein Verteidigungswürfel, zwei Angriffswürfel. Also ich bin rechts einfach komplett nutzlos. 6-5. Einer nur. Nee, beide. Gut, dann geht Argentinien an mich. Sorry. Oh, interessant. War ja egal. Wir machen direkt weiter. Es tut mir auch ein bisschen leid, Sarah, aber ich muss hier mal so durch. Mhm. Grönland. Oh, schönes Grönland. Es war mal meins. Es wird wieder meins sein. 2, 4, 6, 7. Wie, es war mal deins? Irgendwann mal bestimmt. Hast du 6-4. Dein Charakter hat eine Vorgeschichte und alles. Und 1-1. 4-2. Ja. Also 4. Oh, nicht schlecht. Ist raus. Die 5. 4. Okay, ja, dann geht Grönland an meiner Wenigkeit. Wie willst du denn jemals Amerika einnehmen? Und dann gehen wir mal hier weiter. In das Nordwest-Territorium. Mit 3 gegen Mara. Eine 3? 3. Schade. Hätte ich noch 2 stehen oder 3? Noch 3. Da stehen 3. 4. 4. 2. Nordwest-Territorium an meine Wenigkeit. Ihr müsst auch ein bisschen vorankommen hier, Leute. Meine Güte, was ist denn das hier? Gucken alle in unsere Zeitungen, wundern uns, dass hier irgendwie Sachen in Australien plötzlich passieren. Es muss mal was passieren, Leute. Es muss mal was passieren, Etienne. Muss. Nee, warte. Warte, ich mach's anders. Warte. Moment. Sind der gerade, oder was? Ist das gerade sein... Wie viel hat der? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Das wäre sein 12. jetzt. 5 und 1. 5 und 4. 2 für mich, weg. Unangenehm. 6-5. 6-5. Oh! Autsch. Gut, ich möchte nicht weiter angreifen. Unangenehm. Dann werde ich aber noch ein bisschen verschieben. Alter. Jolo. Keine Ahnung, was das heißt. Merkt man kaum. Gut. Florentin. Und jetzt möchte ich bitte niemanden mehr hören, der sagt, ich würde meine Verträge nicht einhalten. Ja? Gut. Alle am Tisch. So, gut. Alle am Tisch. Alle vier. Jetzt alle gut ruhig hier, ja? Ja, okay, gut, danke, Steffen. Meine Güte. Okay, ich möchte 3 Karten einlösen. 1, 5, 10. Hast du irgendwelche dieser... Und davon besitze ich 2 tatsächlich. Nein! Dann 2 jetzt dahin. Jetzt mal Alaska. Tatsächlich. Make America Great Again. Einmal die. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Ich würde das. Ach nee, hab ich gar nicht. Hm? Hat er gar nicht. Ostscharten habe ich gar nicht. Tut mir leid. Da war ich wohl ein wenig voreilig. Dann bekommst du jetzt aber trotzdem noch weitere 10 plus 3. 10! Wie wär's? Kannst du das wieder schön mal überrücken. Wieso denn 13? 10 plus 3. 10, weil er 1, 5 und 10 eingetauscht hat und 3, weil die sowieso bekommen. Okay. Aber er hat auch noch Länder davon. Die hat er ja schon verteilt. Ah ja, das schon verteilt. Okay. Das ist ein Zehner? Das ist ein Zehner? Das ist ein Zehner. Oi. Oh! Wir haben eine neue Phase eingeleitet. Okay. Alter. Ich greife. Es ist so dumm, dass ich den direkt wieder brechen muss. Ich greife. Der ist auch mehr für Show. Den benutzt man eigentlich nicht. Nee, eigentlich wirklich nicht. Ich greife mit 10 Ontario an. Ontario? Ontario, da stehen aber 6. Jetzt ist die Frage: verbrenne ich mich hier oder. Ja. 3 Angriffswürfel gegen 2 Verteidigungswürfel. Sarah verteidigt. 6 und 4. 6 und 5. Da wird der Große direkt mal schön zack. Um 2 Köpfe kleiner gemacht. Ja. 6.
8. Jetzt sieht es viel schlimmer aus. So, und jetzt, Sarah, schön schwenken, ne? Wenn er brennt, ein bisschen schwenken und schön rösten lassen jetzt. Auf mittlerer Temperatur. Ontario, halten. Ich sag euch, klebrig und sehr viele Biber. 6 und 4 erstmal. 6 und 6. Oh, die Doppel-6. Nee. Nein, 2 von Sarah werden vernichtet. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Weiter angreifen, gut. 6, 3. 6 und 3. Eine 4 und eine 2, das bedeutet beide von Sarah. Boah, komm. Also langsam eng. Das Verteidigen sollte stärker sein. 6, 3. 6, 3. Man sollte ihm den Handschuh wegnehmen. Nee, 1, 1, oder? Nee, 6, 4. 6, 3 und 4, 1? Ja. 1, 1. Nee. Die 6 gegen die 4 und die 3 gegen die 1. Achso, du hast eine 1. Genau. Entschuldigung. Ja, du hast die 1. Ja. Mein Fehler. Passt. Mathe. Ontario ist grün. Ontario wird grün und eine Karte geht an Florentin. Gut. Gut. Dann greife ich mit 7 die Oststaaten an. Florentin. Das ist so unnötig. 6, 2. 1, 1. Meine Güte. Ist das spannend. Florentin, ich will nichts sagen, aber wir müssen den Jungen immer noch aufhalten. Ne? Alter! Man hat sich bisher sehr auf mich konzentriert und dabei die grüne Gefahr komplett ignoriert. 4-4. 6-4, zwei weg. Oh, sehr gut. Die Oststaaten. Scheiße, ey. Du greifst weiter an, Florentin? 5-5. Eins wenigstens. 1-1. Stehen noch 2 gegen 2, richtig? Ja. Okay. Willst du weiter? Komm. Wirklich? Ich hab den Handschuh. Mach doch den Würfel nicht genug. Kaputt, bitte. Den brauchen wir noch. Wenn der rund ist, bringt er uns nichts mehr. Okay. Florentin, komm. Willst du das wirklich? 5-2. Komm, oh, das ist doch nicht schlecht, eine 5. Das kann doch nicht wahr sein. Die Oststaaten bleiben. Ich möchte kurz applaudieren. Ich möchte kurz aufstehen für diese grandiose Leistung der Oststaaten. Respekt. Da muss man einfach auch mal Respekt zollen den Oststaaten. Blame Canada. Willst du weiter angreifen, Florentin von irgendwo? In Ontario sind ja noch einige. Das weiß ich mal. Ja. Großbritannien, Island. Die der Klassiker. Du lässt Steffen. Was? Wieso greifst du denn jetzt nicht da oben? Ich kann doch da weitermachen später. Ja, kann auch später. Ist in Ordnung. Erstmal muss er sich an Island den Eis. Weißt du, wenn du dreimal verbrennen. Rechts, dann auch mal einmal links. Du musst sie so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. 5-3. Eine 1? gegen Steffen ist das doch alles ein Stück einfacher. Komm, dann gehe ich mit 2 weiter nach Grönland. Ach, jetzt auch noch Grönland, ne? Da wird einmal, kriegt dein Hals nicht voll, hä? Was ist das hier für 6 Großmachtsfantasien? 3? Ich will nur sagen, ich habe sehr unterschätzt. Mhm. Grönland geht auf Lonti. Gehört Europa und Amerika. Nee, Europa hat er noch nicht ganz. Osteuropa hat er noch nicht. Nee, er hat ein, ich sag ja fast. Ja, fast. Also ein Land fehlt ihm für Europa. Und absolute Übermacht in Amerika. Jesus. In Amerika müssen wir was machen. Müssen wir was machen. Mhm. Sag's ungern, aber müssen wir was machen. Da müsste man was machen. Ich kann auch einmal hier nach oben und dann nach unten angreifen, oder? Ja. Mit einem pro Grenze Land? Nur einmal. Pro Grenze? Ja. Das ist doch alles nicht. Der Mann muss aufgehalten werden. Wie mit 5. Nach Nordwest. Werden wir mal sehen. Das Westregion hat sich jetzt harter. Aber du hast dich als sehr schlechter Würfler erwiesen. Ja, das ist schon, das stimmt. 5-3. Das ist nicht schlecht. Doppel-6. Fuck it. So, warte mal. Ich kann jetzt aufhören und dann wieder zurückziehen. Mhm. Ja. Aber darf er dann aber noch dann darfst du, glaube ich, keine weitere Frage. Ja, hab ich gerade gehört, jetzt aufhören? Komm, leg los. Mach weiter. Komm. Ich habe noch genug Sechsen in der Tasche. 6-4. 6-3, 1-1. Warte. Also, du kannst noch einen würfeln. Er hat noch einen nicht gewürfelt. 6-3 habe ich. Entschuldigung. Euch Florenz. Was? 6-4 hat er. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Okay. 1-1. Boah, ist das furchtbar. Ich noch 2 da stehen, ja, ne? Ist das schrecklich. Komm, ich baller weiter hier. Ja, Fuck schieß it. Weiter, komm. Wie fährst du noch da? 2? Dann darfst du noch 2 würfeln. 4-1. 5-1. Okay, gut. Fuck. Ja, und ich Sarah.
Okay, ich nehme noch mal... Ich sehe da nicht nur von mir Handlungsbedarf. Ich nehme noch mal... 5 für Nordwest. 5? Ja, dann. Weißt du, was eben passiert ist? Das war gut. Das gefällt mir. Mut wird hier belohnt in dem Spiel. 4-1. 6-4. 6-3. 1-1. Nur noch einen, ne? Mhm. Diese Würfelei, ey. 4-4. Nö. Okay, ciao. Damit gehen die Nordwest-Territorien an. Grün! Du hast schon gerade bekommen, diese Runde, ne? Ja, so. Gut. Okay. Und versucht er jetzt, den Kontinent zu sichern, ist die Frage. Das ist eine Frage, die wir uns jetzt stellen, ja. Dann verschiebe ich hier. Das sieht nicht so aus. Das war's. Und das war's. Gut. Ein starker Zug von Florentin, muss man naja, sagen. Naja, nichts geschafft. Aber nichts Mara erwartet. Wird sicherlich jetzt gleich wieder mit der Fehde mit Etienne das Ganze wieder ein bisschen auflocken. Mara, bitte. Du darfst 3 Leiden passieren. Hast du gerade noch nicht? Gut. So, jetzt hole ich mir doch erstmal schönes kleines mittleres Östchen. Ist ja nur eins. Mittlerer Osten. Na dann, Eddie gegen Mara. 6. Und damit geht der Mittlere Osten an Pink. Eine Karte. Natürlich ist es auch eine Karte. Das ist so ein schlechtes Gefühl, dass wenn man das, was man wollte, nicht bekommen hat. Ja, ne? Das kann ich jetzt Hattest du das schon mal? Ja, oft. Ich nicht. Und dann geht's hier noch weiter. Was? Also. Für meine Würfel kann ich nichts. Ich möchte direkt was sagen. 6. 5. Okay. Damit geht Brasilien an Pink. Und noch 4 Länder. Cool. Dann machen wir doch hier mal noch was. 3. China. 6-4. Oh Mann. Oh, also, kann man die Dinger vielleicht das nächste Mal ein bisschen größer machen? Hier kannst du einen Würfel haben. Das ist ja wirklich. Keine Ahnung, wo der hin ist. Bei Florentins. Doppel 6. Der lag aber schon. Nein, einer. Das war. Nein. Den hat er gerade schon geworfen. Okay. Ja, ja. Doppel 6, Mann. 2 von Mara werden dadurch vernichtet. Und wir machen weiter. Du wisst doch, was in Chile geht. 6-3. Doppel 6. Oh, was? Ja. Das ist besser Material. Das ist besser Material. Ich sag's, wie es ist. Und jetzt holy shit. 4-2. 6-6. Wie auch. Was? Es sind die Chilenen. Ihr wisst es doch. Das ist China. Kannst du mal objektiv bleiben? Ja, nee, 3-mal Doppel 6. Mr. Europa-Amerika. China, warte mal. Eure-Amerika heißt das. Das ist albern. Den zieh ich jetzt wieder zurück. Okay, ein Rückzug. Das ist auch schon China. Und. Das war immer, ich habe nur Chi gelesen. Aber Chile ist ja da hinten. Okay. Warte mal. Mara, ich sag dir, meine Rache wird grausam sein. Wir kegeln uns beide. Es kommt genau, wie ich es gesagt habe. Wir kegeln uns beide hier aus dem Spiel und die Entscheidung wird unter den anderen dreien. Exakt so. Ja, ich muss verschieben. Das ist, wenn 2 Egos aufeinander... Dann wird verschoben. Und damit ist Maras nicht Runde gleich beendet. Du hast ganz einmal verschieben. Du kannst nur einmal verschieben, liebe Mara. Du kannst nur einmal verschieben, Mara. Wo möchtest du verschieben? Hat sie doch hier oder schon. Da hinten? Hat sie doch gerade schon. Ja, bei Sarah haben wir auch nochmal erlaubt, dass sie das mal rückgängig machen durfte. Ach so, ja. Würdest du vorher noch einen anderen Zug machen, dass ich das erstmal saven kann? Das habe ich aber ganz anders gehört. Ich bräuchte die halt schon, die Truppen, gerade bei Flo, wenn das passiert, haben wir alle ein Riesenproblem. Ja, okay, mach. Danke. So geht man also mit Abmachungen um, die hier an diesem Tisch gestellt werden. Du bist fertig, ne? Du warst zuerst, glaube ich, die Abmachung. Dann bin ich dran. Sarah, 3 Einheiten dürfen platziert werden. Un, dos, tres in Ostkanada. Cuatro, cinco, cinco, seis. Westaustralien greift mit allem außer einem Indonesien an. Der Klassiker. Und 4 Stück gegen Indonesien. Das wäre so geil, wenn der alleine jetzt alle aufreibt. Das wäre sehr schrecklich. Der einfach zurückgelassen wird. Wir haben 10 Tageswürfel, 1 Verteidigungswürfel. Let's go, eine 6. Double 6. Oh! Und die 6. Ach komm. Come on. Indonesien. 3.
Der Indonesien hält einfach. Das ist nicht dein Ernst. War das zwei noch, ne? Ja, zwei. Zwei Angriff, eine Verteidigung. Vier. Drei. Damit fällt Indonesien an. Gelb. Das Spiel ist so gnadenlos. Danke. Und du kriegst eine Karte, Sarah. Schön. Danke. Danke. Nehme ich alles. So, damit wurde der erste Kontinent besetzt in diesem Spiel. Stimmt, und das bedeutet, Sarah bekommt nächste Runde zwei zusätzliche Einheiten. Wenn da nicht jemand was dagegen tut. Wie zum Beispiel Mara, wo wir genau wissen, dass sie es nicht tun wird. Richtig. Oder Etienne. Wer ist denn dran? Oder Dr. Roth. Na, Dr. Roth fühlt sich in der Mongolei sehr, sehr wohl. Gibt es viele Pferde, viel Platz. Dr. Roth fühlt sich in der Mogelei sehr wohl. Hab ich manchmal das Gefühl, ein bisschen, ja. Dafür sieht es aber ganz gut kleine... aus für den Herrn Grün hier am Tisch. Wäre ich doch ganz grün vor Neid. Das bringt mir alles nichts. Das lassen wir so. Ostaustralien zieht noch den einen auf Neuguinea. Das wird nicht weiter angreifen? Nee. Okay. Auf so, Neuguinea. Sorry, Entschuldigung. Das war's. Gut. Damit kommen wir zu Etienne. Spannend. Der drei Einheiten bekommt. Hast du Karten, die du eintauschen kannst? Nein. Das heißt, drei Einheiten, die du verteilen kannst und dann agieren. Agile. Wer hätte es gedacht? In Südostasien. Indien. Gut. Indien gegen Südostasien. Mit allen? Ja. Mara gegen Etienne. Also der Klassiker mittlerweile. Kann man jetzt wirklich sagen. Die ewige Feindschaft. Etienne darf beginnen mit drei Angriffen, zwei Teilungsritte. Was gibt's da? Mit dem? Gleich nochmal? Das, ja. Brennt. Cool, warum? Das ist am Ende scheiße. Ich höre gerade von unserem Notar, die Würfel bitte am besten nicht vom Tisch rollen lassen. Ich sehe den. Da ist wichtige Elektronik drin. In manchen, nicht in allen. Ich sehe ihn auch nicht. Der ist weg. Nehmt doch einfach diesen hier, bitteschön. Oh, es regt mich so auf, dieses Ding. Oh, eine 3 einfach 2, also das ist auch eine Leistung. 6. Oh, stark. Also bringt dir nichts, aber es ist eine Leistung. Südostasien kämpft. Zwei kämpfen? Ich bin für den Verteidiger. Immer. Fünf, fünf. Der ist weg. 4-2. Zwei in Südostasien werden von der blauen Übermacht vernichtet. Weitere drei Angriffswürfel gegen einen Verteidigungswürfel. Etienne, drei Angriffswürfel bitte. Hervorragend. Ja. Das reicht. Heute reicht das für Südostasien in blau zu färben. Indonesien. Wir können das nicht ausfechten. Ja. Indonesien mit allen? Ja. Das ist ja der erbärmliche. Sarah gegen Etienne. Drei Würfel. 6-3. 6 und die 3. Ja, eure Würfel haben die. Hier. Ah, da. Achso, wir haben nur einen schwarzen. Ihr habt nur einen Angriffswürfel verlegt. Ich dachte, wir hätten schon mehrere verlegt. Was hattest du? 6-3. Den einen müssen wir neu würfeln, ja. Yes. Oh, 6-5. 2 von blau. Das war wichtig. Ultra. Oh Mann! 6-5. Solide. Ede. Mach doch nächstes Mal so eine Streichholzschachtel dahin. Mit dem Trampolin drinne. So, zwei. Nee, Indonesien was 6-5? Geht an Blau. Allez, bleu. Wie man so schön sagt in Karte. Marokko. Karte. Danke. Eine Karte? Karte! Ja! Herr. Scheiße! Möchten Sie Ihre Einheiten noch weiter, ein bisschen weiter angreifen? Moment. Weiß ich noch nicht. Ihr regt mich so auf, jeder Einzelne. Das wollte ich nur mal sagen. Du, weil du. Was? Ich bin nicht. Weil du so viel zu gute Laune hast. Du, weil du hier Bomb. Mit Abstand am führendsten bist. Überhaupt und nicht. Mit deinem anfänglichen Deal hier schon nicht auf die Siegesspur. Und außerdem, weil du dauernd für alle anderen hältst. Wie immer, übrigens. Du weißt aber schon, dass das gerade total unnötig war, ne? Du hast mich vorhin noch bezeichnet als das schwächste Glied hier in dieser kompletten Runde. Das war tatsächlich. Was? Ich glaube, ich überlasse dir jetzt auch. Ich habe dir gesagt, du kriegst Australien nicht. Ja, weil ich noch was gegen Florentin hätte machen können. Im Gegensatz zu allen anderen, ziehen, weil oder? Ich hier noch stehe. Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig okay. mit meiner Zusammenfassung. Okay. Mara, aus Gründen. Die wir aber wissen. Ja, aber. Das hat nicht mich gekillt, sondern Florentin. Ich kenne ja deine Ziele nicht alle. Ich weiß nicht, ob du mich belogen hast, aber dir muss klar gewesen sein, dass es darauf hinausläuft, dass diese Strategie zumindest zu unserer beider Komprimierung führt. Und Sarah, da muss ich an den Boden nicht weiter was zu sagen. Zu diesem scheußlichen, in der Weltgeschichte einmaligen Deal, den du da in Westaustralien gemacht hast. Nach wie vor alles nur, damit hier nicht diese komplette grüne Wand steht. Das waren die Truppen, die du nicht hier rübergeschickt hast. Jetzt auch nicht auch noch die Sarah. Nicht nur die Sarah. Da ist noch was Grünes da unten. Hast du da mal dran gedacht? Oh, er greift selbst an. Ja, das kannst du nicht. Hier ist keine Grenze. Hier ist keine Verbindung. Da ist keine Grenze.
Waren es 4? Ja. What? Das heißt, du müsstest erst einmal Ostafrika oder Nordafrika angreifen, um da durchzukommen. Da ist keine Grenze zwischen Ägypten und... Ich mach die Regel nicht. Das ist Zentralafrika. Das haben sich die Menschen so ausgedacht. Und ich glaube, da gibt es viele Länder. Kenne ich eigentlich auch anders, um ganz ehrlich zu sein. Also ich habe da mal eine Motorradtour gemacht. Ja. Und das ist... Sammelt man viele Stempel in seinem Visa, ne? Zierschein braucht man. Etienne. Ja, ich weiß. Ich habe nicht mehr viele... Du darfst ja nur einmal bewegen, ne? Also, okay, du darfst ja noch nicht. Darfst du angreifen? Ja, dann lasse ich das jetzt so. Entschuldigung. Gut. Damit kommen wir zu mir und ich habe weiterhin nur 3 Einheiten, die ich platzieren darf. Steffen. Ich gehe mal davon aus, Mara, dass unsere Vereinbarung, die wir da unten getroffen haben, weiter Bestand hält. Auch wenn sie jetzt aufgeschoben wurde. Aber ich möchte nicht hinterher den Füllfederhalter in meinem Nacken stecken haben. Denn ich muss hier Dinge verhindern. Unsere gilt ja auch natürlich auch noch ein bisschen weiter. Ne? Ich muss hier aber Dinge verhindern, erstmal. Ja? Verstehen wir uns. Ja. Aber denkst du auch an unser erstes Gespräch, ne? Ich kann nicht an alles gleichzeitig denken. Das stimmt. 8 Einheiten hoch nach Mittelamerika. Ich brauche mehr Angriffswürfel. Haben wir noch genug Würfel auf dem Tisch, frage ich mich. 6-4. 2 weg von dem guten Herrn Will. 6-4. So, raus da. Gut. Eine Karte für mich. So. Wie viel Territorien hat jetzt der gute Herr Will? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Das heißt, ich muss hier immer noch 3 abnehmen. Mhm. Ich muss das jetzt hier alles alleine machen, Leute, ja? Ihr wird sich jetzt, ihr wisst ja, ne? Vorhin wurde sich über mich aufgeregt, ja? Und jetzt stehe ich hier alleine an der amerikanischen Front. Hier könnte man drüber gehen. Ja, da hätte man drüber gehen können. Aber jetzt muss ich das wieder alles ausbaden hier. Den Schlamassel. Nee, musst du nicht. Weil andererseits kriegt lohnt sich natürlich einfach nur eine mehr. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, da jetzt weiter zu gehen. Du kriegst eigentlich nur eine Einheit mehr. Ach, Florenti, du, ich bleib mal so stehen. Weil für eine Einheit mehr reibe ich jetzt nicht meine ganze Armee auf. Ich würde aber noch mal so einen Tick verschieben. Nur ein bisschen. Mhm. Die mag ich ja am liebsten. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen, noch kurz die Werbung. Ja, wir sind gleich wieder da für euch. Hier ein Paket für dich. Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links. Da sind wir wieder. Die Verzweiflung steht uns allen ins Gesicht geschrieben, weil, glaube ich, niemand genau weiß, was hier überhaupt passiert, weil... Ach, Leute, wir haben mittlerweile immerhin eine Person... Nein, niemand hat einen vollständigen Kontinent. Ich nehme alles zurück. Florentin, vielleicht kannst du es jetzt ändern. So, ich habe 12... 4 Einheiten. Ich habe 12 Länder, daher kriege ich 4. Es kommt ein bisschen spät, die Frage, aber am Anfang... Wo wurde denn festgelegt, wer welche Länder kriegt eigentlich oder wie? Das wurde durch den Notar erwürfelt. Nee, jetzt mal ehrlich. Das hat die Redaktion festgelegt, ja. Das haben die festgelegt. Mhm. Steffen, ich greife mit 5 Warum? Truppen Osteuropa an. Ah ja, das ist ja wieder typisch, ne? Warum wurde das nicht irgendwie... Im wichtigsten Moment ziehe ich den zufällig Handschuh aus und dann merkt man mal, was da dahinter steckt. 6. Uiuiuiui. Tschüss. Und... Das wäre ein interessanter Kontinent, dass er den nicht komplett hat, aber den hat er jetzt komplett. Ich bin der Einzige, der hier was gegen Florentin tut. Ich möchte das kurz anmerken. Ich versuch's. 4 weitere nach Ural. Okay, ist das mit Karte? Habe ich das vergessen? Oh, danke schön, das ist nett. Nein, einer von dir weg. 4-4. Weiter geht's.
Reib dich nur auf, Laurentin. Reib dich auf. 4-4? Mara, das ist 5, ne? Du musst das irgendwo anknacksen. So. Mhm. Weil ich kann nicht. 6 einmal schon. Ist egal, was danach kommt. 4. Oh, gut. 4 kann ich gut würfeln, muss ich sagen. Als andere. Der Ural, ebenfalls in Grün getaucht. Mhm, da waren wir schon mal. Und ich möchte meine Mitspielenden einmal hier zu Aktionen auffordern. Wir sehen doch, wohin es sich hier entwickelt. Wir brauchen mehr als nur die Kraft der Roten Armee, um hier durchzuflügen und Florentin den Sieg zu nehmen, aus seiner grünen Alienhand zu reißen. Ich bin fertig. Mara. Willst du noch verschieben? Danke. Ich habe schon verschieben. Ich würde gerne einmal eintauschen. 3 Einser. 3 Einser. Das gibt 4. 4 Einheiten plus die 3, die du eh schon bekommst, also 7 für Mara. Ich hier. So, dann bist du ja jetzt für mich. Das muss ich mir nochmal erklären. Ja, du bist ja mal für den Verteidiger, hast du gesagt. Ehrlich gesagt, ich fand das super, dass du Indonesien genommen hast. Ah, ja. Da hast du bei mir schon echt was. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Lonti hat mit seiner Perücke uns alle in das Licht geführt. Hinter die Haare geführt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Indien nehmen. Von wo? Mit allen bis auf einen. 6-5. Damit geht Indien erneut an Pink. Warte. Die Inder müssen sich auch komisch vorkommen. Ich glaube, die haben mittlerweile auch echt, die denken sich jede Woche eine neue Flagge. Meine Güte. Jetzt. Alle besser. Oben China. Mit allen? Alle bis auf einen. Sechs, drei. Fünf. Ein blauer. Hey, du hättest mit 2 gewürfen können, Philipp. Wirf nochmal ein. Das war 6-3, ne? Dann geht einer von Mara noch drauf. 1-3-1. Autsch. Huch. 4-3. Damit geht China an Pink. Alle bis auf einen von China auf Südostasien. Und wir dürfen nicht zulassen, dass 6, Eddie stirbt, weil ansonsten Mara vielleicht gewonnen hat, ne? Oder irgendjemand gewonnen hat. Just saying. Aber wenn dann auch in Indonesien stehen bleibt. Ja. 5 nach Indonesien? Nee, lass du. Oder? Südostasien geht noch an Pink. Du wirst ja gewiss angreifen, oder nicht? Sehr gut. I try. Warte mal, dann mach ich erstmal. Ich möchte nur kurz sagen, dass Grün immer noch ein großes Problem ist. Ja, ja. Zentralafrika. Was man angreifen könnte. Okay, das ist eine Menge. 5-4. Weißt du, kannst nicht von da hier angreifen, ne? Ja. Nur weil ich den Fehler gerade gemacht habe. Ja, wenn du mich vernichten möchtest, war das gerade doof. Was hast du gewürfelt? 5-4? 5-4. Ja. Dann, Etienne, bitte. 6-3. Genau, 1-1. 4-3. 3. Ein Hin und Her in Zentralafrika. 6-5. 2. Ein Verteidigungswürfel nur noch. 3 Würfel. 6-5. Ich würfel einfach nur 6. Ey. Das war's. Damit ist Zentralafrika ebenfalls pink. Es gibt noch blaue Bastionen auf diesem Planeten. Bastion? Grün muss aufgehalten werden. Ja. Geh doch mal nach da unten. Ah ja, okay. 5. Aber Mara macht jetzt den Hail Mary. Ja, 6-3. Ja, jeder 1, ne? 6-5. In jedem Angriff eine 6. Ja, das ist krass. Das ist der Mara-Skill. Ich habe das Gefühl, alle werfen. Komplett absurd. Naja, ich würde nicht sagen alle. Weg. Beide weg. Damit geht auch Indonesien in die Hand von Mara über. Eine einzelne ägyptische blaue Bastion hält sich noch auf dem afrikanischen Kontinent. Und so langsam muss wirklich jemand etwas gegen Grün unternehmen. Und wenn ich es wieder bin, raste ich aus. Das war's. Das war's. Wenn du mich vernichtest, kriegst du meine Karten, ne?
Ist so. Ah, kann sie nicht. Sie kann dich nicht. Doch, sie kann Ostasien angreifen und dann noch Ägypten. Jetzt ist es spät, jetzt hast du schon verschoben. Ja. Dann bist du fertig, Mara? Ja. Ja, aber jetzt überlässt sie es ja jemand anderem. Und damit sind wir bei Sarah. Stimmt, man kriegt alle drei Karten, kriegt man, wenn man Eddie auslöscht. Holy shit. Jesus Christ. Drei Karten. Das Problem ist aber, es könnte sein, dass Mara dann gewinnt, weil sie vielleicht Eddie zerstören muss. Moment, lass dich von den drei Karten nicht blenden. Aber angenommen, man hat sechs Karten auf der Hand. Dann musst man du ablegen. Also ich zerstöre Eddie in der Schlachtenphase, hab dann sechs. Ich guck nochmal. Dann muss ich am Anfang des nächsten Zuges eins ablegen. Nein. Kann dann drei ab. Oder kann ich beide direkt eintauschen? Du musst sofort eintauschen. Sofort. Beide drei ab. Sets muss ich eintauschen. Du musst so viel eintauschen, dass du maximal nur sechs Karten hast. Alter, das ist mega gut. Ja, aber dann könnte jemand gewonnen haben. Du kriegst Europa nicht, ne? Womit? Ich weiß. Aber ich muss auch. Ey, vor allem, du hast ja garantiert eine Straße, ne? Wenn du drei. Mann, ey. Wenn du drei Karten hast. Ostafrika auf den Mittleren Osten. Was? Der mittlere Ost. Sarah, ich brauche noch einen dritten Würfel. Ich werde wahnsinnig, Leute. Das ist wirklich, ich werde wahnsinnig. Hast du noch einen dritten? Ha? Hast du einen dritten? Ich habe jetzt unterschiedlich farbiges Make. Ja. Wenn es klar ist. Mara gegen Sarah. Sarah, bitte legt vor mit drei Würfeln und einem Verteidigungswürfel für Mara. Fünf. Eins. Damit geht der mittlere Osten an Sarah. Und eine Karte. Schön. Danke. Zwei auf. So, Freunde, jetzt Osteuropa. Osteuropa. Jetzt muss hier verteidigt werden, liebe Freunde. So, das ist wichtiger als der Ural. Let's go. Oh, sechs. Da ist er. Und die vier. Das bedeutet, Osteuropa geht an Gelb. Gut gemacht, Sarah. Ich habe mein Vertrauen in dich mal nicht. So. Unbegründet. Jetzt geht Neuguinea mit Zweien auf Indonesien. Bist du sicher? Naja, what shall I say? Okay. Danke. Ist der andere gut? Zwei Verteidigungswürfel, zwei Angriffswürfel. 4-1. Scheiße. 5-2. Damit ist wirklich der Hammer, wie du würfelst heute, Mama. Gelb vernichtet. Oh, Alter. Ja, keine Chance. Autsch. Wow. Nee, das war's. Das war's? Okay, das war die fünfte Runde. Etienne, du darfst drei Einheiten aufstellen. Versuchst du und angreifen. Struktur aufrechtzuerhalten. Hast du Karten, die du eintauschen kannst? Nein. Okay, dann greifen. Nimm mit angreifen. Aber nicht mit unterschiedlich Farben. Ist doch nicht. Ja? Nimm drei schwarze. Gut, dass du aufgepasst hast. Mit wie vielen? Nee, warte mal, ich überlege gerade noch. Okay, okay. Nee, ich greif, was steht da? Mittlerer Osten. Mit wie viel? Mit allen. Mhm. Sechs. Gegen Sarah. Ach so. Eine Sechs gilt es zu schlagen mit einem Würfel, bitte. Wie viele Sechsen finden hier statt? Ach, das zählt nicht. Nee. Eins. Damit ist der Mittlere Osten in blauer Hand und Etienne kriegt eine weitere Karte. Fertig. Tschö. Möchtest du noch verschieben? Nö. Nein. Gut. Obwohl doch eins hier so. Dann ist meine Runde. Ich möchte Karten eintauschen. Und zwar habe ich hier einen Joker. Nämlich eine 1 nutzen und eine 10 und eine 5. Und ich habe Kamtschatka. Leute, ich kriege in Kamtschatka 2 Einheiten. Und dann noch 10 plus 3. Kannst du aber so einen großen nehmen, bitte? Was glaubst du, was ich vorhabe? Yes, okay. Yes. Wirklich die Schlacht um Nordamerika beginnen. Oh oh. Und ich kriege nur 3 weiter. Ja, da will ich mir auch erstmal die Brille putzen, Eddie. Also. Da muss ich genauer hingucken. Das kann ich wohl nicht glauben. Das ist aber nicht. Ich weiß. So, wir beginnen erstmal mit Argentinien nach Brasilien. Gegen Mara, bitte. Haben wir noch einen schwarzen Würfel, bitte? Ach so. Der andere ist ja weg. Ihr habt auch schon einen weißen. 6-4. Glaube ich. 6. Oh, einer von mir bitte weg. 2 Angriffswürfel nur noch. 4. Ja. Wir haben auch schon 6. Eine ganze. Alter. Mara. 3. 6. 3 Brasilien hält.
Du würfelst heute wirklich krass. Das ist wirklich Schnauze voll, Leute. Ganz das ist wirklich absurd. Wirklich, bei dem Würfelglück, Steffen, bitte. Ich meine, ich denke an deine Truppen. Steffen, wirklich. Sind das die Weststaaten? Das ist wirklich deine. Das sind die Weststaaten. Okay, der ist schon okay. Wir müssen den Jungen aufhalten. Koste es, was es wolle. Mhm. Außer, 6-5. Außer unseren Frieden. Ja. Eine Karte? Darf man jemand anders für sich würfeln lassen? Nein. Verdammt. Es geht weiter. Wieso hättest du mich genommen denn? Ganz schön weit weg, ne? Von deinem. Also musst du ganz schön strecken. Steffen, soll ich was tun? Sich ganz schön strecken, ne? Da muss man. Also, ja, ich muss meine Truppen selbst in der Hand halten. Verwaltungstechnisch so sinnvoll ist, hier so weit entfernt. Weiter jetzt! Da oben, Kanada! Florentin. 2! Ich hasse alles. Ich würfel heute einen Müll zusammen hier. Das ist unfassbar. 6, okay. Kann mich nicht beschweren. 6. Oh. Alter, das kann nicht wahr sein. Na, na, na. Ich hab's vorher noch gesagt, 4. 4. Oh, bitte das falsche Gefäß. 3. Endlich. Dürm. Ich dachte, du salutierst. Patriotisch. Endlich Kanada. Alaska. Achso, einer muss wieder zurück. Entschuldige bitte. Da ist halt so ein Zehnerknüppel dabei. Da ist wirklich wenig Platz in Alaska. 5-5. 5-4. 1-1. Mhm. Solange man 2 hat, geht's, ne? Danach wird's haarig. 4-3. Oh, 2 von mir. Weg. Nein, nicht den großen. Doch, gleich wohl. 5-5, 3-5. Just say, jetzt kann ich deinen Scheiß ernst sein. Da kommt schon wieder eine 6. Da gibst du mir mal 8, bitte. Der weg. 8 kleine. Wie viele stehen da, liegen da noch? 8. Das waren nur der 10er, jetzt kommen 8 noch drauf. Ja, wie viel hast du da noch? Na, 3. Gut, dann muss ich dir nämlich nur wenige geben. Ja, dann gib mir 5. Du nimmst 10 noch zurück. So. Wer kämpft hier? Alaska. 3 sind da noch. Florentin. Ist auch so, unfair mit seinem 3. Handschuh, ehrlich gesagt. 5 zu 3. Hier, Alaska, Papa was? Braucht neue Schuhe. Das Karte hast du 3? 8 zu 3 steht's aktuell. Ich hab 3, ja. Ja, weiter geht's. Los geht's. Lass die Würfel sprechen. 4-3, ja, Alter. Ei. Ja, also geht's auch. Snack Eis. Weiter geht's. 4-4. Oh, hier. Ich verlange dir hier alles ab. 5. Hier, komm, 5. 5! Alter, das kann nicht sein! Scheiß ernst sein! Jetzt muss ich auch durchziehen. Das ist jetzt scheiße. Jetzt ziehst du durch. Fünf. Ah, die 5. 4 und. Nee, das war Alaska. Freunde, das war. Aber gut gekämpft. Gut gekämpft. Das ist doch alles scheiße. Na? Guck mal, ich okay, wir machen weiter. Aber ich habe ja nur 2. Nordwest-Territorien. Mit schon. Allem, was darüber geht, von Alaska bitte aus. 5. Florentin muss aufgehalten werden. Ich bin der Einzige, der was dagegen tut. Und diese scheiß Würfel können jetzt mal bitte auf dem scheiß Tisch bleiben. Meine Güte. Ja, wenn der Tisch größer wäre als eine Briefmarke, wäre es leicht. Ja, gut, die bin gestapelt. Guck mal. Das ist ja doppelt, es addiert sich. Nochmal. 4 und 2. Ui. Na also. Nordwest-Territorium ist meins. Mhm. Und damit verbleibe ich, denn ich muss mich ja noch irgendwie verteidigen. In der Schlachtbank da oben. Hier überall passiert. Ich verschiebe 3 aus der Mongolei. Jetzt wird's nämlich spannend, die machen nämlich eine Weltreise, glaube ich. Die machen tatsächlich eine Weltreise. Achso, ich dachte, ich Alberta! Alberta! Aber das geht, also man kann seine eigenen so durchverschieben. Quasi hier so blub, blub, blub. Okay. Der hat halt die komplette Strecke, der hätte jetzt bis nach Venezuela hätten die reisen können. Ha, okay. Florentin, bitte! Was denn? Beende dieses Spiel! Wie? Merkst du, es nagt an meinen Nerven. Ich bin dran. Seht mich an. Ich war vorhin noch so ein junger, frischer Mann. Und was ist mir geworden? Ich bin dran. Was ist aus dieser grünen Misere da oben in Nordamerika geworden? Okay, also, ich möchte Karten eintauschen. Natürlich willst du Karten eintauschen. Wie viel hast du? 15? Ich hab einen Joker, 1-1, also nur 4, ganz locker. Ich habe aber tatsächlich 2 der Länder, Westeuropa und Madagaskar. Da kommt jetzt mal wieder ein bisschen Leben da unten rein. Dass Madagaskar heute noch interessant wird. Ja, was heißt interessant? Und Westeuropa. Zusätzlich kriege ich 4 plus 3. Ne, ich habe ja nicht mehr. Warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Schade. Bringt mir überhaupt nichts, Sarah. Wenn hier niemand anders... Du bist außen vor. Danke. Ich hätte eigene Probleme, sehe ich ein. Aber Mara hätte schon mal ein bisschen was gegen Flunti machen können. Da sehe ich überhaupt nichts. Da sehe ich nicht mal einen müden Schwitzer. Wir haben beide nicht angriffsfähig. Ja, genau.
Florentin hat Mara nicht angegriffen, Mara hat Florentin nicht angegriffen. Man muss an einem bestimmten Punkt seine Verträge auch mal überdenken. Naja, stimmt schon. Florentin, du kannst jetzt natürlich... Jesus. Ganz kurz. Wollen wir dreimal in diesen Stilhölzer? Nee, nicht drei. Was soll ich denn noch? Nee, ich mache hier meinen Zug. Was soll ich denn noch machen? Stopp. Keine Ahnung. Wie kann ich dir noch helfen? Gegen Grün, mir doch egal. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt überlebe die Runde. Okay. Aus der Perspektive wird es auch nicht besser. Mauch. Das sieht in jeder Perspektive furchtbar aus. Sehr grün. Ich dachte, es wäre der blaue Planet. Nee. Nicht, wenn Mark der Mechaniker kommt. Also gleich. Wie heißt du jetzt schon? Heißt du jetzt schon Showdown? Marco Milius? Marco Polo. Marco Polo mit der Zeit? Wie ist der richtige Name? Blondschop. Zeig dein Gesicht. Zeig dein wahres Gesicht. Also, es kann jetzt enden, ne? Natürlich kann es jetzt Florentin enden. Florentin aufhört zu reden. Das kann jetzt enden. Sorry, ich muss nur denken, sich jetzt hier gibt schwarze Würfel. Dankeschön. Also nicht mehr viele. Südeuropa greift Osteuropa an. Och, Florentin. Naja, komm, Sarah, wir wussten noch, dass es darauf hinausläuft. Das wissen wir alle. Mit 6 Leuten. Komm schon. Das ist wirklich 4, 3, 6. Einer der Würfel 6, abgenommen werden, Mann. 6, 5. Bam, bam. Also, beide weg. Ja, guck mal. Das ist gut, Sarah. Das gefällt mir. Arbeit dran. 5, 2. Alter. Nee. Ah, und tschüss. Osteuropa geht an. Das war auch das letzte Mal, dass ich was gegen diesen Kontinent mache. Ja, ja, die brauche ich nicht mehr. Die brauchst du nicht mehr. Nee. Gut. Oh, das ist das schlimmste Risiko. Ich weiß wieder, warum ich... Madagaskar greift Ostafrika an. Gelb. Ach, das bin schon wieder ich. 5. 6. Oh. 5. 1. Damit geht Ostafrika an grün. Jo. Ägypten. Warum? Er muss Afrika und Europa. Deswegen. 5. Sorry, Leute, es ist wirklich, es ist ein guter Wurf, aber sehr unpräzise. Das war eine 5. Das habt ihr gesehen, das haben wir auf Kamera. Also, was hast du jetzt? 5. 6. Was? Irgendwie ganz gut, der Tier, gefällt mir. Ein Angriffswürfel nur noch. Wenn du weiter angreifen möchtest. Ja. Und willst dich zurückziehen. Nee, greif an. Wenigstens etwas. 6. Komm schon! Rede. Haut ab hier! 1 gegen 1. Keine Chance! Warum gibt mir nochmal eine 6? 5! Alter, wie gut! Oh. Ihr alle würfeln! Ja. 5! Da ist er doch! Stark! Sehr gut! Gut verteidigt, gut verteidigt. Ägypten steht weiterhin. Ist natürlich jetzt reif, sage ich mal. Wird Mara gleich ihre Position ausnutzen. Und ihre Puppe, die sie losgelassen hat an ihren Marionetten hier, wieder zurückpfeifen, hä? Ist Europa Grönland. Verschoben. Mhm. Da bist du durch. Und ich beende, ja. Wir sehen jetzt, wie Mara offen. Jetzt kann man ganz gut erkennen, was hier passieren wird. Ja. Wird Mara die Südeuropa angreifen und den Kontinent wegnehmen oder nicht? Nee, es sieht für mich eher so danach aus, als würde sie vielleicht Etienne töten und dann gewinnen. Sie hat ja dadurch keine Wiederwehr und könnte einem Mitstreiter einen Kontinent. Wenn sie es nicht macht, verliert sie ja auch. Nee, ich glaube nicht, dass sie verliert. Oh, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ja, ich glaube nicht, dass sie verliert, Eddie. Ich glaube nicht, dass sie verliert. Wieso? So, gib mal. Ja. Wenn sie dich tötet und dich töten muss als Missionsziel, hat sie, glaube ich, gewonnen. Nicht, dass sie das ist nicht ihr Missionsziel. 6, 1, 6. 2. Damit geht Ägypten ein weiteres Mal an Pink. Ey, das ist spannend, ey. Mhm. Jetzt das ist mal, was der einfache Weg oder der schwierige Weg jetzt kommt. Kann jetzt hier rübergehen. Kannst du, ja. Das ist ein harter Kampf. Das ist spannend jetzt. Komm, Eddie. Der mittlere Osten muss halten, bitte. 4-4. 4-4. 1-1. 6-4. Komm, Edel. Schaffst das. Vier. 4-4. Jawohl. Oh, sehr gut. 2. Und damit nur noch 2 Angreifer. Komm, Mädchen. 6. Boah, das kann nicht wahr sein. 6-1. 1-1. Noch ein Angriffswürfel. Noch ein Angriffswürfel.
2. Und ab. Na also! Ich denke dir, meine Damen und Herren. Es ist doch nicht fertig. Das ist trotzdem gut. Nein, kann sie dich kann jetzt nicht mehr angreifen. Hä, sie kann über Ostafrika angreifen. Ach so. Ja, aber da steht der Florentin und den will sie ja bestimmt einem verärgern. Ja, ja, da gehen wir jetzt. Hätte sie glauben? Weiß ich nicht. Doch, das hätte ich ja, aber ich möchte keine Almosen. Jetzt Ostafrika gegen. 3. 3 und die 2. Die 5. Viel schlimmer ist dieser offensichtliche Nicht-Angriffspakt zwischen den beiden. Mhm. Das 5. muss neu gewürfelt werden. Das war guckt. 5, 3. Hä? Ach, 5? Greift ja ihn an. Ich war auch gerade so um. 6, Doppel 6. Die 6! Florentin will! Das ist der Würfel. Scheiß Handschuhe. Der Mann hat einfach 5. das Gefühl heute. Sorry, wir bleiben dran, wir haben Ersatzwürfel. 3. Gut. Kann bitte mal jemand diese Würfel alle aufheben, die jetzt mittlerweile unter dem Tisch liegen? Ich mach mal. Meine Güte. Oh, jetzt mit 2. Nimm die mal hier runter, bitte. Du hast Ricky angewürfelt. Komplett im Ja, das Spiel heißt Risiko. Eben. Sehr gut. Nicht das Spiel heißt Endlich Risiko. Hat's mal jemand mal verstanden. So nehme ich. Etienne gegen Mara, der alte Konflikt. Wird er zu Ende geführt, ein für alle Mal. Oh! Nicht mit der Doppel 1, Etienne Gade! Sicher raus! Die Kür, da ist sie. Ah, Mittlerer Osten. Aber Moment, wenn mich jemand anders vernichtet und Mara das Ziel hat, Eddie vernichten, hat Mara trotzdem gewonnen. Ja, das heißt, du wirst schön bei uns bleiben, Eddie. Du bist einer von uns. Du wirst schön bei uns bleiben. Okay. Na gut. Und manchmal ist dieses Wie geht das denn? Rüber verschoben. Ja, aber sie kann nur ein Land verschieben. Nee, sie von hier nach da. Sie kann von einem Ort. Das ist nicht angrenzend. Doch hier. Ja, aber das ist angrenzend. Ja, an es muss miteinander verbunden sein. Das heißt, du darfst von einem Zielland in ein von einem Staatland. Das haben wir ja schon die ganze Zeit so gemacht und so gesagt. Sie könnte von hier nach da verschieben. Ja. Das hat er gerade auch gemacht. Er ist von da nach hier gezogen. So, jetzt beruhigen wir uns alle. Warte mal, und wir kommen zu Sarah. Ja, der Würfel ist weg. Aber das geht doch jetzt nun wirklich nicht. War der schon so? War die nicht 2? Ja. Oh, mach wieder zurück. Genau. So, Sarah, bitte. Hast du Karten, die du eintauschen Nein! Möchtest? Das kann doch nicht der Ernst sein. Du hast da 4 Karten liegen. Ja, ich hasse alles. Yes. Dann kriegst du 3 Einheiten. Ja, das ist korrekt. Was soll ich machen? Oh, der alte Traum Australien. Ja, es ist schrecklich. Und ich kann der wirklich... Alte bringt uns Traum. Alles nicht voran. Ich weiß. So. Verteilt habe ich. Neuguinea greift Indonesien an. 2. Hui. Indonesien ist wahrscheinlich der blutigste Ort im ganz Risikoland. 4. 2. Damit geht Indonesien an Gelb und eine Karte an Sarah, die hoffentlich jetzt langsam mal was hat, was er eintauschen kann. Wir gehen davon aus. Um danach mal Florentin hier durch wegzufegen vom Spielbrett. Meine Fresse. So. Ist mir eindeutig zu stressig. Mein Herzschrittmacher ist schon wieder Anschlag. Mann, ey, nee, das ist mir alles zu heiß. Das Spiel heißt Risiko. Ich weiß, aber das bringt uns nicht weiter. Hauptsache Eddie lebt. Das ist das Wichtigste heute für mich. Weiter geht's. Das ist das Spiel? Nee. Gut, dann Etienne. Tausche ein. Oh, ich sehe hier eine 5, eine 2, eine 5 und eine dritte 5. Hast du welche dieser Einheiten? Nein, hast du nicht. Das bedeutet 8 Einheiten für Etienne plus die 3, die du eh bekommst. 6. 6 plus 3 sind 9. Gehst du. Insgesamt. Wo tue ich die wohl hin? Du hast viele Möglichkeiten. Warum willst du nicht einmal einen Zehner? Nee? Bleibt ja nicht lange, muss man es gleich machen. Es geht ums Machtgefühl. Das ist ja schön. Ich brauche noch einen schwarzen Würfel, bitte. Gerne doch. Mhm. Wir geben uns keine direkten Tipps, ne? Doch, an diesem Punkt alles erlaubt. Es ist eher alles erlaubt. Südeuropa an. Ja, danke. Eddie. Gott sei Dank. Eddie ist der beste Mensch, den ich heute Abend kenne. Es tut mir leid, dass ich dich bisher am Gesprächstisch ignoriert habe, aber... 3-2. Es ist fantastisch. Mit allem, oder was? Mit wie vielen? Ja, ja. Tschüss. Keiner raus. Tschüss. Oh! 6, da ist er. Die 5. Damit geht Südeuropa an Etienne Gade. Herzlichen Glückwunsch. Und damit kriegst du auch eine Karte. Ich wusste nicht, dass noch so viel Freude in dir steckt, Steffen. Das ist aber schön zu sehen. Schön zu sehen. Und Pläne
zerbröseln wie ein Keks. War das schlau, Etienne? Das weiß du ich hast nicht. Jetzt zwei Erzfeinde, ne? Ist ja schon klar. Wir kommen, Eddie. Das ist wir kommen, um dir zu helfen. Langsam ihr wart von Anfang an meine Erzfeinde. Wir waren der Dreierbund, Etienne. Wir drei waren der Dreierbund der Achter. Wir waren die Unterlegenen, die Underdogs. Und jetzt? Du musst so lange genug durchhalten, Etienne. Wir kommen. Wir sind fast da. Als ob du Steffen vertrauen kannst. Als ob Steffen jetzt deine Erlösung werden die roten Reiter. Ach komm, Alter. Blick nach Osten. Ja, komm, jetzt hier nicht mit Star Wars-Zitaten. Greif Nordafrika an. Okay, ja. Möglichkeit. Aus Ägypten. So, fünf. Huch! Mara, bitte. Eine Huch, aus Versehen ins falsche Land eingelaufen. Fünf, fünf. Da stehen noch zwei, ne? So, Entschuldigung. Willst du weiter angreifen? Mhm. Dann drei Würfel. Sechs. Eins. Eins. Damit geht auch Nordafrika an die blaue Gefahr. Meine Güte, ich bin ein richtiger Eddie-Fan geworden, muss ich sagen. Das ist ein bisschen unangenehm. Steffen, ich brauche dich für eine Minute. Aber wir sind doch gerade mitten im Kampf hier. Ich weiß, das ist so spannend, als ob deine gleich. Wenn ich sammle, okay? Dann können wir grün unter uns aufteilen. Währenddessen läuft es mit Australien davon, ne? Ja, genau. So, das war's. Sehr gut. Es hat noch nie, guter Zug. Guter es hat Zug, noch nie jemand Truppen für den Kontinent bekommen. Du wirst die Erste sein, die Truppen für den Kontinent kriegt. Ja, weil wir es die ganze Zeit mit allem, was ich habe, verhindere. Hm? Du hast auch den Mittleren Osten verschieben, wenn du möchtest. Ja. Du musst halt quasi nur eine Bewegung machen. Damit so vielen Einheiten, wie du möchtest. Gut. Dann lass uns kurz machen, Sarah, aber wirklich schnell, ja? Ich meine, wir müssen auch mal langsam hier zu Potte kommen. Was sollen wir jetzt, was sollen wir in der Zeit sprechen? Bitte, der Nein, nicht das ist uns mega drei. Unangenehm, er hat erst mich angeschaut und sie angeschaut. Seht, ja. Wir müssen ja auch auf die Burg. Ja. Das Problem ist, ich weiß, dass du auch relativ gut dastehst, aber wenn du nicht willst, dass Florentin gewinnt, sollten wir gucken, dass das Ganze relativ schneller geht. Ich werde Florentin schon fertig machen. Damit du ein paar mehr, weil er hat relativ viele Einser rumstehen, wenn du könntest dir noch ein paar Kontinente holen, ein paar Länder, das funktioniert aber nur, wenn wir jetzt noch ja, zwei das. Runden, oder, ne? Das ist mir relativ wichtig. Vielleicht kriegen wir Mara noch. Brief auf meiner Seite öffnen werden. Nach meiner Runde. Aber erstmal werde ich. Wer die wenigsten Länder hat, gewinnt. Drei Einheiten auf dem Spielfeld postieren. Ich habe leider keinen vollständigen Kontinent. Wer bis 23 Uhr nicht gewonnen hat, übergibt alle seine Einheiten an Etienne. Kommt hier nie wieder raus. Ja, du hast jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg quasi. Europa und Amerika. Ich greife von Alberta, Ontario an. Das gute alte Match. Habe ich einen weiteren schwarzen Würfel bitte bekommen? Dankeschön. Nehmen Sie. Das wird jetzt auch noch stehen. Wir haben keinen weißen mehr. Ne? Wo sind die ganzen weißen? Ja, den habe ich wirklich jetzt dauerhaft verloren. Oh. So, mal, komm mal, Steffen. Das war das erste Mal, Leute. 6-2. Ah, toll. 6-5! Das kann nicht dann schließen. Haut ab! Da ist er doch weg. Haut ab aus Ontario. 5-2. Ontario. Ey. Ja, na also. So, dann versuchen wir es ein bisschen. Eine Karte. Ja, richtig. Dankeschön. Mhm. Haben wir das nicht vergessen. Versuchen wir ein bisschen weich zu klopfen hier den. Wieso siehst du eigentlich aus wie der Merowinger? Das ist die Gewinnerrobe. Er ist der Merowinner. Der Merowinner. Also, Entschuldigung, wow. Heute. Ah, doch, ja, ich oh, sorry, das machen. Mit das einer, richtig, oder was? What? 3-2. Mit zwei? Ja. Sorry, aber es gibt. So, es gibt auch sowas wie einen ehrenvollen Krieg. Das ist jetzt nicht mehr gentlemanhaft. Da mach einfach. Deine Leute da niederzumähen. Sorry, 3, das ist jetzt. Das 6, tut mir 6. wirklich leid. Uiuiui. Weißt du, ich meine, sorry, das ist. Ich musste halt die. Was soll ich denn machen? Steffen, bist du, also jetzt wird's sehr verzweifelt. Gut, ich verzweifle. Jetzt, ja, ich bin verzweifelt. Ich bin warum verzweifelt. Denn? Die können doch reden. Gut, ich verzweifle. Mit dir rede ich nicht mehr. Ich bin fertig für heute. Wir können Florentin, doch reden. Jetzt mach. Denk nach, bitte. Denk nicht nach, Florentin. Handel einfach aus deinem Bauch heraus. Achso, Entschuldigung, ich muss den Brief öffnen. Jetzt. Die, Entweder ist gleich sudden death. Stopp, Florentin. Die hier, wie heißen sie, die Menschen da unten? Spielstopp. Pulle. Als, glaube ich.
Resolution 4665. Na toll. Jetzt haben wir den Salat, Leute. Scheiße, jetzt kommen Sie mit der Resolution 4665. Die Vereinten Planeten. Laut Resolution 46655 vom 45. März 2231 wird der Planet, ehemals bekannt als Erde, nach 30-minütiger Entscheidungsfrist an die Partei übergeben, die die meisten Länder unter seiner Herrschaft vereint. Die Vereinten Planeten begrüßen wärmstens die Zustimmung der Planetenvertreter, die mir nicht widersprechen dürfen. Peace out. Aber gelten jetzt immer noch die Ziele oder gelten die dann nicht mehr? In 30 Minuten. Die gelten trotzdem noch. Okay. Der es vorher schafft, aber ansonsten müssen aber wir uns jetzt. Aber in 30 Minuten hat auf jeden Fall der gewonnen, der die meisten. Ja. Wenn nicht vorher jemand ausmacht. Und wir haben die Kanzlerin verärgert. Ich möchte es kurz sagen, ja? Wen haben wir verärgert? Kanzlerin haben wir verärgert. Ich, Kanzlerin. Ja, intergalaktische Kanzlerin. So. Galacta! Galacta, die Okay, ja, so. Komm, machen wir es kurz. Osteuropa, Angela Merkur. Niemand? Okay. Können wir bitte einigermaßen regelmäßig den Zeitstand kriegen, weil wir haben den nicht eingeblendet. Können wir wirklich einigermaßen regelmäßig Etienne verteidigen? Ja. Etienne, du machst das. Ede, komm. Willst du meine Würfel noch haben? Nee, nee. 6-4. 6-4. 6-4. Oh, was? Etienne Gade, der beste Mensch der Erde. Das ist toll, das gefällt mir. Der letzte Mensch der Erde. 5-2. HSV. HSV. Oh, da müsst ihr jetzt voll. Ich hab noch nie für Fußball. Komm schon. 6, 5. Ist doch machbar. Die 6 und die 5. 6, 6. Ist doch machbar. Naja, Problem. Tschüss. Ah, Blutzer hast du ihn abgerungen. Das ist wichtig. Ja, Südeuropa geht an. Komm nach Nordafrika. Karte. Das Spiel heißt Risiko, nicht Sicherheit. Komm. Da sind noch zwei Tote. Oh, da ich mal lieber auf Nummer Tote. Sicher, gell? Oh. Ich würde sehr musikalisch haben, dieses Gefühl. Alles oder nichts, Florentin. Drei gute Würfe. Du hast hier zwei Karten. Hier ist auch Ägypten, ne? Ich sag dir was. Florentin, auf den zwei Karten ist zweimal das gleiche drauf. Kann ich gar nicht töten. Wie will soll ich töten? Doch, 3 gegen 5. Ja, aber. Nee, das ergibt keinen Sinn. Wieso gibt es keinen Sinn? Einmal jetzt zweimal gewürfeln und dann. Risiko. Gibt's nimmst Nordafrika, Südeuropa schon? Ja. Mhm. Okay, gut, dann mache ich noch das und bin fertig. Mara, 3 Einheiten bitte aufstellen. Ich muss dich aus. Dieses Match macht mich nervlich. Es ist so viel schlimmer als das letzte Mal. Und letztes Mal war Nils dabei. Ja. Mann! Ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von Etienne. Hm. Du hast sie einfach direkt. Auf. Von wo aus greifst du an? Da. Nicht, dass es. Okay, 3 okay. gegen 5, gegen 6. Mutig von Mara. 4-4. 4-4. 4. Nee, 2 von Ede. Jeder eine. Ach echt? 4-1. 4-1, ne? Mhm. Ah ja. 1-1. Oh. Ey, wie kann denn das sein? Da geht der Angriff down. Bitte. Down ist Ede er. Ede lebt. Ede lebt. Ich darf aber nochmal angreifen. Ja. Aber Ede lebt, das ist das Wichtigste. 3. Der Mittlere Osten wird wieder zum Kampfplatz. 3 gegen 1 Verteidigungswürfel. 5. Eine 5. Eine 4. Damit ist der Mittlere Osten wieder mal in pinker Hand. So. Es wird verteilt. Und damit ist auch Mara fertig. Sarah, bitte. Willst du was eintauschen? Hast 3 mal 10. Hast du eine der Länder da drauf? Nein. Dann bekommst du 8 Einheiten plus die 3, die du eh schon hast. Plus die 2 von Australien. Plus die 2 von 13. Australien. Sind 13. Und damit kann man doch mal richtig schön was machen. Damit kann man doch richtig schön was machen. Sarah. Die Australier, ey. Hier ist auch so eine schöne, ich sehe hier so eine, ist fast so eine ICE-Strecke, die hier durchführt. Als ob die sofort eine Gefahr wäre. Die ist schon vorbetoniert quasi. Hier ist schon klar, mit welchem roten Teufel du hier seit einigen Runden zusammenarbeitest und wer am Ende davon profitiert. Steffen. Genau. Ich profitiere heute von gar nichts, möchte ich kurz anmerken. Steffen, die Oststaaten. Das merke ich mir, Sarah. Das merkst du auch. Ja, für noch ungefähr 25 Minuten greifen die Weststaaten an. Ich bräuchte einen dritten schwarzen Würfel. Das wird eine längere Session. Danke. Eine 6. Muss ich jetzt würfeln? Ja. Du brauchst sehr lange jetzt zum Würfeln, glaube ich. Ich glaube, ich brauche jetzt sehr lange zum Würfeln. Eine 5. Schade. Ich mische einmal den Ablagestapel neu. Das ist solch eine Hinterlist. Vielleicht ganz gut. Habe ich selten erlebt. Mein Buch zu Mittelamerika 3.
Steffen. Ach. 5. Du musst ganz kurz den Ablagestapel noch zerstören. Come on, Steffen, mein Zug wird sowieso fertig. Come on, Steffen, das ist Zeitspiel. Danke. Ah, ja. Sorry. Ontario mit 14. 6-1. 3? Musst du nicht dreimal würfeln? Achso, es sind mehrere Einheiten, ist so gut. Die eine war eine 3 und das andere war 2. Du hast 3 also Einheiten. Ich hab doch aber nur 2 Verteidigung. Ach, 2 Verteidigung. Also 1-1. Ja. Die mit ihrem gelben Giganten da. 4? 4-3. Das sind 2 von meinen, verdammt. Hab ich noch 2 erstehen, ja? Ja. 6-4. Ach, Doppel-1. Danke. Ey, die Großen sind gut, die Zehner sind gut. Weil das wohl kommt. Die sind wirklich gut. Dankeschön. Hauptsache, Tieren verliert nicht. Das ich muss, sorry, Spielstopp, ich muss hier kurz aufhören. Spielstopp? Ja, ich will euch nicht... Es gibt keinen Spielstopp. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt gibt es keinen Spielstopp mehr. Ich will euch keine Zeit klauen. Das ist mein letzter relevanter Zug. Der einzige diesen heute Abend wahrscheinlich. Jesus. So. Wie sie es halt auch krass ausgedünnt hat, ne? Wie einfach die meisten Länder nur noch einen Kumpel da stehen haben. Ich weiß es nicht, Mann! Jetzt oder nie? Er greift mit allen an! Vier. Naja, ich hab doch Grünland hier noch. Warte, ich muss kurz. Ich hab Zeit, Sarah, ich hab Zeit. 3, 4, 5, 6. Hast du so viele Länder, dass du auf Zeit spielst? Nicht mehr. 7. Ich will einfach nur Sarah leiden sehen. Das ist jetzt mein Ziel. Steffen Salah ist es. 4, 6, 8, 10, 12. Sarah hat die meisten Länder. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kontinent. Keine Sorge, ich kümmere mich gleich darum. Weil du hast gleich keinen Kontinent. Das ist mir alles egal. Jetzt schon sagen. Boah, das ist alles so dumm. Okay, warte, wir machen das so. Ich kann eh nicht mehr gewinnen, aber ich kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass du nicht gewinnst. Einer auf Alberta. Es geht es allen wirklich nur darum, dass irgendjemand nicht gewinnt. 6. 2. Gut. Alter, ich würfel heute so eine Scheiße zusammen. Bin ich froh, dass es nur Risiko ist. Die auf Alaska. Und nicht ein wichtigeres Brettspiel, das wirklich mit Ehre und Prestige 6. einhergeht. Einer habe ich da, oder was? Ja. 6. Zack. Alaska mit den kalten Händen. Steffen, jeden, den du mir gerade kostest. Du bist auch einfach 4. selbst schuld. 3. Ich habe dich nur unterstützt, Sarah. Ich weiß, nur es tut unterstützt habe ich dich. Sorry, Ede. Der Rest geht aufs Nordwest-Territorium. Du hast ja 4. Oh, 4. Das ist mal ganz schön viel, hä? Komm schon. 6, 5. Eine Doppel-1? Alter, das wäre so geil. Aber Grönland gehört auch noch zu USA, oder? Wo hat sie Nordamerika und Australien vielleicht? Das ist möglich. Meinst du, das ist das, was mir gerade hier so viel Stress macht? Ja, aber die Grünen. Ah, shit, warte, einer ist nicht richtig. 6, also 5, 2, 1. 4, 4. 1, 1, 1. 1. Oh, jetzt nur noch ein Verteidiger. Spannend. Ja. Wird's spannend. 6. Komm, Steffen, danke. 2. Sorry, tut mir echt leid. Und jetzt Grönland. Let's go. Am Grönland hat sich schon so mancher verschluckt. Allerdings. Ich bin in der Unterzahl. 2, 3, 4, 5. Egal. Gut, besser würfeln. Und ich hab den Handschuh. Gut, dann wollen wir, oder? Florentin, das ist es. Wenn gut, du das jetzt verlierst, kriegst du richtig gut, würfel. Komm. Florentin. Doppel 5. 3. 2 raus. Jetzt muss ich auch aufstehen. Oh, jetzt ist haarrecht. Damit hat niemand gerechnet. Ist Gleichstand, Verteidiger hat vorne. Ist alles gut, alles gut. Alles entspannt. 4-3. Oh, mein Gott. Bitte. Einmal. Nein. Der Handschuh lügt nicht. Der Handschuh belohnt die Tapferen. 6-2. 6-2! Oh. Ja, da sind wir doch. Noch ein Angriffswürfel. Die Gröninger. Das wäre so schön gewesen. 4. Ich kann echt nicht mehr. 3. Und die 4! Da ist sie weg. Aufgehalten! Aus Grönland! Grönland bleibt grönlich!
War es alles wert? Grünland, sag ich mal, liebe Freunde. Die bösen Blicke von mir, die du jetzt tagtäglich erleben werden wirst. Hättest du es mir gegönnt. Nee, ich bin sehr nachtragend, das ist mein Problem. Aber ich find's gut, dass du deine Probleme kennst. Dass du so reflektiert bist, dass du das weißt. Okay, ich reise für Westeuropa. Eddie! Alles rüber da, oder was? Routine. Dieser Handschuh hat schon ganz andere Feldherren zu Fall gebracht, mein Lieber. 20. 5. 1-1, oder? 5-2 habe ich. Und du? Ich habe 4-2. Ja. Also 1-1, ja. Okay, ich habe nur noch einen. 3. 2, da ist Westeuropa eingenommen. Und der Wein fließt in der blauen Armee. Der Wein, der Wein, der Wein. Willst du weiter? Ja, ich kann eigentlich nicht. Du musst nichts, Eddie. Für uns musst du nichts. Du bist heute der Gewinner. Ja, ja, jetzt hör doch mal auf, Steff. Ah, ich hab einen Würfel. Darf ich mich nicht freuen? Yes, das ist die beste Nachricht der letzten 20 Minuten. Das ist eure, glaube ich, ne? Ich glaube auch. Keine Ahnung. Ihr verteidigt so selten, habe ich das Gefühl. Ihr seid so unkristlustig da drüben. Fertig. Ja. Drei für mich. Und wir rödeln mal durch Asien. Ja, kurz, Kesara. Eine 5. 4. Eck. Weiter geht's nach. Ist deine Karte nicht, ne? Korrekt, dankeschön. Sibirien. Och, 18 Minuten, okay. 5, 4. Erstmal kommt noch mal dran. 5. Zwei. Ja. Was ist heute los mit mir? Das kann nicht wahr sein. 3. Okay, ja. Kein Bock mehr. Macht's unter euch aus, Leute. Ich gehe nach Hause. Ja, ich verschieb noch mal hier einen aus die Kurzknochen. Sorry. Bitte, Florentin, bitte, mach irgendwas. Gewinn bitte. Du bist der Einzige, dem ich das jetzt könnte. Ja, Etienne hat vorhin was Interessantes gesagt. Nein. Ich will nicht gewinnen, ich will nur, dass du verlierst. Und damit hast du dir einen Feind geschaffen, mein Lieber. Hä, ich hab du eh schon verloren. Jetzt wird der Mara zum Sieg verhelfen. Na, schön wär's. Wie soll er das denn machen? Er schafft es never ever, mich zu besiegen. Nach 3 Runden. Er hat keine eigenen Ziele im Leben. Das wäre so witzig, wenn ein Ziel einfach wäre, Hilfe Pink zum Sieg oder so. Jetzt bitte nicht auf Zeit spielen, ne? 10, 12, 13. Kriege ich von Sarah genug Länder für den Sieg? Du, ich habe auch meine Prinzipien. Ich habe auch meine Siegesbedingungen. Dann leg bitte los. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nicht, wenn du hier rum diskutierst. Let's go, Südeuropa. Bring it. Dann wo geht's hin? 4. Was? Westeuropa. Let's go. Eddie, das. Ja, mach das jetzt unter uns. Ja, laber doch nicht. Mach. Okay, ja, gut. Es ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich, was hier passiert. 6-4. 4-1. Tschüss. Tschüss. 3. 6. Oh, das war eine 3. 6-5. Ja, ich glaube, der hat sich verändert. Ja, ich hab's gesehen, alles okay, gut. Danke. 6-4. 1-1. Oh, meine Güte, ey. Blau und grün, ey, das ist auch. 6 ist aber auch. 6-5. Alter! Eddie! Was? So muss sein. Raus da. Einer. Weg mit den Grünen. 5. Ja, na also. Es geht doch. Okay. So allein ihre Kriege führen. Grönland, Nordwest. Kannst noch weiter angreifen, komm. Grönland, Nordwest. Greif weiter an. Mhm. Nimm mal den noch zu deinen wieder. Da greifst du nicht mehr jetzt an. Was machst du denn mit Nordeuropa noch mit den 2 Einheiten? Was sollen die denn da noch machen? Jetzt will er da überall Einser haben. Mhm. Ja! Ja!
Shit, ey. Willst du das sicher? 5-4. Schon Sarah. 5? Ja, na also. Ich hol das jetzt. Ich brauche zumindest eine Karte. 6, komm schon. Komm schon. 5. Eine Karte für Florentin, Nordwestterritorium, geht an den Herrn in Grün. Weitere Angriffe verteilen. Was willst du mit zwei auf Nordeuropa, Westeuropa? Ja, danke. Okay, komm, let's go. Ernsthaft, ey. Dann machen wir es jetzt. Ja, dann mach's doch auch. Ja, 4. Okay, ja, dann okay. Machen wir es doch. Dann machen wir es doch. 5 nämlich. So, jetzt okay. Es sieht es auch alles optisch klar. Besser aus. So. Okay. Ja, und kannst auch noch was machen. Ja. Endet. Okay. Kommst du gar nicht mehr dran. Und es zählt, wer die meisten Länder hat. Mara. Ich komm dran. Ich komm dran, hab 3 Karten. Ja, du kommst nicht mehr dran. Es sind noch 13 Minuten. 14 Minuten. Es sind noch 14 Minuten 40. Nordafrika. Da wird angegriffen. Pink gegen Blau. Meinst du, wie lange ich überlegen muss? Komm, Eda. Eddie, komm. Ey, was ist denn das hier? 4-6, raus damit. Jetzt verpiss dich aus meinem Land. Oh, was ist denn das jetzt hier? Ein Angriffswürfel noch. Der ist übrigens hier. 5. Tien. Da ist die 6. Ich hasse dieses Scheißspiel. Guckst du jetzt nochmal deine Schilder? Ich hab so Panik gerade. Das war aber so nicht. Doch, das war, oder? Nee. Ich weiß es auch nicht, da ist irgendwas. Dann war der hier gerade. Nee, hier waren ganz viele. Ja, man darf hier, ja. Hm? Okay, dann mach ich jetzt so. Das war's? Ja. Sarah, bitte schnell, ja? Können wir uns darauf zumindest einigen? Wir sind uns einig, dass das 2 sind und dass ich ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das sind 4. Also 6 ist dran. 1, 2, 3, 4, 5. Es wären nur 2 Grüne. Florentin. 6. Florentin, stell dich doch schon mal hin. Grönland. Ich glaube, ihr unterschätzt in eurer strategischen Planung einen wichtigen Fakt. Sag ein bisschen auf den Handschuh. Nee, überhaupt nicht. Dieses Spiel wird entschieden durch Zufall. Wir alle wissen es. Es geht nur, wer hat den Zufall am besten in der Hand. Komm, los. 4. Florentin! 5! Komm her. Grönland ist Grönland. Grönland ist Grönland. Das kann man sagen, ja. 5. Nee, 6. Entschuldigung. Florentin. Grönland ist down und der Rest geht nach Nordwest-Territorium, wo das Ganze jetzt. Würfel die Kraft des Handschuhs. Soll ich nochmal anfassen? Komm. Ansonsten gehe ich jetzt auch einfach. Da könnt ihr alle meine Länder haben. 6. Freunde. Wow. Ich glaube, ich habe Risiko gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Sarah. Nordamerika Applaus. Und Australien. Darf ich jetzt mal was sagen? Also hier bitte, hier sehen wir es, Nordamerika und Australien. Wow, nicht Jesus. Ich möchte nicht jetzt mal, also herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, aber ich möchte mich beschweren. Ja, beide. Aber guck mal, ich habe Asien und Afrika, das sind 18 Länder. Alter, das ist richtig schwer. Wie soll man das schaffen? Und warum sind die Ziele nicht ausbalanciert? Weil ich mein, es nicht geht. Weil es Risiko ist. Nee, natürlich geht es. 9, du kannst ja andere Länder auswählen, aber du kannst ja nicht einmal das größte und ein mittleres und ein kleines, macht keinen Sinn. Nee, das ist schon hart. Schwer. Also ich hab das Ziel gekriegt und wusste ich. Es gibt auch Ziele, wo du 3 quasi machen musst. Das ist super unausbalanciert. Das liegt aber an Risiko. Das ist Risiko. Ja, aber also das. Wir können mal revealen, was wir sonst noch hatten. Nicht Florentin. Grün war mein Ziel. Ja, wirklich. Was war? Ich musste Grün vernichten. What? Das Problem ist, ich hätte noch 2 Runden gebaut, dann hätte ich es geschafft. Ich hätte jetzt 12 Einheiten bekommen und dann wäre es vielleicht gegangen. Was hast du? Ja, ich war völlig lost. Ich habe Nordamerika und Afrika. Ja. Oh, ja, okay. Aber in Europa lief es immer so viel besser als Nordamerika. Da musste ich irgendwann drauf gehen, aber keine Chance. Ja. Keine Chance. Mara, Blau vernichten? Das war natürlich. Ey, aber es war so knapp. So war sehr knapp. Ja, Florentin will. Ich hätte so schon knapp. 3-mal gewinnen können. Wenn Florentin will, okay, ich dachte, du seinen hast eigenen auch Sieg geopfert hätte, aber nein. Ich dachte, du hast auch Afrika. Ihr hättet das doch bei meinem letzten Zug schon gecheckt, dass das mein Ziel ist, ne? Aber da hätte schon noch was. Also, danke. Es ging halt nicht mehr viel so. Ja, es ging halt nicht mehr viel. Blau vernichten. Und das war wirklich, also, du hast so viel
so gut gewürfelt, aber Edel klein zu kriegen war echt. Ja. Du warst hartnäckig. Aber ich glaube, es gab irgendwo eine Chance, wo Mara es nicht hätte. Dein Würfelglück war einfach crazy scheiße. Ich habe da gerade in den Moment. Da hättest du das Risiko eventuell eingehen müssen. Und diese ersten Würfe sind so wichtig. Wenn du irgendwann mal unter 3 Angreifern bist, hast du sofort verloren. Das stimmt, ja. Ich war so deprimiert. Und wenn du den Gegner direkt unter 2 Verteidiger kriegst, dann geht's auch richtig gut. Ja. Aber wenn du diese erste Hürde nicht schaffst, dann verbrennst du. Aber Sarah, Respekt, krasse Aufholjagd. Ja, richtig Respekt. Also am Anfang sah es nicht so gut für dich aus. Profitiert, dass ihr zwei euch da in Amerika die Köpfe eingeschlagen und dann passiert. Ja. Aber auch das Einzige, dass man aus dem Kontinent macht. Ich glaube, so wenig Kontinent-Truppen habe ich noch nie erlebt bei dir. Nee, genau. Das ist einfach ein oder zwei Züge, du nur bekommen. Aber ich finde diese alte Risikoregel besser, dass je häufiger man Karten eintauscht, dass der Nächste immer mehr kriegt. Das wird dann zum Ende halt ein bisschen spannender, weil dann kannst du als Verlorener kriegst du nochmal 20 Einheiten. Dann dauert es natürlich auch länger, aber dann kannst du nochmal so ein bisschen. Total, ey. Das ist so ein Unterschied, krass, ob du. Ob du 4 oder 10 kriegst, das ist so krass. Sehr viel. Ist auch wahrscheinlich, aber. Wie auch immer, Sarah bekommt die neue Krone des Planetenrates, wie auch immer. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst dich jetzt um die Probleme der Erde kümmern. Da gibt es so ein paar Dinge, so Erderwärmung und so. Also machst du einfach, ne? Wir gehen Party machen, liebe Leute. Ihr da draußen könnt jetzt auch Party machen. Oder könnt vorher natürlich gerne noch einen Kommentar da lassen und uns die Regeln erklären, die wir vielleicht falsch gemacht haben. Wenn ihr eine richtige Regel entdeckt habt, könnt ihr auch einen Kommentar da lassen. Und einen Daumen hoch natürlich. Und wenn euch solche Formate gefallen, dann kommt doch in den Rocket Beans Supporters Club, denn das hier wurde alles finanziert durch eure Mittel da draußen. Auch diese Brezeln, diese Cracker, Clubs, diese Würfel, dieses fantastische Spielbrett. Vielen Dank auch nochmal an die Leute aus dem Setbau und natürlich auch an alle anderen Kollegen, die hier hinter den Kulissen werken, um dieses kleine Format schön zu machen. Es wird alles gelb, oh mein Gott. Oh. Und bevor wir das sehen, verabschieden wir uns hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und vielleicht bis zum nächsten Mal in Risiko. Tschüss!